Riecht ihr das auch? Oh, riecht ihr das? Ich rieche Gewalt. Ich rieche aber auch gute Laune. Ich rieche vor allen Dingen fünf Herren in einem Raum. Und wisst ihr, was das bedeutet? Jugendzimmer ist back. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Guckt euch das an. Was eine Runde. Was eine Runde. Party. Colin Gerbel. Party, Party, Party in der Redaktion. Gregor Katsios. Hier, Michael Reinke. Simon Kretschmer. Ich habe eine Wassermelone getragen. Leute, alle sind hier. Es ist einfach ein krasses Gefühl, wie ich finde. Wo ist die Wassermelone? Die kommt doch gleich erst, Gregor. Hier, beruhig dich doch erstmal hier. Beruhig dich. Wassermelone? Ja, es gibt Wassermelone. Geil. Es ist ja Saison. Es ist ja Saison, Wassermelonensaison. Das wissen wir alle. Ja, im Jahr 2021 ist immer ganzjährig überall auf dem Globus. Cool, ich muss die Leute kurz abholen, weil es ist ja heute was Besonderes. Viele Leute dachten, ey, wann gibt's mal wieder Jugendzimmer? Wann, Krogi, wann machst du das mal wieder? Und dann hatten wir diese weltweite Notlage. Jugendzimmer war aus, konnte man nicht mehr bestellen bei Ikea. Wir hatten keine Möbel mehr, das war das Problem. Jetzt hat aber Colin gesagt, Mensch, ich habe ja auch so ein Jugendzimmer. Wir können ja mal zu mir gehen. Und heute sind wir zu Gast in Collins Jugendzimmer. Und er hat sich frecherweise von mir inspirieren lassen mit seinen Postern, muss man schon sagen. Ja, das war, aber es war unoriginell. Hätte ich auch nicht erwartet. Aber das Schöne ist, Colin hat andere Games, Colin hat andere Erfahrungen. Und Colin, was können wir heute bei dir zocken? Was passiert dir? Also wir sind heute Strengeheim heute zusammengekommen. Ne? Denn heute... Also ihr habt hoffentlich zu Hause nicht gesagt, dass ihr bei mir seid zum Zocken. Ich bin ja immer der Boomer hier, ne? Nee. Immer, es heißt, wenn es zu Colin geht, so, nee, da gehen wir mal mit. Nee. Colin, meiner Mutter muss ich immer sagen, dass ich zum Thomas gehe, oder? So. Ich darf meiner Mutter Colin nichts erzählen. Nicht. Nee. Das ist gut. Ja. Und es könnte spät werden heute, ne? Auch das ist... Aber ganz geile Schwester. Also wir sind nämlich heute hier zusammengekommen. Also, ja. Ich habe super krasse... gewalttätige Spiele hier. Geil, Alter. Nein. Ich habe gesagt, viele Spiele, nicht gewalttätige Spiele, Mama. Ja, okay, ich leg dich wieder hin. Brauchst du den Quellekatalog noch, Colin? Ja, schon. Muss gar nicht, dass wir auch Bauerntheater machen. Ja, ich hab da so lange nicht mehr, Jungzimmer. Du musst das fühlen, Gregor. Immer. Fühl das jetzt. Genau. Das ist wir wollen heute ein paar Spiele spielen, die früher die heiß gehandelt wurden bei den Jugendlichen, bei den Kids, bei den Freunden, aber oftmals für uns noch nicht kaufbar waren, noch nicht offiziell spielbar waren, weil sie halt zu gewalttätig waren, zu krass. Der hat sogar Kabelfernsehen. Ja, und deswegen wir immer Hast du auch Sexgames? Sexgames? Ja, aber nicht auf dem C64. Um mal den Elefanten im Raum anzusprechen. Komme ich nicht weiter. Sex, ich weiß gar nicht, was ist das? Gut, das ist Teil 6. Ah. Gehe ich zu meinem anderen Kumpel. Aber das Game ist ja, die 6. Mama hat gesagt, ich will zu deiner Mutter. Wir dürfen Teil 6 haben. Ja. Ich meine, jeder hatte natürlich seine Diskettenbox. Ne? Und da gab es auch den gewissen Teil. Ich weiß gar nicht. Hattet ihr eine Diskettenbox, die man abschließen kann? Und habt ihr das gemacht? Ja, hat ja und nein. Ja, und ja, wirklich exakt, das ist die korrekte Antwort. Crazy. Aber wo war der Schlüssel? Crazy. Keine Ahnung. Den Schlüssel hatte man manchmal. Dann muss man es aufbrechen. Wen es auch interessieren würde, würde dann, warum schließt man die Diskettenbox ab? Damit die Eltern nicht reingehen und lesen, was auf dem Label drauf ja. war oder was. Oder selber was laden. Aber wenn du jetzt statt Sexgames einfach SG draufschreibst. Da denken wir, dass du ein Wattenscheid-Fan. Ja, eben. Da kommt Papa. Ist noch schlimmer. Das ist ja interessant. SG, da guck ich mal. Ja, ja. SG. Ja. Ey, mein Vater hat seine Pornos original immer beschriftet. Ja? True aber story. Also mit etwas beschriftet, was... Ja, mit dem Originaltitel halt. Mit dem Originaltitel. Liebe, diese Beschreibung, geil. Wie ich auf Porn ab. Stadtführer-Porns, Dormagen, dann Regie, deine, alles deine schön. Nur von wegen aus, wenn das von schon 8 Teile gibt, dann muss es gut sein. Ja. Papa hat echt nur so langweilige Magazine. Ey, ich bin jetzt schon Fan von dieser Sendung. Das ist jetzt schon eine gute Stimmung. Mhm. Ey, was? Ja. Herrlich, herrlich. Mhm. Chat auch. Jetzt Stimmung ist mega. Und Gewalt. Ja, damit hast du die Leute. Zusammengehört, genau. Müssen wir noch Thumbnails machen. Ja. Aber wir haben heute eine ganze Menge Spiele, die wir natürlich, das ist einmal kurz die Rechtshilfebelehrung, die wir heute hier offiziell spielen dürfen, denn sie haben ihre Strafe verbüßt. Sie sind nicht mehr so schlimm, wie sie mal waren. Grund genug für uns, gemeinsam in die Vergangenheit zu reisen, die ein bisschen kürzer zurückliegt, vielleicht auch hier und da, um mal zu gucken, wie geil sind die Spiele eigentlich gealtert und können wir heute Nacht immer noch nicht schlafen.
Genau. Ich bin immer noch schockiert. Also ich will schon noch traumatisiert hier ja, lass direkt ansteigen. Ich weiß nicht, ob du dann enttäuscht sein würdest oder nicht. Natürlich, jeder von uns hat eine leicht andere Index-Spiele-Vergangenheit durchgemacht, oder nicht? Also jeder hat andere dieser Titel gezockt. Hatten wir auch schon mal in der Pre-Show hier kurz erwähnt. Du, Colin und ich haben uns ja häufiger damit beschäftigt und mal in Index-Bescheide reingeguckt, mal geschaut, was jetzt nicht mehr vom Index ist. Ich mache es natürlich recht regelmäßig im Retro-Club, weil jedes Jahr kannst du einmal durchgehen und schauen, oh, diese 7 Titel sind jetzt, oder wie viel auch immer, dann vom Index runtergekommen. Sehr viele auch ganz aktuell. Und ich weiß nicht, wir haben eine große Liste an Spielen vom C64, vom Amiga, ein paar Konsolensachen hier. Weißt du, Micha, hier PC primär, ne? Weil gerade ist ja was ganz auch Aktuelles. Ich weiß nicht, ob du damit anfangen möchtest oder nicht. Aber eins der Spiele, die du uns immer vorgebetet hast, ist endlich im November. Ich dachte, das ist quasi das Highlight des Abends. Aber ja, wir könnten theoretisch starten mit. Ich darf es aussprechen. Ich durfte es wirklich jahrelang nicht aussprechen. 30 Sekunden übers. Was war das beste Spiel deiner Jugend? Was hast du am häufigsten gespielt und so weiter? Ich durfte es immer nicht aussprechen. Jetzt darf ich es. Severance Blade of Darkness. Mega geil. Von 2001. Vom spanischen Entwickler Rebel Act, hießen die, glaube ich. Rebel Act? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nie gehört, nie gespielt. Ich auch nicht. Die sind danach, weil es indiziert wurde, in der Versenkung verschwunden. Mhm. Ne, weil das war ja eigentlich der einzige Schuss, den sie rausgehauen haben. Und ich habe das wirklich rauf und runter gespielt. Richtig geiles Kampfsystem. War sauschwer. Sauschwer. Richtig mit Ausweichen, Gegner markieren, drumherum tänzeln, Kombos. Also es war im Grunde exakt wie Dark Souls. Ich glaube, diese Ausdauerleiste gab es nicht. Es hatte gleichzeitig eine super, super gute Stimmung mit richtig geiler Musik. Mund nehmen, das ist für die Stimmung. Und es war in den Zeitschriften dann aber irgendwie mehr oder weniger drin für seine Schattendarstellung, die damals besonders toll war. Und deswegen also, hast du es dir dann natürlich auch zugelegt. Tatsächlich erstmal nur deswegen, genau, weil gleichzeitig gab es noch Rune und so weiter. Und ich war so auch damals schon ein bisschen grafikfetisch, so vor derselbe Zeit. Aber Severance war ein richtig, richtig geiles Spiel und war dann halt rucki-zucki weg, weil man Gegnern Körperteile abhacken kann, was nun mal passiert, wenn man mit Schwert irgendwo draufhaut. Du hast Riesenäxte. Das ist super nachvollziehbare Gewalt und dann lernt man auch draus. Ich muss übrigens sagen, mich freut das auch sehr, weil ich kann mich noch an unsere gemeinsame Game-2-Zeit erinnern. Hm. Wurde immer ausgegraben. Ich mache Ausgraben zu Severance. Nee, ist noch nicht initiiert. Ich habe im Kalender geguckt, wann ist es dann endlich soweit, wann ist es soweit. Und das ist für dich jetzt wirklich so wie endlich darfst du drüber sprechen, endlich darfst du es zeigen. Und du hast mir sehr häufig davon erzählt. Nicht einmal habe ich bei YouTube geguckt, was ich bei diesem um mir das aufzusparen für heute Abend. Ist doch klar. Ich hab's mal mitgebracht. Die Steam-Version kann man mittlerweile auch in Deutschland wieder kaufen. Also ist dann offiziell bei Steam erhältlich. Wenn wir aufs Ingame einmal drauf gehen, du kannst dir gerne auch gleich Maus und Tastatur schnappen, Micha, weil ansonsten will das keiner zocken, außer dir. Ja, ich will es auch mal zocken. Das haben wir. Ich will sehen. Ich will zugucken. Mir gefällt der Optionspunkt. Ich habe hier noch eine Tastatur, also nicht wundern. Greuel. Oh. Es gibt einen Punkt Greuel. Man kann eine Kindersicherung an- und ausmachen. Man hat Blut, ja, und Verstümmelung. Lass uns vielleicht abstimmen. Ja. Okay, lass an. Lass an. Ansonsten aber, ja, der Rest, ich übergebe das mal dir. Mhm. Mach mal. Kannst darf du ich mal einmal kurz? Also, hier, hoch und runter mit dem Steuerkreuz. Einmal kurz eine Frage gestellt, Micha. Du hast ja in Anteaser, im Warm-up zu dieser Sendung, hast du ja in uns einen Steuerkreuz ja. Ist das jetzt das Dark Souls vor den Dark Souls? Nicht. Ja, ist es. Okay. Ach, das ist es. Aber das warum? Warum ist das? Wollen wir jetzt dann siehst du jetzt gleich. Lass uns noch mal weggehen, weil der Regie, dann checke ich noch einmal, warum Maus und Tastatur nicht. Warum es wie Dark Souls ist? Ja. Michael, weil das Kampfsystem einfach, das ist das beste Nahkampf-Schwertkampfspiel seiner Zeit gewesen. Ja, und das war es eigentlich im Prinzip schon. Also wenn man mal die Souls-Spiele auf ein richtig tiefes Nahkampfsystem runterbricht, mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, dann ist das Spiel deiner Wahl sozusagen gewesen. Und das hatte mit Abstand, also es gab ja damals auch schon, wie gesagt, das angesprochene Rune, es gab hier Dark Forces, wo wir auch vielleicht später noch zukommen. Also es gab ein paar Schwertkampfspiele, deren Name mir gerade nicht einfällt, aber die waren alle schlechter. Das ist gar kein Vergleich. So. Der Barbarian habe ich immer gerne gespielt. Oh, ja, das war natürlich ein schlechtes Spiel. Ja, und aber Licht und Schatten war auch richtig stark in dem Spiel. Okay. Aber das war mir dann tatsächlich egal. Also. Maus würde gehen, starte mal Severance oben rechts. Ja. Das will ich die Situation gehabt, dass Gegner vor Fackeln standen. Severance. Und sie haben dann einfach so einen krassen Schattenwurf gehabt. Du hast gedacht, das wäre ein Riesenmonster. Dann war es aber nur so ein Dulli. Das war einfach Hammer. Also ich bin, wie jemand mir sagt, das ist eigentlich Dark Souls. Rebel Act, ja. Und dann fängst du an, Maus und Tastatur zu sammeln. Da bin ich schon so ein bisschen, okay, es gibt gespannt, was kommt. Es gibt ein anderes Spiel, das war aber natürlich nicht auf dem Index, trotzdem ab und zu mal ein bisschen heftig. Enclave, was ich eher mit Dark Souls würde. Oh ja. Oh ja, das wird mir immer noch, das habe ich damals getestet. Und hab, glaube ich, 61% in der M-Games gegeben. Ich erinnere mich. Bis heute werde ich dafür an Schafott geführt. Gab einen Riesenärger im Maniac-Forum, ne? Ja, weil du den Glaube nicht gut genug bewertet hast. Das weiß ich aber einfach. Ich hab's noch nicht gespielt. Charakterauswahl war richtig episch. Ja, ja, da sahst du immer sofort, was abgeht.
Es ist nicht geil. Ich habe natürlich immer den Barbaren genommen, selbstverständlich. Ja, klar. In welchem Jahr sind wir jetzt gerade nochmal? 2001. 2001. Mhm. Ich glaube, du kannst die Ingame-Helligkeit auch gleich noch hochstellen, warum auch immer das Spiel ein bisschen zu dunkel ist. Ja, das wäre, glaube ich, ja. Aber wähl das mal aus. Genau, ich wähle den mal aus. Ich habe immer nur mit dem Barbaren gespielt. Tuka Adam. Und, bitte lies das vor. Ist geil. Das musst du jetzt mal, Leben 80, das... Angriff 2. Nein, und den, nein, und den geil, das für Tuka Adam. Ein bisschen deinen stolzen, unabhängigen Volk. Epischer. Ja, mehr epischer. Niemandem Tribut zollt und kein Lord als ihren Herrscher anerkennt. Ja, langsamer. Sie achten nur bewaffnete Gewalt und die uralte Weisheit ihrer Schamanen. Okay, klingt gut. Bist du sicher? Kann ich noch besser werden? Ich bin absolut sicher. Bist du sicher, Michael? Was ist ja, wenn, wie ist was sind denn die anderen? Also, der ist der geilste. Der ist einfach nur Hammer. Der hat das Tutorial. Merke ist natürlich das Tutorial, aber du kennst dich doch natürlich perfekt aus. Oder? Ich in Wirklichkeit. Das, mach es. Komm, unterschreibst du gerade für eine Ausbildung mehr, ne? Zum Schreiner, oder? Ja, ja. Also ich habe das jetzt wirklich seit Ewigkeit nicht gespielt. Ich muss komplett wieder rein. Nee, du wirst schon geschämt, wenn du jetzt abkackst. Das ist klar. Nein. Doch, natürlich. Ja. Aber Bock, hat jemand Bock auf Pizza oder so? Ja. 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 Soll ich eine Pizza bestellen? Ja, mach ich halt Pizza. Knoblauch, Zwiebeln. Ich frage euch gleich, wenn ich da jemanden an Leitung habe. Okay, machen wir gleich. Ich will nur eben das Game sehen. Also hier, seht ihr schon die Schatten sozusagen? Also der ist freie Schatten, ja. Ja, wo sind das? Guck mal, hier läuft! Oh. Dummti-dummti-dumm. Das ist schon ganz geil. Das ist schon richtig geil. Ich hacke euch die Köpfe ab. Tuka Aram. Genau, Angriff. Alter, ist das nicht diese Sängerin? Kann ich hier springen sollen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das ist schon richtig an der Spalte. Alte Leute, bitte. Dreh mal die Helligkeit noch ein bisschen hoch. Ja, sollen wir das mal machen? Ja, ja, ist zu dunkel. Man rafft ja nichts hier. Aber er läuft schon so, als ob er keine Angst kennt, ne? Nee. Es ist scheißegal, was hinter der Ecke ist. Höher. Er ist Manowar-Fan. Ja, das sollte auch reichen. Aber hat er denn doch schon sein Schwert, oder? Ich hab das Gefühl, der hat noch nichts. Nee, der hat noch gar nichts. Er hat noch nicht genügend Gräuel. Nee. Sehr gut. So ist schön. Also ich bin jetzt schon sicher, dass ich hier nie reingefallen bin. Ja, das ist dumm. Also, das Tutorial hatte ich auch mal testweise mit dem Controller ausprobiert. Das geht jetzt auch immer noch 20 Minuten jetzt so für jeden einzelnes Feature. Mir hat es nicht viel Spaß gemacht. Jetzt nicht viel Spaß gemacht. Ey, Micha, feier das jetzt. Ich hab's damals auch nicht zum Launch gespielt. Ich glaube, du musst. Und ich genau. Geh auf den Weg. Geh auf den Weg, Micha. Wie springt er denn? Kann er nicht springen? Wer musst du ja gar nicht springen? Nicht wieder reinfallen. Was ist das für ein Turmkopf? Es kann sein, dass das Springen noch nicht freigeschaltet ist. Ja. Du sollst ja erst mal gehen. Ja. Sollst gehen lernen. Du sollst auch mal rückwärts gehen. Drück doch mal S. Geh auch mal rückwärts. Ja, Mann. Ja, zweimal. Sehr gut. Sehr gut. Kannst du F1. F1, da geht's weiter, Mann. Drück F1. Ich will den Weg komplett laufen. Nein, es geht aber nicht weiter. Jeder Meter dieses Spiels. Es geht nicht weiter. Du hast das zu tun. Du wirst umpositioniert teilweise auch. Drück die Tasten W und S gleichzeitig um 180 Grad. Das ist ja kompliziert. Das habe ich nie gemacht. Nee, das ist ja auch auf kompletter Fingerbruch. Aber Mama, ich will's sehen. Oh, wer war da? F1 geht's. Ich muss ihn abhacken, den Kopf. Herzlich willkommen bei Awesome Games Done Quick. Schleichen ist. Aber ich habe viel Freude, dir zuzugucken, muss ich sagen. Ja. Sag mal, habt ihr zufällig auch Mark of Cree? Habt ihr nicht hier, oder? War kein Index zumindest, ne? Nee. Mark of Cree. Das wurde irgendwann indiziert, doch? Wurde es wirklich indiziert? Also, das ist vielleicht das war einer von den Titeln, der später indiziert wurde. Vielleicht ist es noch indiziert, deshalb verweigere ich die Aussage darüber. Genau. Wir machen das einfach, wir machen es, wenn ihr Fragen habt. Es war ein Spiel. Und ich habe es mal gespielt. Punkt. Genau, vielleicht können wir solche Fragen sagen, einfach auf den Zettel schreiben, dann schicken wir das mal kurz an. Hast du einen kleinen Briefkasten? Genau. So dann gucke ich ab und zu mal. Immer dienstags. Leider ist heute Donnerstag, tut mir leid. Rechte Maustaste ist Sprung, das ist natürlich für... Geil. Jetzt musst du laufen und springen, aber... Ach, du bist immer noch im Canyon, alles klar, dann guck ich die größere Grube sollst du überqueren. Zweimal W und dann... Aber ich finde, man sieht schon die Dark Souls-Parallelen jetzt statt Shift, ja. Du scheiterst schon an den ersten Abgründen. Ja, sehr gut. Ja. Aber jetzt wird's aber groß. First try. Ja. Mal hier die Spiegelung im Wasser. Man hält es für ein Loch, ne? Aber es ist eine Spiegelung im Wasser. Ja, okay. Jahre. Alter. Ja. Oh! Okay, nice. Du läufst auf den Wolken. Sehr gut. F1 geht's weiter. Mhm. Drücke während. Du direkt. Die Musik ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu episch für das, was. Ja, was es ist ein Tutorial hier, ne? Also, ja, aber das müsste eigentlich. Wir würden jetzt auch ein Canyon pfeifen und mal. Oder wir machen diese Kill me. Noch mal, diese, diese typischen Bussarde. Ihr kennt diesen Sound. So. Ja, ja, ja. In der Wüste unterwegs und dann kommt dieser eine Vogelschrei. Ja, so, ja. Herzlich willkommen bei Conan der Bibliothekar. Die Live-Frist ist schon abgelaufen. Vielleicht können wir das Tutorial auch überspringen. Da ist aber ein Hebel. Aber ist das eine gute Idee? Der Rest habe ich selbst du musst auf jeden Fall nochmal kloppen im Tutorial. Ja, wir wollen auf jeden Fall sehen, wie du Blut. Ja. Wir auf jeden Fall kloppen. Blut ziehst. Mindestens ein Glied muss fallen. Aktiviere den Block. Schau drauf. Draufhauen scheint er. Ja, ne?
So. Tatsächlich, hat geklappt. Geile Physik. Ich hol Pizza, ja? Ja. Gut. Geil. Also Mark of Tree ist wirklich bei uns nie erschienen. Ja, das ist, weil Sony so große Angst hatte. Das habe ich nämlich gerne mal, das habe ich bei Giga auch vorgestellt, ist ja auch lange her. Ja. Und das fand ich ganz schön. Das hatte alles Schleichen, ja. Kampfsystem wie Batman später erst. Ne? Das war mit dem Vogel auch. Witcher. So ein genau, du hattest noch so ein Radarvogel, den du steuern konntest, der dann rumgeflogen ist. Ja. Doch, komm nicht an. Diese tragische Musik, ich versuche. Es muss sich hier halt jemand konzentrieren. Ja, mein Gott, das ist ja. Ich will die Bestellung abgeben. Das ist so eine typische PC-Ästhetik, ja. So ein bisschen, oder? Rechte Maustaste. So eine PC-Ästhetik ist das. Das ist typisch PC Anfang der 2000er. Ja. Also, ich habe zu der Zeit eher sowas wie Anachronox oder solche im Namen. Anachronox. Du musst davor stehen, nicht da drauf, sondern irgendwo davor. Du musst davor stehen. Ja. Mehr davor geht ja nicht. Dreh mal die Kamera hoch und runter. Brennbar und zerbrechlich. Könnte auch ein Albumtitel sein. Ah, ja. Warte mal. Nee, doch, eine nicht brennende Fackel. Rechte Maustaste, scheint nicht zu funktionieren. Nee, doch nicht. Nee, das ist irgendwas anderes. Komm, wir starten jetzt das Spiel. Starten also das Spiel einfach. Wundert mich nicht, dass der Entwickler pleite gegangen ist. Wenn du eine Standardpizza nehmen würdest, Simon, welche wäre das? Eine Standardpizza mit Knoblauch und Zwiebeln. Ach, du meinst es ernst? Ich dachte, das war eine Drohung eben. Nein, ich liebe Knoblauchpizza mit Zwiebeln. Die Drohung ist, wenn er gegessen hat. Wir alle lieben sie, wenn wir, ja. With garlic Kino. And ja, ist schon gut. Was ist das denn, der bärtige Bart? Oh, das war der Zwerg. Genau, hier ist die Amazone. Okay. Und haben wir. Hier ist der Barbar. Das heißt, du hast auch. Was nimmst du für eine Pizza? Sieht aber schon cool alles aus. Drauf. Das wird sau teuer. Ich mach dir das. Aber das musst du selber zahlen, ja? Sieh einmal den Kühlschrank drüber aus. Musst du selber zahlen, ja? Das ist viel zu viel alles. 2 Euro. 60 Euro oder so. 2 Meter 25. Ich mach dir alles drauf. Anchovies auch. Ja, mach. Ich mach das ernst, oh Gott, oh Gott. Also, und wollen übrigens, Sie eine Pizza oder hochhaus? Supporters Club. Ich dachte, den Preis gleich, okay? Nein, ach, lass mal. Mach mal irgendwie vier Käsesorten, wie es heißt. Das ist ein großer Unterschied zwischen alles Käse. Und vier Käse. Ja, genau. Ich bin jetzt schon bei, 57 Euro. Ich bin auch so gefressen von diesem Spiel gerade, das haut mich so dermaßen um. Und hab erst ein Drittel der Zutaten. So, wir schaffen das. Wir machen das. So, jetzt. Zieht euch das gerne bestellen. Zieht euch mal diese Animationen rein. Breitbeiniger geht's doch gar nicht. Oh, ich merke aber, dass das Spiel prägend für dich und deinen Humor war. Aber doch, ich muss sagen, wie das so schwingt und so kann ja, das ist 2001. Aber jetzt will ich mal einen Kampf 2001, sehen. Was willst du drauf haben? Väter? Sowas mit Maus und Tastatur spielen ist wie mit Handschellen, habe ich ja, das Gefühl. Oder? Ja, Rana Padano, was möchtest du haben? Hier? Das ja. Aber dieses warme Wasser sieht ganz cool aus. Ich mach's noch Chat-PC-Pads, die es früher gab. Oh ja, Gravis schießt mich tot. Genau, diese grauen Gravis-Pads, die so wie so ein schlechtes Super Nintendo waren. Das kannst du ja damit, das kannst du halt auch nicht spielen. Hier um die Ecke kommt jetzt der Grund, warum das... Das musstest du mit dem Joystick spielen. Das ist Ananas? Leute, jetzt wird's blutig. Willst du Ananas haben? Weil wenn ich jetzt jemanden haue, dann fällt ihm Käse und Ananas? Ich bestelle Ananas, nichts Süßes. Ich bestelle Käse und Ananas. Nichts Süßes drauf. Käse und Ananas für mich. Der läuft aber so ein bisschen, als ob er was. So, jetzt geht's ab. Der Käse Ananas. Die wird es schmecken. Ja. Achso, der ist die wird es schmecken. Okay. Bestell dir die jetzt, musst du runternehmen. Jetzt pass auf. Noch Camembert und Preiselbeer. Ja, ich seh's. Okay. Guter okay. Ja, Mann! Alter, war das der läuft richtig aus. Der war ein Lebenstrank. Hast du so einen coolen Move danach noch gemacht mit dem Schwert, oder? Keule. War das so eine... Oh! Ist ja noch einer. Wie kann man denn nochmal Gegner markieren? Ich muss das irgendwie lernen. Oh, da, oh, da, oh, da spritzt sie und der ist direkt aus der Schulter raus. Mr. Up ist der Finger. Da hängt so ein alter Hühnenknochen. Ja, ich finde das richtig gut. Ja, weiter. Diese Lösung ist nicht blutig genug. So. Also Strategic Dismemberment kannst du damit machen. Sowas nehme ich. Sag's mir. Sag mal, wo du überhaupt... Ich, Gepellos bin ich gerade. Bratz. Gepellos. Haben die eine Bolognese-Pizza? Ich denke mal, das ist klassisch italienisch, ja. Schätze schon. Was ist da schiefgelaufen? Also, habt ihr noch nie eine Pizza Bolognese bestellt? Nee. Gibt's denn hier die? Das gibt es? Ja, das ist ja auch geil. Ja, ja. Im Idealfall, Leute, Glück hast du noch mit Hollandaise ein bisschen verfeinert. Oh, jetzt kommt aber das ist eine Ich hatte mir eine Pizza Börek gekauft, weil ich das so lustig fand, dass ich das im Supermarkt gesehen habe. Aber dann war die auch ein halbes Jahr im Eischrank. Gregor, was willst du drauf haben? Salami und Pilze. Ich meine, es gibt Pizza Gyros mit Pommes und so auch. Also es gibt eigentlich alles mittlerweile, aber das ist kein gutes Zeichen, finde ich. Ja, es kommt drauf an. Pizza Gyros ist ein Zeichen, dass wir uns überlebt haben. Also meine absolute Lieblingspizza ist in einem bestimmten Laden und die Zusammenstellung da ist auch perfekt, ist tatsächlich statt Tomatensoße Hollandaise. Oh.
mit Bolognese-Klecksen. Genau. Ja, der schön die Holo-Soße ja, und Chili-Soße verfeinert. Es gibt keinen Sonnen. Ey, ich wette dir, die Holo kommt aus so einem Pappding, was so abschneidest. 100%. Aber ihr glaubt nicht, wie gut es schmeckt. Es muss aber auch daraus kommen. Andere Holo wissen nicht. Es ist so eine ganz schwere, intensive Bolognese. Die Salzigkeit von der Chili-Soße. Und dann diese Hollandaise, das alles so wie so ein warmes milderndes Sucuk, in dem das alles liegt. Aber heißt das denn Bolo Hollow? Nein, das heißt meine Spezialanfertigung. Aber du isst schon Sucuk, aber oder? Aber Bolo Hollow würde ich es nennen. Nee, nicht Sucuk. Nee? Was gibt's denn? Ja, Pizza komm. Autumn Awakening gibt es zum Beispiel. Dann mache ich auch Salami-Pilze. Aha. Doch so einer. So, Micha. Ja, ich habe gerade noch die Feststelltaste gesucht hier. Wie ist ja bei der Tastatur komplett anders gestellt? Oh, Achtung! Das, ich hab den liegen lassen. Ne? Ah, aber selbst da hast du den Kopf erwischt. Ja, ich mach ja alles falsch gerade. Also ihr merkt, ich krieg aber direkt auf die Mappe, ich mache alles falsch und ich werde auch bestraft dafür. Hm. Aber erklär uns doch mal ein bisschen über das Kampfsystem. Ja, das welche Kampfsystem, normalerweise kann man halt den Schlägen ausweichen, ich weiß aber nicht, wie man ausweicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man die Gegner markiert und drumherum tänzelt. Ja, hättest du das Tutorial bloß gemacht, ne? Ja, wir wollen Blut sehen, deswegen sind wir heute am Tier, ne? Also, ich denke nicht nur um mich und meinen. Es wird richtig teuer, was wir bestellen, ey. Ich bestell es jetzt. Mal hier eine Keule. Ja, aber wenn du. Wie viele Waffen kannst du einstecken haben? Weiß ich nicht mehr genau. Aber achte mal auf diese Tribal Drums und so und hier mein Schatten. Zieh durch den Schatten rein. Wow, okay. Alter, ist das ja krass. Ist. Zum ersten Mal sehe ich was. Dynamische Schatten, ja. Genau, ja. So, wo geht's hier hoch? Dann noch den wunderbaren 80er-Film Die Barbaren. Ja! Pucek und wie hieß der andere? Weiß ich ja nicht mehr. Das waren noch Brüder, oder? Das waren die Muskelbrüder, genau. Hieß das nicht die Barbarenbrüder sogar? Oder? Nee, es hieß nur die Barbaren. Die Barbaren? Ja. Aber die waren natürlich als Kinder dann ins Straflager gekommen, weil sie den Bösewicht die Finger abgebissen haben und haben sich dann als dicke Muskelberge wiedergefunden. Ja, das war ein guter. Das war dieselbe Synchro- und Dialogregie, die auch die Spencer Hill-Filme gemacht haben. Ja, deswegen waren es dieselben guten Gags. Rainer Brandt. War diese Klitsche. Ja, ich habe zuletzt tatsächlich einen Artikel drüber gelesen, es gibt dafür einen Fachbegriff für diese Synchro. Ja, ja, sollte es auch gehen. Es heißt, anscheinend wurde der auch häufig benutzt, heißt Schnodderdeutsch. Oh, nice. Schnodderdeutsch. Schnodderdeutsch. Passt ja irgendwie, aber. Ey, das muss mal wiederkommen. Ich bin der Ansicht, die Zeit für die Renaissance von Schnodderdeutsch in Filmen, in billigen Trashfilmen ist gekommen. Ja, das Geniale daran ist aber eben, dass an dieser Synchro ist ja, dass nicht das, was die sagen, nur geil ist, sondern dass ja der Rainer Brandt dann immer noch Sprüche reingeschrieben hat, wenn gerade niemand die Lippen bewegt oder Leute von hinten. Ja, dann kommen diese komischen Sprüche, wo man denkt, hä? Und dann mal so, und dann dieses Maß zu haben. Komm, kannst du mal deine Lippen noch bewegen? 10 Sprüche vom Killer, bevor er was tut. Jedes Mal, wenn die Rückenansicht ist. Ja. Oder nee, einer reicht oder zwei. Ach komm, einer geht noch. Ey, du bist so ein Fokus, Micha. Geil. Das wenn Micha, wenn Micha sich die... Entschuldige. Nee, erzähl. Ich würde gerne Micha einmal fragen wollen. Also ist es möglich für dich, dass du die Lippen bewegst, während du zockst? Dann könnte Colin dich vielleicht vertonen. Die Hinleistung ist komplett aufgebraucht. Wenn du nur die Lippen bewegen. Sieht aus wie ein Fisch eher, wenn er das anfängt. Colin? Ich was? Micha, nur die Lippen bewegen. Ach so. Ganz viel. Gib Lippen bewegen jetzt. Ja. Micha synchronisieren ist, glaube ich, die schwerste Aufgabe, die man überhaupt nur so haben kann. Also ich habe gerade mit einem Schalterrätsel die Tür geöffnet, also auch der Gehirnschmalz ist gefordert hier. Ich finde auch seine Motivation, den Leuten die Arme abzuhaken, ist durchaus gegeben. Ja, jetzt zeig doch mal bei. Wer dreht da nicht durch? Kannst du auch Beine abhacken? Also mit so einem. Naja, wenn ich den richtigen Schwinger raushole, jetzt zieht's euch rein. Der haut daneben, guck. Hopp. Und ich treffe. Ah, nee, doch nicht. Dummkopf. Und. Ich weiß, Todesdummkopf! Ich weiß nicht, wie man seitlich läuft, ganz ehrlich. Hammett nicht. Stray Falt. Geht halt nicht. Wenn du da reinläufst, deswegen. Ist es deine Schuld. Ja, wirklich. Hey. Ich stelle mir gerade so ein Schwerspiel vor, wo der Reinke die ganze Zeit auch den nach links. Hauptdarsteller synchronisiert. Ja, schon. Das ist gerade eher so ein Matt-TV-Skit oder sowas. Ja, ich bringe euch Schwertkampf bei. Ah, Moment, du musst näher ranlaufen. Ja. Jetzt hol mal den richtigen Schwinger raus, ey. Wir wollen das sehen. Ich weiß nicht, wie man straft. Sind wir alle schon bei Colin? Jetzt hast du keine Performance. Nee, ich hab's ja 10 Jahre nicht gespielt. Aber man muss da irgendwie. Hast du eigentlich mitbekommen, dass Simon eine richtig gute Blase gerade gemacht hat? Nee, hab ich gehört. Mega große Blase. Hab ich nur von gehört. Das war die größte Blase. Also wirklich, da muss man Respekt zollen. Ich hab's nicht gesehen, leider. Das war so selbstverständlich, aber es war richtig krass. Also du siehst hier, für diesen Angriff brauchst du Energie. Respekt. Es geht einem die Energie aus, das ist im Grunde die Dark Souls Angriffsleiste. Man hat eine ganz kleine noch, ne? Damals wusste man nicht, dass das Dark Souls ist übrigens. Und wo ist denn die kleine Leiste? Nee, die kam gerade. Die ganz kleine Mini-Leiste. Ah, okay. So, und also wie gesagt, es ist ein Vorführeffekt. Ich kann es durch den Schatten rein hier. Wow. Oh, das ist nice. Atmosphärisch. Ah, verarsche. Aber man muss halt eigentlich passiv kämpfen, ne? Und ich kann es gerade nicht, weil ich nicht weiß, wie ich ausweiche. Das ist ein bisschen scheiße.
Oh. Oh, der weiß, wie du ausweicht. Der ist sehr schnell und agil, ne? Das ist, oh, aber ist wirklich schwer. Aber dich zerfetzt er nicht. No? Neu starten. Ach, scheiße, ich hab nicht gespeichert, hä? Schau mal an, schwimmen wir mal mit Controller, vielleicht geht das auch. Probier's mal mit Controller. Nee, ich muss das mit Maus, so habe ich es früher auch gespielt. Das muss ja originalgetreu sein. Ach, scheiße, im Ernst. Es war auf jeden Fall super schwer. Aber das war so gut. Ich habe auch das Gefühl, das schreit in der Nacht nach Controller. Ja. Na, ich mit Controller. Lass uns einen PC-Experten da mal machen. Ja. Vielleicht musst du Quicksave auch machen zwischendurch. Also, wie gesagt, ich muss halt nochmal. Oh, Quicksave, ja. Ja, Quicksave. Die Segensreichung, die Segenserfindung der PC. Wo ist denn hier verdammt nochmal Gegner? Es gab echt Spiele, die haben nur funktioniert, wenn du Quicksave konntest. Durch Objekte schalten, Steuerkreuz rechts. Oder C. Ich habe früher immer ganz harte Diskussionen mit PC-Spielern geführt über den Sinn und Unsinn von Quicksave. Doch, doch. Weil ich war da sehr dogmatisch unterwegs und fand das scheiße, weil es sozusagen das Design und die Idee kaputt macht, weil man einfach sagt, so, einen Treffer, jetzt safe ich mal eben, oh, gerade habe ich Glück gehabt, jetzt safe ich und ich habe den Level geschafft und fand das immer so ein Absolut. So gut das erste Max Payne gewesen, das Max war komplett nur auf Quicksave und Quickload ausgerichtet und das Level-Design war voller unfairer Stellen. Ja. Versuch's dir mal irgendwie, jetzt. Eingetappt. So, jetzt kann ich nämlich seitlich. Ja, okay, dann easy win. Nice. Oh ja. Jetzt muss man halt, ich weiß immer noch nicht, ob ich es hinkriege, aber jetzt sollte er halt daneben schlagen. Pass auf. Sieht aus wie so ein Golden Axe Keulenboy. Was? Keulenboy? Ja, da gibt's auch diese Keulenboys bei Golden Axe. Den einen mit den Dunkelhäutigen, der so eine Nieten-Stirn. Niete und Keulo. Ja, okay, ich bin das war einfach nur. Oh Mann, ey. Ja, schnell, ey. Das ist eigentlich nicht schlecht, ey. Du meinst, er hat verdient zu leben? Natürlich nicht. Jawoll! Ja, Double Kill! Doppelkopf! Okay, okay. Ich stelle einen neuen Initiierungsantrag. Ja, das war richtig geil. Spiel bitte weiter. Spalter. Das war Quicksave. Komm, spalte nochmal. So, Quicksave. Spalte. Immer die gleiche Stelle. Immer nur die Beine. Wir wollen mal sehen. Das hat gefehlt zum Mäßes im Grunde nicht. Du tennst die Leute aus, kannst auch blocken, aber dann kriegst du Schaden. Und, es kommen schon noch krasse Gegner. Kommen noch krassere Gegner und so weiter. Aber es ist tatsächlich, du musst halt dieses Pacing der Gegner lernen. Und diese Angriffsmuster. Und dann im richtigen Moment schlagen oder blocken. Also im Grunde und dann die Ausdauerleiste dazu und die Steuerung ist geil. Das war stark, hat Bock gemacht. Ja. So, ja, bloß, Nee, Spiel also, es ist also kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja, das ist schon. Ja. Es war damals, kein anderes Spiel hat das so aufwendig gemacht. Das gab's was war das für so ein Wertungsspiel? Also in welchen Regionen war das so vor? Das war ein 80er, glaube ich. Guter 60er, oder? Ja, eher 70er, 80er. Das war wirklich gut früher. Ja, nein, ich glaube, das ist doch. Ich weiß nicht genau, habt ihr. Das ist ganz komisch, weil ich kenn's auch nicht. Aber wahrscheinlich, weil es indiziert war, hat man es irgendwie so ein bisschen übersehen. Ne? Ja. Drückt die F-Tasten durch, kann ja nicht schaden. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Mal hier sind meine Schwert des Todeswind. Hoch, runter. Sense, oh, ja, Sense, Mann. Es gab so Special Moves. Genau, Special Moves so. Das ist dann einfach zweimal noch. Das sind alles so Tastenkombinationen, aber die sind alle richtig geil. Born, Hack, haben sie sich richtig was überlegt, meinst du? Ja, ja. Ja, gut. Chaos. Die lernt man dann mit der Zeit so. Schwert des Todes, Todeswind. Das ist super, ne? Höllenschrei heißt der Angriff. Todes, Todeswind. Das ist, der Hälfte klingt wie deutsche Manowar. Ja, wirklich. Ja, genau. Okay, man kann vielleicht einfach nicht speichern. Das ist ein Screenshot. Aber das gleiche sage ich, habe keine Ahnung. Speichern. So. Ja, vielleicht gab es kein Quicksave oder so. Oh, das war ein cooles Bild. Ja, das war das Conan-Bild, ne? Von King Conan. Jetzt bin ich König, doch was mache ich mit all dem Reichtum? Ich wollte doch eigentlich nur töten. Jetzt muss ich regieren. Jetzt muss ich regieren. Oh, nee. So, jetzt hier. Freu mich richtig, wenn du den nächsten Gegner tötest. Ja, das wird jetzt halt ein bisschen besser so. Conan 3, die aber langweilige Zeit. Aber auch hier einzeln anlocken, wenn du zu zweit ist. Conan 3, Steuersiesen. Conan 4, Rückkehr des Schlechten. Geil aus, aber. So, jetzt, zack. Oh, jetzt geblockt. Oh, an die Wand. Block, gib ihm mal so schön so einen Konter, so einen Parry. Kannst du das machen? Ja, ich versuch's mal. Aber hau den erst kaputt. Nee, ich war eher nur ausgewichen, so Dark Souls-mäßig. Au, oh, das falsche Bewegung. Du musst halt einen anderen den Seitwärtsschlag machen. Kannst du denn die Seite vom Schwert wechseln, dass du von der linken? Ja, aber schon. Komm her. Kurze Frage, habt ihr schon mal was von... Oh. Alter, gut. Schön. Nee, davon haben wir nichts gehört, Dark. Diese feine Blutfontäne, die gefällt mir sehr gut. Durchschnittliche Wertung war... 8 bis 9, was? 8 bis 9%? was soll das bitte bedeuten? Danke, Chat, für den Hinweis. Ja, aber das ist ja schon mal. Also, ist auf jeden Fall so ein. Man sagt ja immer so ein 85-Prädikatsding. Genau. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das Kampfsystem ist. Fans greifen zu. Aber die Frage ist dann, wenn das 2002 rausgekommen ist, warum gab es von sowas keine PS2-Version? Weil damit machst du das Geld dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Wer hat das denn auf dem PC gekauft? Hallo, Frank. Damals. Gab's doch kein Steam. Also, zwei stehen hier, aber respektive sitzen.
Aber die KI geht doch ab. Aber der Entwickler, also gibt es den noch oder gibt es den nicht mehr? Nee, die haben sich dann, glaube ich, aufgelöst danach. Zu krasser Erfolg. Weil es gab auch die hatten Angst vor dem Erfolg. Es gab auch noch eine Modding-Szene, die da ewig dran rumgewerkelt hat und Mods rausgehauen hat und so. Es war schon ganz geil. Ich speichere noch mal lieber. Ich muss sagen, ich erkenne durchaus auch die Ähnlichkeiten. Ich speichere noch mal lieber. Ja, genau das. Das sieht ja auch ein bisschen so aus. Ja. Also ich kann das schon. Kannst du ja auch Schild nehmen? Hast du ein Schild? Schön. Also, Zweihänder-Style. Nice. Ich hab gesehen, ich musste rechts und links schlagen. Hätte ich zuerst links geschlagen, wäre der Schlag daneben gegangen. So. Und du kannst den Schild jetzt auch nehmen, der da rumliegt, ne? Nee, das nicht. Weil ich bin ein Zweihänder-Träger sozusagen. Aber mit einem anderen Charakter. Ja, dann schon, wahrscheinlich. Du hast ja nie einen anderen gespielt. Ne? Kriegst aber gleich auf jeden Fall noch eine fette Axt, das weiß ich noch. Ich bin ein Zweihänder-Träger. Das ist auch ein sehr. Das ist, ja, das ist ein gutes Statement. Merkt ihr das für Chat-Duell? Aber als Waffe nehme ich nur Dolche. Sätze, die sonst so beim Urologen fallen. Ja, wirklich. Oh, hey, die kannst du auch nehmen. Gut, der Rumsplitter ist doch schon. Nimm doch mal die Keule. Nee, das geht nicht. Wieso? Mal ein bisschen das Spiel schwerer machen. Wir müssen mal ein bisschen was anbieten hier für den Chat. Da. Ich kann nicht mehr als zwei Schläge machen, so ist doch. Ja. Okay, es hat diese. Ja. Aber der Font ist schon ausnehmend hässlich. Das muss, man darf ja auch mal was kritisches sagen. Das stimmt. Ich will auch mal sagen: Severance Blade of Darkness. Geil. Aber so frühe HUDs, die konnten auch nichts. Ja. Die sahen immer scheiße aus, wirklich. Aber das sieht ausnehmend scheiße aus. Ja. Das siehst du, wenn ich das bei YouTube sehen würde, dann würde ich denken, das ist irgendeine. Das manuell, ist, ja. Selbstgemacht. Das ist fake. Es kann natürlich sein, das ist jetzt die aktuelle PC-Version, wie sie bei Steam erhältlich ist. Vielleicht haben sie dann nochmal. Wir haben einen besser lesbaren Font gemacht. Aufgelevelt, drücken sie F1. Das war da irgendwas mit Komet, stand da. Und jetzt kannst du nämlich, glaube ich, aussuchen, was man nimmt. Hier, die Waffe meinte ich. Schwert des Todes, Todeswind. Schwert des Todes. Den Mond, Tod, genau. Den hat man, den kriegt man gleich. So, nu? Kannst du es anklicken? Achso, ab Level, da steht einfach drauf, was man dann kann. Achso. Level 5 brauche ich dafür. Okay, kann ich Fähigkeiten? Level 2, ja, also kann ich es Zorn. Zorn ist zweimal Rechtsschlag. Zack. Ah, ne? Oh, ist voll wütend. Das war mal zweimal Rechtsschlag. Ja, aber ich habe irgendwie falsch. Ja, ich denke auch, du musst dann irgendwie. Ja, das Timing war schlecht. Er hat auch schon sein Schwert fragend angeguckt gerade. Nee. Das ist so ein Seitwärtsschlag, ich kenne den noch. Ich frage mich, wo er da in der Steinzeit da so viel Protein herbekommt, um die Muckis aufzubauen. Low Carb. Ja, der muss ja mindestens dann noch mal 4 Schafe pro Abend essen, ne? Der eine. Alle Steine. Viele eine. Jetzt schon Erz. Die guten Lecksteine, ja. Lecksteine. Das ist enttäuschend. Ich Lecksteine halt richtig gut. Irgendwas mache ich gerade komplett falsch. Ich mehr mal Steintee. Ich bin fit. Welchen Zorn ist schlagen rechts. Was ist denn Hackwolf? Hackwolf finde ich auch. Das kannst du noch nicht freischalten, ne? Hackwolf klingt auch so ein bisschen wie so eine ambitionierte Burger-Braterei. Ja. Ne? Die sagen, kommt ihr mit zum Hackwolf? Ja. Stimmt. Hackwolf mit gut. Muss ein Premium-Gericht mit angeschlossener Microbrewery noch dazu. Ja, so ist schon richtig Schlafbier. Aber wir wollten uns auch über die Brutalität. Seid ihr schon schockiert irgendwie? Hat euch das getroffen? Nein, du machst immer nur deinen komischen Move. Jetzt gehen wir zu den Gegnern. Ja, aber ich würde gerne meinen Special-Move machen. Den kann ich ja eigentlich schon. Vielleicht kannst du den gleich machen, wenn du im Rage bist. Vielleicht ist dann. Nee. Den müsste ich jetzt eigentlich können. Warum kannst du nicht mal schnell laufen jetzt? Kann ich auch nicht mehr. Bist du angriffsbereit? Vielleicht war man davor. Du hast den falschen Stance oder so. Kann das sein? Hast du vielleicht verschiedene. Weil vorhin hast du den nämlich geweckt. Ja, jetzt rennt er wieder. Und jetzt geht vielleicht der Original-Move. Ja, das stimmt. Dein originaler Move. Nee, geht nicht. Okay. Aber ist das nicht der zweier Hack? Ja, ich drück zweimal Rechtsschlag. Aber das war immer der normale Special. Der macht dann normalerweise so eine Kreisbewegung. Aber die ach so, macht nach. Ich kann auch links und rechts, das funktioniert alles. Alter, das war aber es war ein neuer Angriff. Ja, Mann, das ist ja wie Barbarian hier. Ja, das war so ein aus 1 macht 2 Schlag, ne? Gut. Dann kann ich auch nach unten schlagen, das hat auch noch nicht gemacht. Vielleicht auch mal andere. Ja, beides. Ne, aber das nervt mich. Das sind auf jeden Fall zu wenig Gegner für deine Schlag. Ja, was geht ab? Wo bleiben die Gegner, ne? Hier ist einfach nichts los. Die alle. Ja, aber das finde ich gerade so geil, dieses verlorene Land hier und die wenigen Überlebenden sind alle wahnsinnig geworden. Und die da kommst du her, da Sachen, ja. Da bist du so, kannst sagen, auf, deswegen ist nichts. So sich Sachen schön reden. Ja, es ist bewusst. Das verlorene Land. Ja, das ist Stimmung. Ja, das ist ein Spiel der Einkehr. Das Verharren. Und reflektieren. Das gibt's ja dran, ist recht kein Gegner drin. Du bist der Hackfleisch. Wie das Echo in den Felswänden verhallen auch deine Gedanken. Weißt du, ja, stimmt, du sollst vor lauter Muskeln auch mal Zeit zum Nachdenken haben. Du hast ja Mürbe gemacht. So, dann war das Tor. So. Und hier war das Tor. Also hier geht's nicht weiter. Das heißt, ich muss hier irgendwo. Doch, kannst du da nicht, kannst du nicht auf den Schalter hauen oder so an der Seite? Ja, gibt's da Schalter, hundertprozentig. Nee. Aber rechts hochziehen? Kometenschild, brauche ich nicht. Es läuft da auch wieder nicht mehr. Ja, weil du Stance, oder? Nee, hab ich nicht.
Nee, jetzt doch. Ja, 12,50 € übrigens bei Steam. Oh, wieder ein neuer. Ja, war das so der letzte Taumelnde, ne? Oh, der war gut. Die taumelnde Todesratte. Muss ich irgendwo hochklettern, das weiß ich nicht. Aber nicht da rechts vielleicht irgendwo da? Nee. Aber was? Speedrun-Tricks. Oh. Alter, wir haben ein Voting gerade von der Chat. Was ist das Voting? Oh ja. Das Blade of Darkness eine Indizierung wert? 100% bisher. Next, ja. Nein, das war natürlich. Na klar. Nee, aber wie geht's denn hier? Ja, aber ich verstehe schon. Also seht ihr, es ist total komplex. Also man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Das kann doch nur irgendwas mit diesem Stein da sein. Initiiert werden, der komplex. Also für Anfang der 2000er ist es schon ein expliziter Gewaltgrad. Ja. Den du aber auch. Also zumindest in der Version gibt es ja einen Toggle, okay, um den aufzumachen. Ja. Hätte auch locker eine deutsche Version dann rauskommen können. Ja, aber anderen. Trotzdem, das ist ja, wann, was war es, 2004? Oder was war das? Eins. Jahr des Gothics. Geh doch noch mal bitte, wo die Fackel war. Vielleicht war wir da jetzt lang. Wir müssen hier irgendwie hochkommen. Ja, geh doch mal bitte in die. Was war denn in diesem Fackelraum? Da so eine Fackel. Endlich kommen wir mal hier rein ins Gameplay. Ja, jetzt können wir auch mitwirken. Wollen wir das jetzt so tiefgehend? Ich will einfach nur wissen, was in dem Raum ist. Das ist auch das originale Jugendzimmer-Erlebnis. Also wie kommen wir noch mal da weiter? Ja, ist echt. Nee, mach mal das. Ja. Oh, das ist aber langweilig. Mach was anderes. Nein, nein, warte, da kommt noch was. Genau. Ja, ich wollte euch die Stelle zeigen. Ich weiß genau, wie Micha sich Jahre und monatelang gefreut hat auf diesen Abend. Ja. Und guck mal hier, Ja, hoch da. Ja, habe ich bei Dirty Little Helper gelesen. Ja, kenne ich auch noch. Ja, für alle Games hatte ich was. Oh, springen, mit Laufen. Ja, da wirst du fällen. Yes, yes. 1000% fällst du. Erst den Chat abschneiden. Geil. Sehr cool. Völlig verrückt. Ja, er kann jumpen. Der Levelaufbau hat so ein bisschen was von Shadow Man, muss ich sagen. Ja. Diese Verschlungenen, geh da mal hoch drüber, spring da mal da weiter. Auch dieses Reduzierte, ne, mit den Gängen immer. Oh, jetzt das musst du abfackeln. Das gab's im Tutorial. Ja, jetzt wird's reduziert. Jetzt wird's hart. Nicht, dass du runterfällst. Jetzt! Zu spät. Ja. Oh, er hat gekratzt. Oh. Der ist so ein schneller Johnny, ne? Aber du bist der schnellere Johnny, wenn du ihm schön die Waden weghackst. Oh. Ja, der darf nicht so einen Taunt machen hier. Oh. Alter, du bist der Spanier. Und habt ihr gesehen, der ist kurz runter, nochmal kurz hoch, weil er nicht gecheckt hat, dass es schon vorbei ist. Ja, exakt, da waren noch die letzten Zuckungen. Das war geil. Ja. Das musst du verbrennen, oder? So, ach nee, kannst du hauen, okay. Geheime Strecke hier. Ja, so das das war im Tutorial tatsächlich. Der Loot ist doch richtig bodenständig hier. Kannst du Brotkanten finden und so. Genau, ein bisschen Brot und so. Lecker Schmecker. Guck dir mal hier diesen Sonneneinfall an, das ist der Raytracing quasi. Ist nicht an, ne? Das war der Lebenstrang 240? Neben der Leiche. Oh, ich trinke gleich. Ja. Lebenstrang neben der Leiche. Well, why? Das ist so dumm, naja. Ich habe keinen Brustbeutel dabei. Nee, ich glaube, du musst. Mein Magen hat die Tiefen. Ich muss eigentlich hier weiter. Genau, war nur so. Die Kisten sollten hier. Das ist eine geheime Zone. War geheim. Ach, das sind Kisten, da wird nichts sein. Aber glaubt ihr, dass es sehr kalt ist in der Umgebung oder sehr warm? Er ist halt oberkörperfrei. Ja, wir sehen ja nicht vom Feuer. Er ist nicht sagen. So viele Muskeln, die halten dich ja warm auch. Ne? Also ist schon kalt da, ne? Ich finde auch, sieht sehr kalt aus. Oh, da kannst du jetzt reinspringen, oder? Ja, von oben. Mach mal ein bisschen so Move. Ja, okay. Oh, gegen die Wand gejumpt. Hammer. Move. Hau da drauf jetzt. Guck mal hier, Schwert des Chaos. Ja, bitte einfach mal. Versuch's ja. Aber ist doch genau dasselbe, oder? Nimm es doch einfach. Da ist es doch. Nee, jetzt habe ich ein dickeres Schwert. Und jetzt habe ich nämlich Schwert des Chaos. Ab Level 5 könnte ich damit dann einen krassen Angriff machen. Aber ich finde Level 5. Schön, dass es einfach da rumlag. Und weil das jetzt mehr Schaden macht, kann ich noch weniger Angriffe machen. Seht ihr, die Ausdauer wird schneller aufgebraucht. Ja, ich verstehe schon. Also das Plädoyer für dieses Spiel kommt schon an. Ah, scheiße. Aua, aua. Mach mal den Drehschlag wieder, der hat so gut. Ja. Oh, geblockt. Drehschlag jetzt. Das ist selten. Das war dein Blut, glaube ich. Nur noch Drehschlag, jetzt Drehschlag gleich. Das war dein Blut. Falsch. Drehschlag. Oh, Mann, der hat aber gut gehalten. Richtige Rückhand, ey. Aber der hat nicht mehr viel Energie. Zack. Getaumelt. Aber der hat gut balanciert. Ja. Ohne Hammer. Oder? Also habe ich zu viel versprochen? Nö, das stimmt. So langsam seid ihr drin, ne? Und wenn ihr gleich noch diese epische Szene kommt, dann so eine super krasse Musik. Diese eine. Diese eine Szene. So, sollst du ihn drehen? Dieser Farbcode, der von dem Schweif von den Gegnern, hat er was zu sagen? Ist Rot Gefahr. Besonders schlimm oder so? Na, scheiße, ich bin dumm. Oh. War nicht mal gut gezielt, aber... Nee. Er dreht sich sogar noch kurz zur Seite, wenn er vorbeigeht. Was die Gegner bei der Animation hätten noch machen können, wer den Kopf ab ist, ist hier den hier. Speicher mal bitte, Micha. Ja. Dann wär's auch nicht initiiert worden. Obwohl, nee, es macht sich darüber lustig. Humorvoll überspitzt. Ja. Speichern.
speichere noch mal lieber. Wirklich, ich hatte Sorge. Wir wissen alle, wie das endet, wenn man nicht Quick speichert. Quick Save der Barbar. Habe ich jetzt die andere Waffe eigentlich genommen? Ja. Hat er reingesteckt. Gegenstände, warte mal, ich muss mal checken. Nicht, dass ich die gar nicht genommen habe. Das hast du alles dabei? Texte, Specials, Waffen. Boah, diese Huba-Bubas, die sind aber auch Chaos. Ganz schnell nicht mehr, ja, nicht mehr gut, ne? Wechseln hier die Waffen. Die haben wir schnell entsorgt. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Schwert überhaupt schon in der Hand halte. Naja, Inge. Ah, du hast zumindest irgendwo hinten reingesteckt. Gibt es nicht einen Inventory-Button oder so? I? Irgendwas? Jetzt keine Reaktion. Jetzt kommen, glaube ich, Zombies. Zu viele Pro-Tipps von der Seite. Vor lauter Denken. Ziehe ich auf Durchzug. Aber diese Texturen, die manchmal knackscharf sind, haben dann so einen Nachbar. Was macht das Marell? Da waren komische, da links irgendwo an der Wand, das gefällt mir gar nicht. Ne, die einem, das ist ein bisschen merkwürdig. Oh, da kommt es. Könnte ich jetzt einen Special Move, wäre der schon hinüber. Ah. Oh, jetzt, das ist aber, der ist auch ein bisschen schlimmer. Oh ja, ja, ja. Oh, nice. Der hält mehr aus. Ja, ja. Die Musik zeigt auch, das ist gefährlich. Ah, fuck, ich muss ihn markieren. Oh, knapp drüber. Also ich fieber mit. 33 noch? Ja. Aber du hast auch nur noch 84. Jetzt eine Hunde gesehen. Sagst du nur. 24. Ah, dumm. Ja, dann Heiltrank dabei, genau. Ja, der trainiert aber auch noch so ein bisschen, ne? Ist möglich, dass du schaffst. Jetzt trinkt er den Heiltrank? Ah, beinahe. Oh, ja. Jetzt mach ihn fertig. Drei noch. Jetzt gib ihm so einen schönen Finisher. Jetzt schnell. Trink den Heiltrank. Nein, ich hätte den Heiltrank genommen. Der war aber schnell, der war mit, ey. So gut, dass du gespeichert hast. Aber das finde ich auch krass. Wäre gut, wenn der Arm noch angewachsen wäre, wieder zu hoch im Heiltrank. Oh, du schaffst es, Micha. Das wäre krass, wenn du es noch schaffen würdest. 36 gegen 24. Ja. Aber es ist natürlich auch heftiger Druck jetzt, der auf dir lastet. Versteht man. Wow. Ja, wieder drei. Drei. Mega, ey. Ja, so, der alles. Ja. Ja. Oh, ja, 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 er taumelt, er taumelt. Zieht's euch rein. Ich hab Pain. Er leidet sehr. Das kann ich verstehen. Sowas hätte mich auch begeistert. Das ist ein Lieblingsarm. Das ist geil. Speicher nochmal. Speicher nochmal eben. Aber ich muss sagen, die Laufgeräusche sind unverhältnismäßig laut. Ja, das stimmt. Zu allen anderen Geräuschen. Schön auf Sand gelaufen wieder. Ja. Da kann man sich den Tontechniker richtig vorstellen. Ne? Ja. Da kriegst du die Geräusche mit den Händen im Sandkasten vor sich. Chat ist zufrieden. Viele GGs kommen rein. Auch von Chiliman22. Ah, wenn der schon gefragt, was Chiliman wenn der lobt, dann will das was bedeuten. Den Schild und die Axt nehmen, wird dir gerade gefordert. Axt, Apfel. 5 Schildpoints. Schild Apfel. Und Axt soll genommen werden von dir. Wie nehme ich die Axt? Von dem Typen hat oder was? Keiner gesagt, du sollst es nur nehmen. Hat er die verloren oder was? Da ist ja wohl eine Axt. Guter Hinweis, Chat. Aber Schwert des Chaos ist stärker als Axt. Ja, aber Axt, weiß man nicht. Axt ist eine Axt. Ja, exakt. Man weiß nicht, ob die. Und also Axt und Schild. Da wechsel ich die Waffe. Ja. Schwert des Chaos. Nee, aber mach. Nee, nimm die Axt jetzt. Nee, nimm doch mal die Axt. Schwert des Chaos hatte seine Zeit. Jetzt da hat er die Axt überspielt. Ja, ich wollte es einmal testen, aber ich hatte da eigentlich schon zwei. Du testest uns aber. Nimm mal die Axt. Das ist jetzt doch. Für diesen Angriff brauchst du mehr Energie. Vielleicht kann ich aber noch nicht genug Energie, um den Schatz zu haben. Deshalb Level 4. Ja, ja, ist ja gut. So, hier, gucke. Jetzt die Axt. Ja. Und zur Axt sollst du ein Schild nehmen. Ja. Schild genau, jetzt kannst du nur ein Schild nehmen. Mann, wir müssen das Spiel echt erklären. Ja, echt. Aber ich habe das ja auch nie gemacht, weil er hat natürlich sein klassisches Schwert, mit dem er per Du ist. Und das ist doch top. Komm mal, jetzt müssen wir. Das ist Golden Axe hier. Das sieht geil aus. Immer als fuck. Gut. Der Barbar spielt nicht mit einem Schild. Das ob du jetzt jemanden spalten willst. Nee, nicht mit einem Holzschild. Das ist so dumm. Nein, mit der Axt. Sorry. Dummkopf. Das war nicht mit einem Schild. Sehr dumm. Verteidigt mit der Axt und haut mit dem Schild. Ach, guck mal, das ist wieder so eine Sackgasse. Ah. Ja, geht's wohl komm mal nicht weiter, nicht vorbei. Ja, dahinter liegt zwar jemand, aber das soll was wohl. Was machen die denn da? Von hinten. Tricken, ne? Das ist aber. Das ist wirklich Dark Souls. Gehst du irgendwo hin, wirst von hinten angegriffen. Das ist. Ja. Wow! Nee, aber das war jetzt ein. Merkt ihr das? Ich kann nicht richtig schlagen mit der Axt. Kacke. Nein, dann lass du. Jetzt sei doch mal nicht Chance. Nee, nee, ich kenne das Spiel. Also, das funktioniert nicht gut. Ah! Wie war es funktioniert? Du willst es einfach Axt, nicht. Mit der Axt kann er nicht richtig kämpfen, weil das nicht zu seiner Klasse gehört, das Schwert. Aber der Chat hat es doch gesagt. Ja, das ist mir egal, was er sagt. Hey, du musst dir schon wissen. Die können nichts. Ist es schon soweit? Berühmte letzte Chat kann nichts. Schöne Beleidigung noch beim Sterben rausholen. So. Alter! Du bist richtig mutiert. Du bist aufgelevelt gerade, deshalb. So kann ich jetzt endlich mal den Chat ist ihm egal. Was ich auch echt geil finde, sind diese rudimentären Werte, ne? Ja, die sind einfach Kraft 11,
Abwehr 8. Aber du das hast Zahlen. Das ist immer so super, ja. Plus 4 auf Gegner, da, die von hinten kommen und mit Holz schießen. Ja? Haben wir nicht gesehen, zeig das. Das haben wir nicht hingeguckt. Haben wir nicht gesehen. Schneller, oder? Ja. Ist das dieser, mit dem man die super krassen Sachen machen kann? Ja, das ist der erste Spezialangriff. Jetzt hast du halt schon einen gelben. Jetzt hast du schon einen gelben Schwach. Voll gut. So, den mache ich jetzt noch einmal bei dem Gegner. Und dann machen wir hier mal Bier trinken, Saufpause. Ist das eine neue Bravo, Simon? Oder ist das, gibt's das noch heutzutage? Die ist von 2017. Ich glaube nicht, dass das. Naja, relativ neu. Er hat gesagt, guck mal, was ist das Album der Woche oder was gibt's da? Das Album der Woche? Ja, keine Ahnung. Also, was die heutzutage oder aktuell in die Bravo reinschreiben. Haben die sowas noch? Apropos, davon durften die Eltern nichts wissen. Ja. Ich habe natürlich dann auch als junger Bub dann die Hefte wie Bravo oder Pop Rocky zum Beispiel gelesen. Okay. Und da hatte ich auch irgendwie das Gefühl dafür, die sollten nicht frei herumliegen im Kinderzimmer. Ja, sondern müssten auch unterm Tisch dann sein. Also du musst gucken, wo du deine Eselsohren reinmachst. Ja, auf jeden Fall. Teil des Magazins. Also. Ja. So. Das ist herrlich, dass alle Kinder und Jugendlichen gleich sind. Ey, ohne Witz, oder? Das ist echt krass. Hast du den gesehen? Ich hab ihn den Bein abgesehen mit dem Spezialangriff. Oh, kannst du Geistern den Schaden zufügen? Oder musst du erst das, was war das, die Glocke haben? Die Glocke. Stimmt, die sehen so ein bisschen aus wie diese, wie hieß denn diese? Unten in London. Ja. Aktiviert die Glocke. Aber die sind ungleich gefährlicher gewesen. Sag mal, Colin. Ja. Hast du denn noch andere Spiele? Ich habe noch viele andere Spiele. Geil. Aber ich wollte mich gut, die brauchen wir nicht, denn wir spielen dieses Spiel jetzt. Wir können ja gleich mal ein kleines Päuschen machen. Komm, den musst du aber noch umbringen, für uns. Ja, aber die warten auch nur drauf, ne? Endlich kommt jemand, der uns tötet. Yes. Ja, die haben ja auch keine Waffe. Zombies. Ja. Das sind Zombies, die haben kein Gehirn. Oh, doch, ja. Lieber na klar. Da war der Move, aber jetzt will ich eigentlich wirklich so. Jetzt fällt ich ihn noch um. Also die sind jetzt nicht so schwer, weil die sind nur in der Masse und so. Oh, der taumelt da. Hättest du den auch so Rumpf und Unterkörper trennen? Also ey, komm, weg. Du hörst niemals auf. Hör jetzt auf damit. Ja, das ist einfach nur, also Leute, habe ich so viel, das ist richtig geil. Das ist schon übermächtig. Ja. Heftig. Und das ist auch mit den ganzen Amputationsfeatures, das wird einfach nicht mehr so gut gemacht heutzutage. Ja, da haben früher Ärzte damit gelernt, ne? Mit den ganzen Amputationsfeatures hier. OPs für Dummies, kann einpacken. Also, wenn wir bei Ritterspielen sind. Willst du das bringen jetzt, oder? Das Ritterspiel meiner Generation. Da hätte ich ja Bock. Ja, haben wir das? Ich guck mal kurz. Das ist nämlich das Spiel, über das ich nie reden durfte. Mein halbes Kannst Leben mal lang. Du kannst Maus und Tastatur runterpacken. Bis es rausgefallen ist. Ja, das ist Colin jetzt, oder? Was in der Powerplay schlechteste Beurteilung bekommen hat, weil es so brutal war, in der englischen Fachpresse zu Recht. Aha. Super geniale Kritiken bekommen hat. Denn es ist wirklich meine Erinnerung mit das gewalttätigste. Das ist gewalttätiger Schwerkampf, den wir jetzt gleich sehen. Okay. Du weißt hoffentlich, wenn ich das hier suche. Ich kann gerne wissen. Naja, fängt mit M an. Fängt mit M an. Ist ein Mond drin, oder? Ritter, ja. Ja. Ist auch ein Stein drin, ne? Ja. Und dann willst du bitte die Musik jetzt ganz laut hören. Oh ja, bitte. Moonstone, laute Musik. Mit geilem Intro sogar, hier kommt alles zusammen, ne? Colin soll zocken, oder? Nee, das kenne ich nicht. Das können wir, das kennst du nicht. Doch, das kenn ja, wie kann ich das nicht kennen? Das weiß ich nicht, weil es ganz schnell verboten wurde. Das haben ich werde mal gleich da schon kennen. Kannst du mir noch ein Bier ausholen? Ja, sehr gerne. Nicht. Also aber im Intro schon. Ah ja. Kann auch sein, dass das hat gleich ein richtig geiles Intro. Ich sag's euch. Amiga. Ich glaube, es gab's auch nur auf dem Amiga. Ey, Amiga hatte echt ein paar geile Titel. Ja, und irgendwie, die sahen immer besser aus als PC und C64. Wir hatten sie zumindest am Anfang. Aber es hat immer so lange gedauert, die Workbench, das ganze Laden. Ach, also, ja. Aber allein die Workbench-Grafik war halt schon geil. Die Diskette hält. Ich weiß genau. 1.3 oder was war die da? Grafisch, Amiga hat mich grafisch immer weggeblasen. Genau so war es. Das waren immer die schöneren Screenshots in dem Magazin. Das kann man zu viert spielen, das Spiel. Nee. Also rundenbasiert und können wir zwei sollten gehen. Das ist super. Vier würde schwierig werden. Bitte. Also dieses Spiel haben wir. Also das Intro sollten wir uns schon angucken, oder? Ja, lass mal laufen, komm. Das ist, glaube ich, jetzt, nicht das ist 91 oder so, wo wir gerade sind. Das fand ich unbedingt üblich wertvolle Diskettenkapazität in solche epische. Ja, also, ich finde, das ganze Spiel hatte auch sowas Abgründiges. Ja, total. Ja, so, ne? So total, sowieso lauter Teufelsanbeter und Hexen im ganz schlimm. Und ich hatte davon geträumt, Mann. Mhm. Zu Recht. Das sieht die Musik auch. Ich weiß noch, dass es gecrackte Versionen von Spielen gab, wo dann die ganzen aufwendigen Szenen alle weg waren. Und man hat das oft nicht gewusst. Naja, es war halt so. Es gab manche Spiele, die hatten so Videos halt wie sowas, was mega lang war. Haben die alle rausgeschnitten. Ja, X-Copy hat das nicht gemacht. Guck dir mal sowas an. Aber ist das denn hier? Wie gut das aussieht. Ja. Ja, das ist echt nice. Und scheiße, ich hätte mich damals total weggeblasen. Sound, die digitalisierte Sprachausgabe so ein bisschen, ne? Ist ja auch nicht immer. Nice, ey.
Das war bockschwer. Fuck, woher kenne ich das? Du wirst, am Blut wirst du es erkennen. Mhm. Hoffentlich. Boah, wie ich das Spiel geliebt habe. Aber das hat nicht diese, nee. Es gab bei Games World, gab es ein Spiel, das haben die immer gespielt, wo du so Äxte werfen musst, ja, auf Zöpfe von so einer Frau. Und wenn du sie in der Mitte getroffen hast, war, ist das passiert, was man denkt. Das ist aber nicht das, ne? So eine Bonusmission mit Äxte werfen? War das nicht... Kennst du sicher? Ich weiß nicht mehr welches. Klang so gerade nach Caveman Olympics. Olympics hätte ich jetzt auch gedacht. Nee, war nicht Caveman Olympics. Obwohl das auch ein gutes Spiel war. Ja, super. Bei Zöpfen werfen. Ich kann mal zwei Player anmachen. Du kannst auch vier machen. Theoretisch. Es geht immer das Pad rum. It's a hard day's night. Es gibt dann nur zwei Kämpfe. Okay. Das ist immer geil. It's a hard day's night. Machen wir vier Player. Ja, go on, ne? Heimdall. Danke, Chat. Heimdall. Ja. Das hat nämlich eine Bundesmission. Die haben die immer bei Games World. Stimmt. Da gab es auch so Grafiken. Das immer super brutal aus, aber das war eigentlich relativ harmlos. Genau. So ein Wikinger. Exakt, genau. Select the Knights, also werden wir mal Player 1. Die sind alle exakt gleich. Colin ist Heimdall, ein. Ist das nicht der Wärter bei Thor? Ja, ja, das ist so ein nordisches Mythologie. Ja, ja, ich muss jetzt aussetzen, hat eben gezockt. Okay, Player 2 ist mal Sir Godbear. Ja, hey, ich will gelb sein oder orange. Ist jetzt auch egal. Sir Jeffrey, wir haben ja eh 4-Player ausgewählt. Okay. Also die Steuerung war damals schon sehr eigen und ich glaube, sie ist nicht gut gealtert. 24. April 91. So, wir sind jetzt... Genau, gab es ja diesen Strategiepart oder in Anführungsstrichen vorher, die Map, wo die Leute herumlaufen. Genau. Genau, also man muss hier Sachen finden und die findet man, indem man auf diesen Häuschen, die da sind, What? Hingeht und sagt, man geht dahin. Ja. Oh. Du hast mal Tests geschrieben. Wenn sie dahin gegangen sind, sind sie höchstwahrscheinlich da. Wir wählen hier mit der virtuellen Tastatur einmal Enter Village. Nicht wundern, damit wir rein können. Natürlich willst du die Tastatur auch mitbenutzen. Hier könnte man jetzt, aber wir haben da keine wirkliche Kohle, ne? Außerdem waren die Beatles-Fan auf jeden Fall. Muss man schon. Das hat so ein bisschen Rollenspiel. Das ist einfach geil. Bisher haben wir hier nicht so ein bisschen viel. Nee, nämlich noch gar nichts. Wie kommt man hier raus? Einfach unten hier irgendwo. Ne? Also dadurch, dass wir jetzt 4 Player gewählt haben, jetzt muss jeder der Player einzeln herumlaufen im Feld. Okay. Oh, ja. Nacheinander. Ja, und dann ist wieder Player 1 dran. Das ist so halb dran, genau, abwechselnd. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, aber das ist kommt, es ist echt... Bleh. Geh mal in eins rein, geh mal in irgendein Leer, nicht in die Stadt. Du spielst doch gerade, oder? Ja, es ist alles... Da einfach da jetzt hin. Okay. Und das sind jetzt quasi die Kampfarenen und da musst du gucken, oh, vielleicht sind da ja die Moonstones. Aber sie werden von einem Monster bewacht. Oh Gott, Monster können doch kommen. Die waren doch eventuell viel zu stark, sodass man dann da gar nicht hingehen braucht. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Alter, wow. So geil. Wie geil. Und du wusstest nie, was kommt, oder was? Ja, ja. Oh, das ist nice. Ey, mich ärgert's richtig, dass man sowas verpasst hat, weil man genau weiß, wie man damals abgegangen wäre. Ja. Das kannst du ja nicht mehr nachholen. Heute hat's hier... Ah, dumm! Pass auf. Einfach nichts mehr gelernt. Oh! Der hat euch gerippt. Das ist wieder Beat'em-up-Level, wo wir mit den Motorrädern immer kommen, ne? Ja, ja, und du musst halt so ein bisschen, das ist nicht ganz einfach, aber du kannst hier eben, wie man hier schon so ein bisschen sieht, du kannst das ganze Ding jetzt zu einem blutgetränkten Schlachtfeld machen! Bam! Ja, boah, guck diese Animation. Schön den Scheitel gezogen. Ja. Hammergeil. Du hast in der flachen Hand gebügelt. Oh, die Steuerung ist besser als... Au! Oh. Der Godbear ist tot. Aber warum wurde sowas indiziert? Weil eigentlich, man kämpft ja gegen Monster, aber wahrscheinlich gibt es Menschen. Ah, da gibt es viele... Ja, ja. Viel Varianz. Mistoletto. Ah. Will jemand anders oder soll ich nochmal? Will nochmal gerne. Du hast ja mehr den Überblick da. Okay. Ich war auch eher in der Barbarian-Ecke, muss ich sagen. Das habe ich eher weniger gespielt. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, Barbarian war bei mir nur, jeder hat versucht, direkt am Anfang diesen Kopf überdrehen. Jeder. Ja. Und wer halt zuerst ihn gemacht hat, hatte gewonnen. Und viel mehr gab es da nicht. Und dann war das Vieh, was meint, krank, 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 und hat ihn weggekickt. Mehr war nicht. Orange Mann. Der haut auch nicht ab. An die kennen wir noch. Pass auf, gleich. Das nächste Mal. Das Grunzgeräusch kann ich mich noch erinnern, ey. Ist das Bloodborne? Oh, ich depp! Durchgesäbelt. Da ist auch viel Bedrohung in diesen Wäldern. Oh! Meine Fresse. Nein, Mama, wir freuen uns wieder. Ja. Der HSV hat ein Tor gemacht. Ja, genau. Und die, ach, der ist auch tot. Aber wenn der jetzt so gehockt hätte, ja? Ja. So wie er gerade stand, dann könnte, es gibt auch Gegnerduelle und ich glaube, die Hammer-Typen hätten das auch machen können. Yeah. Die hätten ihn noch den Kopf weghauen können. Ah ja. Das ist nämlich gespickt mit schönen, blutigen Animationen. Okay. Ist doch toll. Und es hat ein bisschen Varianz. Also je nachdem, in welche Richtung du drückst und nicht drückst. Aber mit irgendeinem von den Icons läufst du next herum. Day. Genau. Okay. Du kannst, glaube ich, immer nur so und so weit gehen. Ja, du siehst da unten immer. Ah ja. Und das wechselt nach ein paar Sekunden. Da, genau. Zum Beispiel geht er mal rein. Da rein, genau. Okay.
Und mit X ist Attacke, ja? Ja. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauchst du nicht. Okay. Oben, unten, links, rechts. Es gibt ein paar ganz schwierige. Der! Hui, der ist ganz schwer. Das sind die schlimmsten. Wirklich? Tot. Das ist ein Instant-Kill, wenn du das schlecht getan hast. Ey, man muss sich fragen, warum sowas heute nicht mehr. Jesus. Defenders of the Crown. Okay, ich will noch eine Runde. Noch mal neu aufgemacht. Warum wird sowas nicht nochmal neu umgesetzt? Das ist doch eigentlich ein geiles jetzt Prinzip. Der oder? Oben links, ist, ne? Irgendwie. Ich mein, ja, vor allem, weil du kannst dann irgendwie auch ein besseres Schwert kaufen. Du kannst dich wirklich verbessern, so Stück für Stück. Ja, du musst genau, du musst ja keinen Vollpreis draus machen. Ja. Aber so. Enter leer, weil eins oder zwei. Könnte sogar ein Handyspiel sein. Ja. Rattenmänner. Oh, die sind super. Da kannst du, das sind, glaube ich, da kannst du auch richtig hier am Boden. Aber du musst sie verteilen. Das gebietet die Ehre, weißt du? Dass du nicht alle auf einem Fleck hast. Sehr gut. Sondern einer und links, einer in der Mitte, genau. Gut entkommen. Sir Lancelot. Bitch. Oh, er hat sich schön angepiekt. Der Dünndarm ist perforiert. Ja. Ja, was viele, sowieso beim Amiga sieht man ja auch häufiger, aber auch beim C64 und anderen Computern, die haben natürlich nie das volle Bild genommen. Da liegt er. Da ja. Auflösung sich zu sparen oder Geschwindigkeit. Auch wenn du jetzt hier die dicken schwarzen Balken unten hast, ne, ist ein sehr schöner Detailgrad. Take the key to the valley. Genau, das hast du ja ein okay. Und das Schöne ist eben, es sind ja vier Knights, wenn du alleine spielst, dann sind die halt CPU gesteuert. Die können sich auch gegenseitig behaken und dann kannst du halt den Loot von denen nehmen. Und diese Kämpfe natürlich, Ritter gegen Ritter, die sind dann so richtig. Mm. Geil. Ah, und das Ziel ist, in die Mitte zu kommen, nehme ich an. Das Ziel ist, alles abzugrasen. Stonehenge. Ich glaube, wenn du alle Moonstones hast, kannst du in die Mitte gehen, oder? Ah, okay. Was machen die Moonstones? Wofür sind die da? Dann steigst du in den Himmel auf letztendlich. Achso, ja, also Endkampf. Alter, für einen guten Zweck, also. Ja, immer. Ja, selbstverständlich. Ist der Endboss, der Hase im Mond. Mhm. Es gibt auch einen geilen Boss. Es gibt auch einen Drache. Wenn der Drache fliegt, dann ist. Uiuiui. Das war nur den besten Spielern vorbehalten. Oh, nice, wie schön, Alter. Klar, nicht schlecht, Kobi. Da kommt der Bannhammer. Aua! Ey! Ja, ja, oh, nein, doch. Ah, doppeltot. Ah, yes. Ah, nein, jetzt. Ah. Du wolltest den Kopf sehen. Ja, ich wollte den Kopf fliegen sehen. Hast gesehen. Ah, Simon, komm, du musst auch. Okay. Du musst auch ran. Steuerkreuz und X. Sir Richard. Nee, das ist ziemlich geil. Ich möchte jetzt eigentlich tatsächlich. Dann musst du auf die Säule gehen. Dann musst du auf der Säule und dann. Natürlich, auf die natürlich, Säule. Wie soll man sonst rauskommen aus dem Tempel? The next day. Und du siehst da gerade, was leuchtet, die genau. Kleine Figur steuerst. Kann sein, dass du jetzt in dem, wo ich eben gestorben bin. The fierce. Ja, aber ja. Geh da ist ja Unvollendetes. Oh, das sind wieder die aus dem Boden. Ja, hallo? Allein die Orgel. Das ist da, alles da, komm X. raus. Ciao. Es ist stehen was? Okay. Hab ich's kaputt gemacht? Hab ich's jetzt schon kaputt gemacht? Was ist los? Das ist unglaublich. Okay. Ich hab das Pad seit 10 Sekunden. Geh mal her. Ich möchte, dass das festgehalten wird. Irgendwann möchte ich eine Compilation mit all den Momenten, wo ich ein Pad in die Hand kriege und danach das Ding abstürzt. Es ist ein bisschen eigenwillig, ja. Nein, aber ich habe Technik-Karma. Das ist furchtbar. Alles geht kaputt, sobald ich es benutze. Ja, ich habe immer gedacht, es wäre ein Mythos. Die sind super schwer. Der ist nicht schlimm, da kannst du rauskommen. Hack, hack, hack. Hack. Aber dieser Orgel. Aber es hängt fest, oder? Hängt fest? Nee, das ist die Animation. Oh, hat ihn zerquetscht. Zum Glück habe ich keine Ahnung, ist auch, ob wir außerdem in den Pausenmodus gekommen sind oder nicht. Jetzt müsste es aber gehen. Das war eine komische Pause, wenn die Augen noch blinken. Ja, es war irgendwie. Ja, seltsam. Okay. Oder er hat darauf gewartet, dass man einen speziellen Move macht oder so. Mhm. Genau, also du steuerst das Icon ins Leer deiner Wahl. Da sind entsprechend verschiedene Gegner. Oh, for the menu. Danu will grant your longer life. Aber dafür kämpft man. Das ist doch eigentlich bescheuert. Ah, gut ausgewichen. Ich muss sagen, ich weiß immer noch nicht, wie man schlägt. Mit X. Und je nachdem, in welche Richtung du stößt, genau. Alter, die sind ja schnell. X gedrückt schnell, halten und in eine der Richtungen, weil du mach den. Es gibt auch den Herzpumper. Du hast ja nur einen Knopf auf dem. Ah, Mann. Diese helle Bade ist krass. Mach mal den Herzpumper nochmal. Doch, jetzt! Doch. Ah. Ja. Seht ihr, der ist nämlich. Was? Oh! Nein, komm, oh, komm, ey! Okay, einmal will ich noch. Teufel, noch eins. Es sind so seltsam namenlose Ritter, ne? Da hat man gar keine Waben mit denen so. Aber irgendwie ist cool, weißt du, du läufst irgendwo lang und alles ist mega gefährlich. Und haben wir lauter Sujuk jetzt oder was ist los? Math. Oh, Math. Der hat für dich bestellt. Ja? Der ist halt für dich. Was ist das mit Sujuk? Oh, dein Mike. Oh ja, komm. Also, man muss, es ist ein bisschen knifflig, ne? Mit diesen Der ist hier so direkt. Noch einer. Okay. So, ich will dich einen halbiert sehen, bitte. Sehr gut. Ey, was ist das hier für ein Move? Zwiebeln? Oh, nö! Ich will jetzt einen halbiert sehen. Das war so der Break it down. Ja, komm. Oder den Herzpumper. Salami. Mann! Salami. Oh! Das ist auch halbiert. Geil, ne? Ah. Das ist doch geil. Ich muss sagen, das macht Bock.
Komm, ich mach's. Ja, man muss da so reinkommen. Verdammt. Aber wenn du da mal drin bist, in diese Steuerung und so und diese Rollenspielkomponenten und alles so ein bisschen. Ist ja nicht mal geschnitten. Ist einfach, wir haben alle jetzt so ein Stück Brot. Und ich weiß nicht, warum Simons Pizza. Simon, du. Die ist voll klein von Simon. Warum hat er die kleine? Warum? Was? Du hast doch bestellt! Krogi! Nee, ich hab das gerade nicht gemacht. Das hab ich alles korrekt gemacht. Mann, das ist ja. Gibt's nur zwei Moves? Nur nee, nach vorne, nee, oben, unten, es gibt diverse. Ja, aber links aber und rechts. Nicht alle gut. Also, wenn ich da links mache, haut dann nach links. Das will ich natürlich nicht. Ja, unangenehm. Aber wenn du ihm den Rücken zugedreht hast. Ich oh ja, das ist der Hacke. Bringst du Besteck mit? Nee. Ah, ich verstehe. Das war dann dieser hier. Genau. Ne? Ja, ja, okay. Und es gibt auch so einen, da sind ja diese kleinen Ratten, die rennen. Da konnte man den dann so in den Boden und dann rannten die in das Schwert. Das war unglaublich edel. Okay. Auch gut, auch gut. Edel. Das ist schön, das edel, ja. Pizza am bester Ausdruck dafür. Ey, das ist schön, das macht Bock. Das ist auch eine tolle Idee jetzt mit den Games. Das ist super. Ja. Schön abwechslungsreich. Besteck mal zu. Ja, ist nicht geschnitten. Ey, Simon, wir teilen die gleich auf jeden Fall. Ich habe so eine ähnliche Pizza. Ich weiß nicht, warum du eine kleine bekommen hast, aber ich finde das auch korrekt, dass du eine Kinderpizza kriegst. Also Vorsicht! Da ist wieder das so. Das ist doch ein geiler Sound, oder? Ja. Auch diese, ja. Diese. Oh nein! Alter, mach mal ein bisschen krass. Krass, krass. Nein! Alter. Wenn der den Move macht, den Orgel-Move. Das sieht doch alles in zwei Animationsphasen. Ja, ja. Man muss, Achtung, tot! Eigentlich musst du, weißt du, so wie bei Final Fight und Co., man muss halt immer in dieser Vertikalebene sich viel bewegen, damit irgendwelche Attacken dann quasi unter dir durchgehen. So, Ah, eine Schere, danke. Geil. War jetzt nicht sprengwissenschaftlich, aber schon. Kann ich kurz mal erzählen? Sehr lustig. Beste Verletzung, lustigste Verletzung, die ich mir je zugefügt habe, war, ich habe so einen Pizzaschneider benutzt. Mhm. Und was habe ich gemacht? So. Ah! Ne? Und dann so! Schön. Du hast deinen Finger als Führungsschiene benutzt. Habt ihr Lieblingsmedikamente? Wow. Habt ihr Lieblingsmedikament? Ist das da drauf gemacht? Ja, ich hab mal eine Flasche Bier am Bordstein aufgemacht und dann war meine Hand dazwischen und hab mir den Kronkorken in die Hand reingejagt. Ah, ich hab, okay, ich hab noch eine bessere. Die beste Geschichte, ich habe beim Softwareclub gearbeitet und hab nebenbei irgend so ein Spiel gezockt und es war nichts los. Deswegen habe ich mir Essen geholt und wollte mir und hatte so eine. Du kennst diese dicken Wurstpackungen in Plastik, ne? Ganz viele Scheiben. Diese großen, oh, ja, kennst du, alle möglichen Wurstscheiben kennt jeder. Ja. Und ich wollte die aufschneiden und hab mit einem Brotmesser, mit einem ganz normalen Brotmesser von oben einmal so aufgeschnitten. Was habe ich gemacht? Ich habe durch die kompletten Wurst durchgeschnitten. In und meine Hand und habe mir die ganze Hand mit einem Brotmesser habe ich mir die klaffend auf und ich muss noch weiterarbeiten dann. Krass. Das war richtig nervig. Wenn dir so der Typ im Softwareclub mit so einer blutigen Toilettenpapierhand. Aber es ist vielleicht auch Werbung für die Spiele, ne? Nee. Ja. Wollt ihr gleich noch weiterspielen oder wollen wir was anderes? Beides geht. Ich komme gleich wieder. Beides geht. Ich merke schon, ich spiele weiter und was anderes. Das ist nicht euer. Nö, ist doch cool. Ne? Aber es ist immer natürlich, wie viel Halbwertszeit hat das? Ne? Ja, das ist es nicht hat so, viel. Man jetzt war einen guten Appetit erstmal. Aber es hat mehr, weil, wie gesagt, mit diesem Rollenspiel, mit diesem Upgraden, mit einem neuen Schwert kaufen, es hat schon ein paar Gags und Tricks. Hattet ihr eigentlich Kumpels oder Freunde, die ihr nur besucht habt? die ihr nur besucht habt, weil sie geile Spiele oder einen geilen Rechner hatten? Ja, klar. Mochten sie aber eigentlich nicht? Ja. Nein. Ich mochte sie aber lieber. Ja. Also, wenn die Entscheidung da war, zu Person A oder zu Person B mit dem Amiga? Ja, ja okay, das schon, ja, ja. Weiß ich, hatte man C64 und jemand anders aus einer Klasse über mir, mit dem ich mich gut verstanden hat, den Amiga. Und dann wollte ich unbedingt mal zu dem nach Hause, weil der Double Dragon auf dem Amiga hatte. Alter. Und ich hatte es nur auf dem C64 und das ist eine der schlimmsten Sachen, die jemals konvertiert worden sind. Ja, das ist und, leider nicht auf dem C64. Und der wollte die ganze Zeit in den Wald gehen. So, und ich dachte, nee, lass uns doch noch ein Spiel spielen. Ja. Lass uns doch noch das. Nö, ist doch total doof, das Wetter ist so gut. Und ich war so, nee, aber Leute, für mich ist das hier gerade wie Paradies. Du warst mit der Deo-Schnüffeln im Wald, ey. Aber ich glaube, die Person wusste auch, dass sie sich da dran hat. Ne? Wenn du da einfach gespielt hättest, dann wärst du nach 20 Minuten wieder weg. Ja. Ne? Oder so, genau. Wald, gleich langweilig, gleich schnell Feierabend und ich kann alleine zocken. Aber siehst du, der Colin ist doch vorbeigekommen. Jemand mag dich. Ja, der Kumpel, der hatte Süßigkeiten und einen Schrank mit Schokolade drin. Also, wo einfach ganz viele Schokoladentafeln drin waren. Und was ich einfach was nehmen konnte. Bei mir zu Hause gab es das nicht. Sozusagen. Da hatte ich quasi Videospiele und Schokolade en masse. Der Typ war echt richtig langweilig so. So einen kenne ich auch. Egal, so. So einen kenne ich auch. Der hatte so im Keller einen Schrank, wenn du ihn aufgemacht hast, so hörst du die Engel singen und so ein Licht strahlt an. Wie der Koffer bei Pulp Fiction. Da war alles drin. Stapelweise Schokolade. Habe ich nie verstanden. Wer hat das in welchem Alter denn?
Da war er aber schon selbst für seinen Einkauf verantwortlich. Nee, der hat sich dran gehalten, nicht alles da rauszunehmen. Das hätte ich nie geschafft. Der hat einfach selbst. Das wäre leer nach dem Tag. Das klingt aber nach. So Schokolade, naja, mein Gott, da esse ich manchmal was und ich habe die müssen. Ja, eben, ja, manchmal was. Da müssen wir jemand hier. Oh ja, bitte. Geht gar nicht. Das waren die besten Leute. Manchmal was. Da war man gerne. Ey, lasst euch schmecken. Danke dir. Danke. Danke. Simon, sorry nochmal, ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das alles korrekt eingetippt habe. Aber ansonsten, wie gesagt, Christoph. Machst du Paprika? Ja. Komm mit, klar. Ja, gut. Ist halt so. Ist eine gute Stimmung. Da. Was machen wir jetzt? Also, was zocken wir als nächstes? Was haben wir in der Auslage? Weißt du? Wir haben sehr viele Sachen. Also, wenn wir schon Moonstone haben. Alter, rast dich aus. Was ist das für ein scheiß Roller? Oder? Der ist nicht geil. Der ist doch scheiße. Aber ich will da auch nicht durch die Pappverpackung durchdrehen. Es wurde eben noch das Messer von Ron reingereicht. Wir haben es alle arrogant abgelehnt. Oder ihr habt den Stumpf geholt. Ich bin jetzt der Depp. Das ist ein schönes Voting übrigens gerade. Schau mal. Was für ein Voting? Habe ich noch Bier? Ob das noch hier initiierungswürdig ist? 0 von 10 auf der Schröcker-Skala. Das gefällt mir. Die Schröcker-Skala. Ich konnte kaum hingucken, jawohl. Leute, die haben schon. Das ist nicht so wie Barbarian, so ein One-Trick-Pony mit diesem einen Schlag. Sondern da haben die bei jedem Gegner sich überlegt, wie können wir ihn möglichst blutig und vielfältig um die Ecke bringen. Aber hier sind die Hosen knapper, ne? Wie ich das hier so sehe. Ja, das stimmt. Welche Version ist denn das? Die Amiga-Version. Ah, da sehen die Figuren eigentlich genauso aus. Ne? Nur die Reste sind bunter. Also jeder, der jetzt zuschaltet, ASMR-Porschen der Sendung. Pizza. Wie ist deine Hotdog auf der Pizza? Ist irgendwie ganz geil, ja. Aber es wollten alle wirklich nur diesen einen Kick machen, ne? Ja. Und ich habe noch den Initiierungsbescheid von Barbarian, glaube ich, auf dem Rechner. Oh. Da kann man mal gucken, was da nicht so schlimm war. Bring den mal mit. Und das Rollen war immer nervig, genau. Da konnten die anderen immer so umkicken. Also, scheiße war es nicht, ne? Aber heute würde das initiiert wegen sexistischer Stereotype, ne? Ja. Dass diese zur Schaustellung toxischer Männlichkeit. Ja. Was ist denn da toxisch an den Muskeln? Naja, die neiden sich da gegenseitig darüber, dass vielleicht sein Trizeps noch geschwollener aussieht. Ja, aber die kämpfen auch im Leben und Tod. Ja. Da müssen sie doch gut vorbereitet sein. Also das finde ich jetzt auch. Müssen wir wirklich sein. Aber wir haben es und sie zeigen es. Nicht okay. Okay. Das sind aber auch so Sportarten. Ist das jetzt wieder mit Wer tritt denn da an? Du trainierst dein Leben lang, nur damit dir dann der Gegner, der ein bisschen schneller den Drehmove draus hat, ist vorbei. Und denkst, okay, ja Mama, ich komme heute nicht nach Hause. Ja. Das ist halt auch so dumm, ein Barbar ist, also so fantastisch dämliche Erfindung. Ein Typ, der sich gar keinen Schutz anzieht, überall nackt ist, keinen Schild trägt und nur ein Schwert sozusagen. Ja, aber das ist das pure Selbstbewusstsein und Understatement halt. Ne? Anders geht's nicht. Also ist schon auch ein Statement. Ja, nur oder du weißt es nicht besser, so wie Conan, der ja ans Rad gekettet war und sagt, das ist normal, alle laufen in der Hause rum. Ja, genau. Dann reitet Putin oben ohne auf dem Pferd und dann denkst du, ja, das ist die, also. Ich bin aber froh, dass es Barbaren gibt, weil von Duran Duran, Wild Boys, ist eines der besten Musikvideos aller Zeiten, wo die Männer an der Windmühle angebunden sind, nackig. Ist einfach geil, guck's dir an. Okay. Der Kopf geht immer ins Wasser, weil sich die Windmühle dreht. Das immer, oder? Du kennst es. Klar, ich kenn's. Hammer. Von Dschungel. Ist geil. Danke, Barbaren. Danke, Duran Duran. Danke, das, Wild Boys. Das Windrad oder Duran Duran im Dschungelcamp? Das Windrad. Das ist so ein bisschen inspiriert auch von Jenseits der Donnerkuppel, ne? Glaube ich. Ein bisschen so dieses, mega. Diese Ästhetik. Diese, ja. Oder? Was mit Abstand der schlechteste Mad Max ist. Ja, das ist klar. Aber der beste ist der zweite, oder? Mhm. Eindeutig. Wobei man kann mittlerweile das Argument für den vierten auch machen. Ja, der vierte ist viel besser. Ja, aber der ist schon ein bisschen, das ist unfair, Mad Max oder? Alles scheiße. Der zweite ist der beste. Davon der zweite. Ja, der zweite hat alles festgelegt, von wegen, wie sieht die Endzeit aus? Mhm. Diese großartige Verfolgungsjagd am Ende, die sie einfach kopiert haben im dritten. Ja, und die hatte auch so ein paar Szenen, die hier wunderbar reinpassen würden, ne? Mhm. Ja, gute Alte, was war das nochmal? Fang den Bumerang? Ja, genau. Finger und so. Mr. Up ist der Finger. Ja. Ganz vergessen, ja. Wieso, wir haben Sofas. Halt's Maul. Ja. Ja, Mutter. Eine ganze Schmiere darunter fällt. Ich muss euch bitten, nehmt bitte die Cevas. Mama ist da ein bisschen picky. Ich weiß auch nicht, was mit der Alten los ist. Die mag es nicht für meinen Controller. Ach, da muss ich ja nicht mal aufstehen. Danke, Paul. Danke. Vielen Dank. Das ist ja großartig. War nicht so gemeint, ey. Das ist schon korrekt. Aber halt die Fresse. Hier, will jemand? Ja, klar. Machen wir hier. Du gibst uns ein Blatt. Na, das Zeug wächst nicht auf den Bäumen. Ist das benutzt du weiter? Das gefällt mir richtig. Wenn du mehr willst, geh auf Toilette. Also die Wurstscheiben dominieren sehr den Geschmack, muss ich sagen. Also die schmecken sogar die Käse. Schmeckt alles nur nach Bockwurst.
Bockwurst? Ja, jetzt hatten die einfach so das Wurstwasser einfach so über die Pizza und dann den Käse drauf. So. Wieso hast du eine Pizza Bockwurst? Das hat er mir bestellt. Ich habe gesagt, ich will alles. Dann hat er gesagt, alles heißt wohl Pizza Hotdog oder was? Ja. Im eigenen Seitling habe ich gedacht. Ich würde sagen, Pizza Hotdog ist mir ist alles egal. Ja. Das ist so die, das ist die Egal-Pizza. Ja. Stimmt. Haben also, Sie was nicht, Italienisches? Ob die Leute schon gesehen hatten, aber wir hatten natürlich auch Barbarian einmal gemacht. Parallel. Mach doch, genau, wir machen, wir sind ja auch nicht nur zum Essen. Genau. Sondern auch um knallhart. Dann kämpft ihr beide doch mal. Knallhart. Immer mal schön. Ihr Crew ist auch fast durch. Ja. Ja, wir können natürlich ein Two-Player machen. Wir machen das zu zweit drüber. Ach, können wir nicht? Machen doch, wir mal. Können wir. Doch, zu zweit geht. Machen wir drüber. Achso, jetzt ist. Ist das jetzt gegeneinander oder läuft man, ist das ein Side-Scroller? Gegeneinander. Das ist deine Disziplin. Aha. Genau, Two-Player. Das ist ein altes Street Fighter sozusagen. Jetzt, ich bitte mal darum, mal zu hören, zwischendurch, nämlich, weil man nichts macht. Come on. Come on. Oh. Das sieht geil. Der Schwarzenegger, come on. Ja, die haben keine Zeit. Also, Krogi, ich gebe dir mal mit X angreifen, Steuerkreuz bewegen. Du bist auf der rechten Seite. Natürlich Knopf gedrückt halten und in alle möglichen Richtungen hast du die verschiedenen Moves. Das ist der. Da ist er bereits. Oh, Jesus! Und mehr war das Spiel. Was? Willst du mich verarschen? Ich spiele gegen Rigot. Nein, aber nur das ist das Ausschlaggebende, was das Spiel dann auf den Index gepackt hat. Wie ausschlaggebend, das war saugeil. Ich will sofort weiterzocken. Ey, weil sogar echt International Karate und so, die hatten schon mehr Komplexität so im Player-Modus wieder anmachen. Kannst du denn. Das war ein Proletenspiel, aber es war geil. Gibt's eine Blockfunktion? Du hast eine Taste auf dem Amiga. Jetzt rat mal, ob es eine Blockfunktion gibt. Ihr spielt schon. Du kannst rollen. Du kannst natürlich treten mit unten oder unten rechts oder unten links plus Knopf rollen. Ich finde nicht mal, dass die Überschrift. Nein, Mann. Das sieht cool aus. Ja. Hey, wir kämpfen. Auch diese großartige Bordüre mit den Schlangen an den Seiten. Aber die schreien halt immer auf, wenn getroffen wird. Ne? Und warum auch immer dieser Goblin dann kommt und einsammelt und nimmt den Kopf natürlich auch mit. Aber Alter, ich habe das so erinnert, dass der noch vor dem Kopf noch irgendwas sagt. Dass du irgend so ein Geräusch macht. Ja, auf 67, oder? Ne? So könnte sein, das kann so ein, sein. Weil hier ist das nicht mehr. Hier ist weg. Ist es denn, könnt ihr die Arena wählen? Man kann es irgendwie auf jeden Fall, also potenziell mit der, was die Leertaste, ich weiß es gar nicht mehr. Aber du kannst ja auf jeden Fall auch wählen, die Arena, ja. Mhm. Oder du kannst auch ein Headbutt machen, da, zack, zack. Oh, der war gut. Also diesen Hüftschlag finde ich ja lustig, den er eben gemacht hat. Der so komisch, der so ein bisschen bizarr aus, ja. Ja, ganz bizarr, so aus der Leistengegend heraus. Kannst du mal nicht kommentieren, was du siehst? Was soll ich kommentieren? Also, was du da siehst. Ja, ist geil. Gregors links. Ja, also links, ja. Epischer Kampf. Warum ist der linke eigentlich das gleiche? Wichtig ist das S am Ende. Verschiedene Kontinente. Ist das ein Indianer-Barbar? Oh! Ratchet und Clank hat's gemacht hier. Wow, und die Mörder hat gedrückt. Karotten gegessen, der rechte. Oh! Sobald einer diesen Move macht, diesen Roundhouse, ich sehe den Kopf schon fliegen immer. Ich trete in deine Genitalien, du mieses Schwein. Ah, hey. I used to fuck people like you in prison. Du warst im Knast? Ja. Mit Barbarian. Geil, ey. Das macht richtig Bock. Habt ihr auch Spaß? Ja. Sieht gut aus, also beim Zugucken. Gregor, hast du Spaß? Warte, ich geh noch mal ganz kurz zum Kühlschrank. Will jemand noch mal gegen Gregor? Ja. Verlierer gibt ab. Jetzt musst du du bist geschlagen. Ja, danke. Wo hab ich mich schon? Lass mich mal kurz gucken, ob da was leer ist. Ein Verteiler nach dem Essen, ne? Deiner Magenschließer, ne? Da, ne? Am Essen. Ihr spinnt. Die Römer. Muss einmal neu starten, kurz. Ich weiß leider auch nicht mehr, wie die. Verliere trinkt kurzen. Oh mein Gott, ja, so gut. Ist das wirklich? Machen wir jetzt sowas? Nein, das war nur auf dem Chat, aber. Dann verliere ich extra. Das ist eine gute, fiese Idee. Ja, auf jeden Fall. Ich hasse sie. Dass der Verlierer einen kurzen trinkt. Und Barbarian war dann tatsächlich auf dem Index und man musste richtig Wege gehen, um das zu kriegen, oder hat es einfach jeder? Hatte jeder, ne? Ja, Raubkopien waren ja. Ja. Das war früher sowas von Stani. Ich meine, ernst, X-Copy. Hast du kopiert. Ja. Ganze Nachmittage habe ich zugebracht, nur hin und her zu kopieren. Ey, wir sind nach Osnabrück gefahren, zum Laden, Spiele gekauft und am nächsten Tag zurückgebracht. Alles kopiert, wirklich. Wir mussten dafür 3-4 Stunden Zug fahren und am nächsten Tag alles wieder zurückgebracht. Richtig dumm.
Ja, ich liebe deine kriminelle Energie. Ey, sag nur so, wir hatten nichts anderes. Was willst du machen? Wir hatten keine Kohle. Ich hab Final Fantasy 7 verkauft und direkt daneben 6 CDs oder so. Wie viel willst du haben? Ja, wie viel sind das? Ah, ja, ich brauche auch noch CDs hier. Die haben alle immer so getan. Die wenigsten haben ehrlich einfach zugegeben. Und die meisten haben wirklich so getan. Ich meine, mir brauchst du doch nichts zu erzählen. So. Aber so, ja, ich brauche noch da so ein paar Rohlinge. Auf der rechten Seite und X ist der Knopf. Und du weißt, ich komme übermorgen wieder. Weil das Kopieren so lange dauert. Das machst du dann verschiedene Sachen. Ey, goldene PlayStation-Chip zahlen. Ich kann sogar, ich kann dich hier schön torten. Ja. Kann schön mit dem Schwert drehen. Da hatte ich Scam früher. PlayStation-Chip, das war immer Scam bei uns in Quackenburg. Einer konnte das angeblich. Also meine war wirklich nur gechippt, meine PlayStation wegen Import spielen. Ja, ich hatte, glaube ich, Magic Carpet war das Einzige, was mir mal einer dann im McDonald's, wo ich gearbeitet habe zu der Zeit. Du hast einen McDonald's? Der meinte, hey, komm hier, ich kenne da jemanden hier, für 10 Mark kriegst du so. Jeder kannte einen. Ja, dachte, jeder ja komm, dann nimmst du mal Magic Carpet. Das war so scheiße, das ist mir Magic Carp ist auch ein schlechtes Spiel, aber auch. Ja, und ich glaube, der Port war noch schlechter als das Original. Also, ich wollte gerade sagen, ich mag nämlich Magic Carp, auf dem PC habe ich das sehr, sehr gerne gespielt, aber es ist, weiß nicht, ob es wirklich gut ist, aber ich habe es gerne gespielt. Ich kenn's nur von der PlayStation, da ist es einfach eben nicht gut. Knieschreiben. Ich hatte einen Chip drin und dachte, jetzt bin ich einfach im Himmel. Und es stellte sich raus, dass ich die PlayStation auf den Kopf drehen musste. Weil die, der war so kacke verlötet. Aber das hätte die, das liegt nicht nur am Chip. Nee? Also selbst. Also genau, selbst die Dinge irgendwann kaputt. Anderen Sachen, irgendwann ist der Laser einfach so arsch, entweder auf die Seite oder auf den Kopf drehen irgendwann mal. Auf die Seite stellen? Ja. Ich weiß noch, es gab diesen Wechseltrick, wo du dann, du hast mit der Demo-Disc oder so vorgebootet und im richtigen Moment hast du dann die Kopie reingelegt oder den Import. Und da musstest du es immer aufhalten. Und ich hatte so eine alte, verrottete Pommes. Die war so eine kleine Pommes, so ein Pommesstrück. War so das Ding, was es bei mir aufgehalten hat. Das fand ich immer mega gut. Weißt du? Also eigentlich für den Wechseltrick nimmst du eher noch einen, habe ich nicht schon. Nee, du hast verloren gerade. Ja, und? Ich beteilige mich nicht an sowas, Juvenilem. Wenn dann saufe ich nur, wenn ich saufe. Okay. Wenn die Länderabfrage durch war, ne? Und dann musste man diese Disc. Ja, wenn es schneller wird. Ja. Aber von dem Kugelschreiber einfach dir die Feder. Genau. Na? Aber hatte man nicht immer. Die Feder, die ging auch schnell weg. Pommes! Alte Pommes hatte man immer. Die Leute haben gelacht, weil es hat wirklich funktioniert über ein Jahr bestimmt. So eine alte, gammelige McDonalds-Pommes. Ich habe mir daraus für teures Geld meine PS2 in den Pop-Chip reinpacken lassen für Metal Gear Solid 2, damit ich es vorher spielen kann. Oh. Und, aber das war ein Chip, der das Laufwerk tatsächlich kaputt gemacht hat nach einiger Zeit. Die ersten Chips waren leider nicht geil. Ich erinnere mich, Also die gingen echt schnell kaputt. Gerade die PlayStation 1 hat 3 Stück. Ich würde mal einmal probieren. Komm, mach mal einmal noch. Komm, Greg, dann können wir stoppen. Okay, hauen, ganz kurz, ist. Ach, guck mal, hier, zack. X, glaube ich. Oder Gregor? X ist nee, genau. Tatsächlich nicht. Dann doch, X ist die einzige Taste. X gedrückt und in eine Richtung. Ah, komm, ey. Hat er sich im Tutorial an unabgesprochenen Frieden. Okay, wenn du nochmal starten willst, ich will Select für die virtuelle Tastatur und dort auf F2 gleich. Warte mal, was? Naja, schmeckt schon scheiße. Ja, du musst nochmal Zwei-Player-Modus anmachen, Select. Okay, und jetzt genau. F2? Und X, genau. Welches? F2? F2. Und jetzt wieder raus mit Select. Und dann geht jetzt Select nochmal drücken. Okay, alles klar, pass auf. Easy. Easy. Es gibt. Okay. Der Kampf ist so geil jetzt. Okay. Die haben so hohe Stimmen, das nervt mich. Die Kämpfer, die machen so, ja. Das ist wieder Tiger King, Alter. Ja. Das ist doch nur geil, das Spiel. Ah, ich find's Hammer. Ich hab's gewusst. In dem Moment, wo ich hoch bin, war. Nee. Ich liebe diesen. Ja, es ist der gute, gut gehalten. Es ist so, das hat man immer wieder mal 5 Minuten gespielt, aber mehr und nicht, ne? Aber ja, weil es auch wirklich lustig. Nicht mehr hat, ne? Jetzt ist schon wieder Highscore-Liste und du denkst, ja, but why? Palace. Naja. Okay, haben wir noch was? Wenn wir noch mal spielen. Noch was anderes? Ja. Immer. Mehr. Die Spiele müssen pumpen. Weil Alter, das ist richtig schön. Was danke, Paul. Mhm. Barbarian, eine Indizierung wert. Manowar, geht so oder Blümchen. Wobei man sagen muss, Blümchen ist auch hart. Jasmin Wagner ist die härteste von allen. Und alle schwelgen in Erinnerungen. Ja. Alle waren verliebt. Kann mir keiner erzählen, dass hier niemand in Jasmin Wagner verliebt. Alle waren verliebt. Die war schon auf jeden Fall. Alle waren verliebt. Chat, wer war in Jasmin Wagner verliebt? Wir hatten doch nichts. Ich hab sie in Hamburg gesehen, wie sie Brötchen gekauft hat. Jasmin Wagner. Ja.
Und dann warst du verliebt. Doch, dann warst du. Was hat sie? Brötchen gekauft? Sie hat Brötchen gekauft. Ach, gekauft. Am Gänsemarkt. Da gab es hier einen Bäcker und oh, da war auf einmal eine Schlange draußen. Was ist los? Jasmin Wagner kauft Brötchen. Komm, wie ein normaler Mensch. Wie wir alle auch. Better Love Story than Twilight. Wer hätte das gedacht? Wie ein wie wir auch. Bäckersmann. Sie mag die Krustis so gerne. Das ist richtig schön. Ja, Chat geht so, geht halb drauf ab. Nicht so richtig stark. Hätte ich mal anders vorgestellt, muss ich sagen. Mein Cousin? Ja. Ich habe nur meinen Cousin gelesen. Ich habe den Kontext nicht. Ich war in Alizé verliebt. Das kannst du aber nicht vergleichen. Alizé, das war doch die Lolita. Oh, oder? Wer war das? Moa Lolita. Das war Alizé, oder? Oder kriegst du durcheinander? Wer? Moa Lolita? Ja, genau, ja. C'est pas ma faute. La Isla Lolita. La Isla Lolita. Das ist eher so ein M-Club wahrscheinlich. Ja, gibt's bestimmt. Oh, endlich. Irgendwo so an der B17. Ja. La Isla Lolita. Wenn, dann machst du wieder auf, wenn es nicht geben soll. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Schreiben Leute ernsthaft Madonna da rein. Das La Isla Bonita ist natürlich. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist eine heiße Frau, die auch so heiß war wie Blümchen. Wir haben nicht gefragt nach heißen Frauen. Nee, weil wir den, nur also gesagt, Madonna wer damals? In Wagner verliebt war. Das ist ein Unterschied. Ja. 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 Dann kamen die da auf Christina Aguilera versus Britney Spears und so ein Kram. Also da kann man schon ins... Das ist ja wie bei Hot or Not hier, ey. Oh, was spielen wir hier? Ah, das ist hart. Jetzt spielen wir wirklich das eine der verbotene Ware. Ja. Welcome to your doom. Alter, ist das überhaupt noch spielbar? Es spielt sich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Wir sind bei Kommando Libya angekommen. Es ist gar nicht so schlecht. Ja. Wenn wir diesen Part uns angucken wollen, warum es wirklich das absolut gefährliche Spiel war. Ich glaube, du musst einen sehr hohen Highscore erlangen. Ne? Von 45.000, ich weiß nicht, will jemand spielen? No, ich sag's gerne. Den Weg schafft das. Also Steuerkreuz X zum Ballern. Welcome to the Sadism Game. Habt ihr es gelesen? Du bist das Steuerkreuz. Genau. Ey, oh, was kenn ich da einfach noch? Einfach gedrückt halten. Die Bomben weg auf jeden Fall, weil ansonsten, wenn die dich treffen, ist vorbei. Und ich weiß noch, wie krass das war, weil die ballern ja auf was? Ja. Ich dachte, ich hab das fast gerade gekillt. Okay. Ach, wenn die in der Mitte die sind, laufen kommen die ja runter, ne? Oder was machen die? Sei aber vor allen Dingen, die kämpfen ja eigentlich gar nicht gegen mich. Sondern die kämpfen ja gegeneinander. Neue Bombe. Ey, und jetzt guck mal, wie die auseinanderfallen. Aber was man auch wirklich, oh ja, das was man geliebt hat daran, waren auch diese aufpeitschende Sand, ne? War das so wie im Film auch? Ja, genau. Oh, ich dachte zuerst, warum wächst da Gras so schnell? Aber nein, es ist der Sand. Ich bin froh, dass du das sagst, weil es ist so selbstverständlich natürlich mit der heutigen Sichtweise. Ja. Aber stimmt schon, das ist ein krasses Detail. Das hat aber auch sehr viele verschiedene Todesanimationen. Ja, und zwischendurch waren immer ein bisschen so provozierende Sprüche, wenn du ein Level fertig gemacht hast. Ja. Ja. Ich glaube, der Highscore muss irgendwie bei 45.000 oder sowas sein. Dann wirst du erst eingetragen. Aber One-Hit-Kill. 86. Du hast den ersten Level geschafft. Not bad for the beginning. War das denn eigentlich ein regulär verkauftes Spiel? Welcome to War. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaube nicht, nein. Wahrscheinlich nicht. So ein typisches. Jetzt die Bonusrunde. Oh ja. Ja, die Bonusrunde ist hart. Okay, what the fuck, Alter? Stell dir die Hunger Games in Ruhe. Ist halt Kommando Libya, ey. Das ist halt. Das ist what a nice bonus. Ja. Das habe ich auch total vergessen. Die Bonusrunde. Das Spiel ist der geborene politische, so ein Affront. Ja, genau. Das ist immer noch fies, ne? Das hat so eine. Das willst du nicht machen. Es ist immer noch fies. Diese waren wehrlos. Ehrlich sagen, es ist immer noch fies. Vor allem, wie hättest du den Bonus nicht bekommen? Das frage ich mich. Nicht das ist ballern. Genauso ein Spiel von edgy Teenagern, die programmieren. Ja. Aber saubere Leistung. Aber da kam auch gute Sachen, so wie Teacher Busters und so, da kam in dieser Szene auch einiges raus, was echt gut war. Kennt ihr noch Teacher Busters? Ja, das kann ich mich erinnern. Nee, leider nicht. Da kann man so mit dem Panzer überrollen und so. Du konntest, genau, du hast deinen Lehrern Namen gegeben, mit Vorzug die echten Namen, und dann hast du sie gejagt mit dem Panzer, Flammenwerfer oder mit irgendwas anderem. Und mit das war's. Die konnten auch nicht gewinnen. Die hatten einfach keine Chance. Command ist ein Shooter-Spiel. Übrigens, ich guck gerade mal, das interessiert mich jetzt. Von Robert Pfitzner programmiertes Shoot'em'up, das stand da eben auch. Der Robert. Das war klar, dass aus dem nichts wird. Hat aber einen kommerziellen Erfolg. Noch sehr bekannt, das liegt an der für damaligen Verhältnissen extremen Gewaltdarstellung im Spiel. Neben der ursprünglichen C64-Version existieren auch Versionen, welche im Webbrowser Das ist so die eher eine Videospiellogik, ne? Sobald jemand eine Waffe in der Hand hat, darf man auf ihn schießen. Aber nicht, wenn er nur da. Habt ihr das gelesen? That's funny, isn't it? Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist das Spiel. Ja, schon klar. Deine Eltern werden es hassen. Aber das ist mal. Dein Priester wird es verfluchen. Es ist aber schon eine Freundin, die würde ich aber respektieren dafür und sagen, was für ein cooler Typ. Ja.
Komm, ich habe zwar kein Auto, aber ja, Kommando Libya. Mit dem möchte ich schlafen. Warum auch immer habe ich das immer Operation Wolf im Kopf. Das weiß ich wahrscheinlich wegen des Fadenkreuzes. Mhm. Aber es ist auch schon auf irgendeine Art und Weise, sag ich mal, ein anderes Level von Brutalität, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht so genau, warum Swords liegt. Ja. Ich bin bei dir. Sind ja auch so Wachsfiguren, die so auseinander. Ja, aber sind, weil wir jetzt mit dem neuen, mit dem frischen Blick und der super knackscharfen Pixelauflösung, sieht man dann halt schon mal den Darm flatschen, ne? Ja. Das war vorher immer so ein komischer Brei eher. Ah, ach, die darf nicht rüberkommen, ne? Au, oh, ja, okay. Bombe. Oh. Bombe ist wichtig. Simon! Oh, Simon, die Bombe! Oh, das ist Krieg, Mann! Oh, erwischt. Game was? Da war noch ein Splitter. Da war noch ein Splitter von Okay, Bombe. Nochmal. Nochmal, du wolltest. Nee. Doch. Nee, komm, wir erzählen einfach, da mach ich mal anders. Das ist zu langweilig. Ich finde von dem Spiel. Will jemand noch? Ansonsten aber nur, wenn man 45.000. Wir müssen die Highscore-Liste rein. Also kurz, wir können es ja. Oder 42.000. Am Ende sind da drei Delinquenten. Highscore bei RAF, ey. Auf das T-Shirt der Delinquenten machst du deinen Highscore und dann werden die geköpft. Genau. Und gehen zu einer Guillotine, ne, ja. Das war das, was. Aber es ist auch schlecht gealtert, ne? Also, naja, ja, ist halt Crap, ne? Ja. Aber es ist sehr interessant, das habe ich lange nicht mehr gesehen. 35 Jahre nicht oder so. Mehr. Nie gesehen, aber. Ist aber auch krass, wenn du bei USK arbeitest und dann das Spiel da testen sollst. Das dauert doch quasi 2 Minuten. Ja. Nö, geht nicht. Ja, genau. Mega schnell. So, heutzutage musst du erst die Story irgendwie 30 Spielstunden. Ja, stimmt. Und so. Und da okay. So, nee, alles klar, das bleibt das Screen okay. Nee, du musst aber bis zum Bonuslevel kommen. Das erste Level denkst du, naja, gut. Ja halt gar da, kommt das Bonuslevel, alle an der Wand, keiner wehrt sich. Ah, ja, gut. Aber das ist das, was ich mir heute mal auch die Frage stelle, weil ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Man hat ja früher viel mehr die Spiele gewechselt. Und ja, so, weil die ja Game oftmals gar nicht das hatten. Ja, stimmt. Wollen wir mal den Vergleich mal sehen. Denn das hatten wir vorhin in der Mazzi auch schon mal gehabt, die Amiga-Version von Operation Wolf. Ja, das ist schon dass du mit der Maus dann natürlich gespielt hast, für präzisere Steuerung, kann ich zum Glück hier auch auf den Analogstick backen. Was ganz praktisch ist. Ah, die hat immer so gute Mucke. Die hat auch so ein Volleyballspiel, wisst ihr noch? Wie hieß das noch? Ja, Beach Volley. Das war super. Ocean hatte sehr viel gute Mucke. Das war auch eine weniger gute Spiele. Das ist ein Sega-Original, das war auch eine Arcade-Umsatz. Ah, Taito will ich sagen. Was, Taito? Oder Tecmo. Aber das war richtig gut, Beach Volley. Oh, jemand im Chat sagt auch Green Beret. Kennt das noch? Ja. Hab ich auch gekauft sogar. Ich hab's nicht ganz gerafft. Ja, aber man läuft irgendwie so rum. Ich hab nie ganz gerafft. Was, dieses Spießmesser? Du musst eigentlich die ganze Zeit nur laufen auf 2 Ebenen und kam Gegner. Ich hab nie verstanden, warum man nur Messer hat. Ja, ab und zu hast du mal einen Flammenwerfer mit 3 Schüssen oder so. Aber das war auch Green Beret, war auch ganz schön, war so ein ganz altes Konami-Ding. Auf jeden Fall. Ja, Russian Attack hieß das auch im Rest der Welt. Russian Attack ist auch ein fantastischer. Das ist ein schönes Wortspiel. Ja, Alter, das Spiel ist so heftig. Ist das so geil, Alter? Die Sau, mach die Sau platt! Das ist der Vorgänger von Morgun, ey. Den kleinen Jungen habe ich gerade schon erwischt. Sehr gut. Aus Versehen. Aber es wird auch eine Machete auf dich geworfen. Weil irgendwie, also es ist so eine enorme Geschwindigkeit auch, jetzt gerade hier. Sieht man nicht, finde ich. Zum Glück habe ich mit der Maus hier Dauerfeuer. Finde, du lügst. Aber das ist natürlich mit diesem montierten MG war das natürlich gleich viel geiler. Ja, ne? Aber die war irgendwann auch gerne mal schlecht eingestellt. Ja, und so. Immer. Und dann schießt ihr daneben. Ich würde gerne mal den Commander von diesen Truppen sehen. Ja. So, alle rein jetzt, alle rein. Yes. Alle gleich. Smasher! Aber ballert erst, wenn ihr euch sehen. Lasst die Sau raus. Und auch an die Panzer hier, ne? Fahren sie durch. Nicht auf den Gegner schießen. Geradeaus. Nur durchfahren. Ich brauche die Schweine. Die Helikopter sind so geil. Was ist hier mit Ruffy, der da irgendwie durchläuft? So unglaublich gut. Was, schon wieder? Ja, viel besser bin ich leider. Das ist aber echt unschön. Nein, mach's nochmal bitte. Einfach nur. Will jemand noch? Oder? Nee, du bist gerade drin. Okay. Du bist gerade warm geworden. Das ist auch schön zum Zugucken, finde ich. Das ist ja, entwickelt sich ja der Krieg. Ja, das ist klar. Krieg, läuft alle raus. Nehmt Wassermesser und Waffen mit. Auch indiziert noch? Ja. Immer noch. Schade. Da kannst du mich mal anrufen, wenn das frei wird. Ich habe leider keine Meinung zu diesem Spiel. Ich auch nicht, aber in ein paar Jahren haben wir die vielleicht dann. Niemand hatte eine Meinung dazu. Nein, ich hab das nie gesehen. Das ist wirklich absurd schnell. Die C64-Version habe ich gern gespielt. Die war nicht schlecht. Davon. Das rede ich auch auf Crack, Alter. Das ist einfach was knapp. Ja. Das ist einfach so. Das ist jetzt auch auf dem Äquivalent eines Amiga 1200. Oh, der Messermann. Kann sein, dass da der Prozessor natürlich ein bisschen schneller ist. Kann ich einmal haben, bitte? Analogstick, die beiden anscheinend. Naja. Also drück Analogstick für die Maus und dann LT hinten für Ballern gedrückt halten und RT ist. Okay. Das ist aber geile Pixel. Aber schön gezeichnet. Ja, sorry, total. But you are finished here. Weil du tot bist. Ja. Choice decision. Ja, das ist auch geil. Nee, Greg. Oper. Das muss schon sein. Ja, es muss auf jeden Fall stimmen. Ey, warte, scheiße. Muss auf jeden Fall stimmen. Wie?
Wie geht's jetzt weiter? Nicht so. Irgendeinen Unsinn eingeben. Auch mit dem linken, Trigger wieder. Greg Opa. Ach, das ist hier deine Bockwurstparty. Willst du die Wurst nicht mehr, oder? Komm, ich nehme auch noch. Weil wenn du die haben willst, kann jemand gerne essen. Mir ist das egal. Wie belanglos du über dieses Essen redest. Ja, die schmeckt zu wurstig, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich einseitig. Als ich mich konzentriert habe, warum bestelle ich mir nur die Remoulade? Ist klar. Ja, ja, das ist einfach ein bisschen einseitig. Du hast gesagt, bestell mir einfach alles. Ja, alles, aber ja. Alles ist nicht Bockwurst. Ich habe gedacht, alles an Glutamat. Und die hexen alles rein in die Wurst, ne? Das ja. Stimmt. Aber es gibt ja wirklich so Leute, die sagen, ja, was willst du denn haben? Ist egal, ich esse alles. Ja, und dann bestellst du jetzt erst. Ja, nee, dann ja. Und dann, oh, nicht Pizza-Salami. Oh, die ist aber wirklich. Die besteht ausschließlich aus Wurst. Gefühlt Geschmackwurst. Ja. Geschmackwurst. Na gut, der Service hat auch eine bessere Lasagne als eine Pizza, finde ich persönlich. Mhm, Lasagne ist ganz gut, aber die Pizza... Hätte ich auch. Good luck. Aber ich wollte die Jugend zum Vibe nicht. Kein Mensch. Naja, wenn du jetzt hier mit so einem Topf Lasagne ankommst, ist das ein bisschen komisch. Ey, du hast den Panzerplot gemacht. Sehr gut. Ich baller nur noch, Alter. Du bist ja richtig gnarrig. Ja. Wenn die mal stehen bleiben. Rechter Trigger aus Granaten. Das Schwein in Ruhe, das ist ja süß. Und das Kind, da war ein Kind. Das ist mir egal. Habt ihr das gesehen? Das Kind hat Granaten geworfen? Nee, man konnte aufs Kind putschen. Ja, aber. Ja, aus Versehen. Ja, das war ja drin im. Ah, das Messer. Das haben wir darüber gesprochen. Wie immer, aber. Oh, bis zu der Stelle ist Gregor auch gekommen. Dann verstehe ich die Initiative, also Kinder und so. Ja, das ist wie gesagt 1987 Arcade Original. Ja, komm, das lass mal weiter, wir haben es gesehen. Das ist eine realistischere Grafik, glaube ich. Schauen wir uns was anderes an. Was Gewalt angeht. Ich mag das, dass wir so viele Ausnahmen haben. Ja, Mann, wir haben viel. Das macht einfach Bock. Das ist top. Collins Jugendzimmer ist einfach. Oh, Speed Racer USA. Oh ja, also warte mal, also da. Ich habe noch ein Spiel, aber schöne Überraschung. Ja, gut, das kannst du gleich gerne machen. Ja, lass mich einmal. Okay, also, das kam von dir nochmal genannt, Colin. Sehr interessant, weil das hatte ich damals bisher noch nicht gesehen. Speed Racer. Der Name, den kenne ich natürlich nur von der uralten Animationsserie. Da gab es den, wie ich persönlich finde, sehr schönen Film von den Wachowskis damals. Zumindest ist der schmelzen dir die Augen, wenn du den anschaust. Allerdings, Speed Racer auf dem Commodore 64. Okay, von 83, 84 irgendwie auf jeden Fall sehr früh. Also die klassische Pixel-Optik. Speed Racer von Chris Walling. Aha, krieg schon im Namen. 83. Indiziert. So, indiziert, ja. Warum? Also, ich bin dieses Auto. Ich fahre. Ich steuere nach links und rechts und ich fahre durch den Straßenverkehr. Das sind natürlich Straßen. Und zum Beispiel, blub! Polizisten mitten auf der Straße, blub! Ja, warum mitten auf der. Alter, Granny, du Arsch. Kleiner Junge im. Du hast den Hund liegen lassen. Das war kein Hund, das ist ein Ölfleck. Ja. Bist du sicher, dass das eine Straße ist? Das Tolle daran ist, abgesehen von dem harten Gewaltgrad hier natürlich. Da ist der Hund, zack. So. Oh, Alter. Das ist du kannst eine ziemlich hohe Geschwindigkeit erreichen mit dem Game. Achso, die Taste, die ich habe, ist Hupen. Na, immerhin. Zu Recht. Reagieren die drauf? Du hast gewarnt. Das wird dir sicherlich dann entlastend. Ja, aber wie viele Omas, Tiere und Kinder auf der Straße unterwegs sind. Das ist Armageddon, ey. Du kannst eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit erreichen, interessanterweise. Oh, aber Alter, der Sound. Alter. Whoa, Alter. Was ist denn eigentlich der Game? Okay, du fährst rein. Ja, und es ist einfach mehr. Also, wenn ich jemanden überfahre, kommt das unter der Anzeige Horns. Mhm. Vielleicht heißt das, ich setze den Hörner auf, nicht im umgangssprachlichen Sinne, sondern die kommen in die Hölle oder so. Nee, ich glaube, du hast Teuflisches gemacht und Halos ist Heiligenschein. Ah, okay. Ist wie ein Engel oder wie ein Teufel gefahren. Ja, okay. Oder? Ah, oh, stimmt. Wenn ich an dem vorbeifahre, komme nämlich Halos hoch. Das hast absolut recht. So einfach geht das. Wieso interessiert man das? Du hast doch die Wahl hier. Ja. Du bist ja nicht gezwungen. Und ich meine, wenn Polizist mitten in der vierspurigen Straße steht und alle nicht mal zu Ampeln hin wollen. Ich stell mir gerade vor, wie das früher so Polizeianwärter-Eignungstest. Spielen Sie mal das Spiel. Mit Psychologen, die dann hinter der Scheibe sitzen und sagen, ja, okay, jetzt sind wir mal gespannt. Sie sind okay, jetzt geht's ab. Shit. Hammer, aber kriegst du dafür auch Punkte? Ja, wo sind die Punkte? Ne? Sind das, oder ja, sind das also, die ja, guck mal, sind die Miles, die gehen hoch, die gehen nicht runter. Also du musst nicht irgendwie erst einen gewissen Punkt erreichen. Ja, Mann. Aber die Halos gehen auch nicht hoch?
Nee, nur also allein dafür, fahre. Das wäre auch geil, wenn du dafür eine Belohnung bekommst, weil du sie nicht überfährst, ne? Ja, das ist ja geil. Ja, die, ich dachte, du wärst. Ja, ja, so ein bisschen, ja aber in der Nähe, du musst, glaube ich, vielleicht wird, vielleicht wird gegen, achso, du meinst so Close Call? Ja, genau. Bei, ja. Bei Taxi. Ja, ja. Du musst schon ein bisschen Spaß vorbeifahren, ja. Weil das hat gerade einen. Du musst sie nur zu Tode erschrecken. Aber du bist Bad Boy for Life, oder? Du musst ihnen schon zeigen, dass sie einen Fehler machen. Die, müssen auf der, die müssen auf der gleichen Stufe sein wie ich. Da bist du wissen, hast du übernommen mit der Griffe. Ich verstehe nicht, wie das Auto schuld sein kann. Bei dieser Straße. All cars lost. Ja. Kann man denn hier auf dem Highscore spielen? Da, Scores to Beat. Racer Points, Heavenly Points, Devilish Points. Mhm. Scores to Beat. Das war komm, wir machen nur mal einen Highscore. Oder ja, bitte. Oh, schön, Pat, schön. Geht um, einmal. Kleine Competition. Okay, ja. Was ist der Highscore bei uns? Ist es dann Devilish oder ist es doch Devilish? Ne? Wie viel man um die euch bitte ja, sie. Oder? Ja. Heute, Mama ist weg. Die ist Mama beim Tanzkurs. Okay, wer landet? Dann Colin ist doch dann Reinach. Was denn? Willst du anfangen? Wir machen Highscore. Bei dem Spiel? Ja. Ja. Okay. Also X zum Starten. X ist Hupen. Und wenn du schneller und langsamer werden möchtest, oben und unten auf dem Steuer. Aber Hupen hat doch überhaupt nichts gebracht. Aber du hast 100 Zeiteinheiten. Das habe ich gesehen. Ah, okay. Also das bedeutet, wenn du langsam fährst, kannst du einfach nur weniger Punkte machen. Ne? Weniger Leute in der Zeit. Das Zeit musst du einfach nach vorne drücken. Ist der Fakt. Genau, wenn du vorne drückst, nee, du fährst doch von alleine, du wirst super schnell, wenn du irgendwann mal die ganze Zeit nach vorne drückst. Also einfach gar nicht nach vorne drücken, sondern aber nur ausweichen. Aber ich dachte, darum geht's. Ja, wenn du schneller wirst, dann bringen die Überfahrenen mehr Punkte. Ey, soll ich die jetzt überfahren oder nicht? Ja, wenn du wollen wir uns, ja. Wir wollen keine Helden. Du sollst die Omas besonders und die Tiere. Ja. Hunde, Kinder. Die magst du einfach nicht auf der Straße, das regt dich auf. Du kannst es nicht kontrollieren. Ich dachte, das eine Sprite, das ist irgendwie so ein Och, komm, ey, du das ist Knacker, der das Bein so hoch hat, aber ich glaube, es soll ein Motorrad sein, der hier. Ja? Ich glaube, es ist ein Motorrad von oben. Okay, das ist Jim Bob geht zur Arbeit, das ist der Klempner. Das ist der Polizist. Oh, schade. Das ist die Oma mit dem Wackelstock. Weißt du, das ist der. Wir sind die Qualität. Kann man denn diesen kleinen, diesen wenn komischen wir über die Omas fahren? Cruisen. Der Schlagstock-Polizist ist auch übel, ne? Mhm. Wir sind die coolsten. Nie am Losen. Weil wir rulen. Wenn wir düsen. Ah! Okay. Ah! Herr Polizist, warten Sie! Er will das ja nicht anders. Aber ich finde schon schade, dass die Hunde auch getötet werden müssen. Menschen okay, klar, aber. Hunde? Das können. Das geben die mehr Punkte, die Hunde? Weiß nicht. Ach, schön. Da sollte man drauf achten, ne? Was bringt denn meistens Punkte? Granny? Ja, das ist A. Ah, okay. Das ist ein Kind in einem Kinderauto. Boah, jetzt ist aber sehr schnell. Alter Schwede. Alter! Man sieht, dass da ein Gamer am Werk ist. Ist echt so. Am Pad. Expertise hoch. Alter. Kann ich das hier einsammeln? Den Krankenwagen? Das war, ja. Also. Okay. Wie gemein. Machen da so ein Kreuz dran, dass ja, ne, du irritiert wirst. Jawohl. Alle drei. Einheiten sind aber auch sehr großzügig. Vielleicht ist das mit der Challenge doch keine so gute Idee. Stimmt, du bist erst bei 74. Das ist wirklich richtig krass. War's das? Nee, ich hab noch ein Auto. Okay. War's das endlich? Wann kommt Mutti endlich wieder? Ich will nicht mehr. Ich will von Colin abgeholt werden. Ja, das war dann, wenn irgendwann einer heulend am Telefon war. Ja, wirklich. Und keiner wusste warum. Der will abgeholt werden, dem geht's nicht gut. Aber was war denn jetzt los? Keine Ahnung, der wollte einfach heim. War er an seinem Schokoladenschrank? Ja, genau. Jungs, Mensch. Irgendwie so. Ah, nein, jetzt habe ich gleich drei Menschen verpasst. Ich darf das spielen und gut finden, ja? Ja, ja. Ja klar. Okay, ja. Okay, wollte nur sicher gehen. Heutzutage innen wieder. Ich finde, das könnte wirklich immer noch induziert bleiben. Also da sehe ich nicht den Grund, warum das frei verfügbar sein soll. Das habe ich nur. Ja, die verstoßen alle gegen die Verkehrsregeln. Ja. Okay, sind selbst schuld, ja. Ja. Ich muss auch sagen, diese interessanten Laser. Ja, ne? Oh, ne? Ja. Die schneller sind als die Seiten hypnotisieren. Parklücken oder was? Die machen mich auch fertig. Das ist wohl der Autobahnraser 0. Das ist ein ganz bizarres Geschwindigkeitskonzept. Wenn wir sagen, Simon hat gewonnen. Damit wäre ich einverstanden. Ja, ja, ich wäre auch damit sehr einverstanden, muss ich sagen. Aber ja, du musst das zu Ende bringen. Es ist halt auch echt nicht schwer. Er muss es zu Ende bringen, bitte. Ich muss ja nur drüber fahren. Normalerweise ist es doch das Gegenteil. Und wir sagen, Simon hat gewonnen. Nein. Dich kriege ich noch. Nein, aber dich. Den Arbeiter. Den kannst du, ja. Den Blue-Collar-Arbeiter. Okay, dich auch noch. Ja, den grauen Mann. Ja, genau, ne? Ja. Ah!
Aber ich weiß nicht, was die Oma mit den Krücken auf der Autobahn macht, ey, ich versteh's. Aber nicht. Ist das einzig Tödliche hier der Krankenwagen und das Schlagloch? Ja, ja, so ein bisschen. Loch und Wagen, ja. Und natürlich die Holzsperre. Ach, also, das kleine Kind ist ja auch ein Verkehrsteilnehmer. Also ja? Eigentlich bin ich da gar nicht so. Nee, alle. Das ist gar nicht so weg, falsch. Weg mit denen. Das, du wirst so. Dich freuen wird, du hast noch 46 Time. Was auch immer das ist. Das ist auf jeden Fall so, wenn du noch richtig geiles Longplay von machst, dann das ist ein Klickwunder. Lass du diese Klippe einfach hochladen, ja. Nur das. Teil 8 von 14. Hammer. Dann kriegst du deine bösen E-Mails nachher. Crazy German Gamer plays wie heißt das Spiel? Speed Racer. Speed Racers. Longplay. Ja, guck mal, dadurch, dass also der Macher oder der Ersteller hat auch seinen Namen prominent da vorne reingetan, das gleiche wie wir bei Kommando Libya das hatten, ne? So ein Ein-Personen-Projekt. Ja. Kann er edgy sein, wie man ihm auch will. Ja. Wenn denn besagter Name real ist, ne? Das ist ja. Ach komm, wärst du nicht stolz auf sowas? Wenn also noch einzigen Robert, habe ich noch ein Auto, weil ich Kommando Libya nicht gefunden habe. Ihr könnt gerne was anderes. Nein. Weil der Anfang des 20. Jahrhunderts gestorben ist. Okay. Also. Es ist jetzt nicht so. Chat, was sagt ihr? Das ist schon ein geiles Game. Nee, reicht. So. Okay, jetzt Challenge vorbei. Okay. Ja, Glückwunsch, Simon. Ich hab gewonnen. Wow. Gut. Ich hab dafür 20 Mark bezahlt. Du musst es gut. Kann ich den Controller? Stell mal vor, das hier ist einfach eine Frage. Ja, ich hab 20 Mark dafür bezahlt. Das, alles schön. Wo ist das sind so die Spiele, die du über Kleinanzeigen bekommst. Ja. Und so. Und Autorennspiel für Erwachsene. Ja, Vorsicht. Und du sagst, okay, ich rufe an. Ja, ja, und jetzt ja. 15 Mark, ja. Postfach, irgendwas. Ja, wenn es so teuer ist und für Erwachsene, muss es gut sein. Du hättest es besser wissen müssen. Aber das, keine Matschgeräusche ja. Taugt ja irgendwie auch nichts, ne? Also nee, das zumindest muss dabei sein, und so ein süchtig machendes Platschgeräusch. So. Du hattest was im Kopf, Colin, was du gerne gucken wolltest? Nee, ich weiß gar, nicht mehr, was auf der Liste lass mich. War von den Spielen, die mir mein Bruder aus dem Knast mitgebracht hat. Dein Knastbruder? Hier. Mhm. Oder der Bruder Knast. Auch noch so ein Glas. Ja, ein Glas. Also ein grünes Glas mit Feuchtigkeit. Das ist ja lustig. Ja, das wollte ich nämlich eben ansprechen. Oh, Sword of Zodan könnten wir auch machen. Das ist nicht indiziert gewesen. Du bist Sword of Zodan. Ja. Ey, bin ich irre. Das wir sind noch ein bisschen im Zeichen des Barbaren. Ja, okay. Ja, wenn die Barbaren schon mal sind. Go with the flow. Also die haben es auf jeden Fall in Deutschland nicht rausgebracht, gemacht, weil sie wussten, was kommt. In einem Jahr oder so vom Index gekommen ist. Sword of Zodan, ja, Sandalen-Action. Sagen wir es so, ein bisschen barbarisch. Natürlich, guck mal, wie hübsch gezeichnet das ist. Sind die beiden. Alter, diese Dauerlocken. Diesen mega hot. Geiler Effekt. Ist geil, oder? Das zeigt, ja. Dass man programmieren kann. Was war das für eine Zeit? Warum war diese Dauerwelle so populär? Ey, es war aufwendig. Und warum gibt's die heute nicht mehr? Das warum, war der Test. Warum ist die noch nicht zurückgekommen? Jede Frisur und jede Mode ist zurückgekommen, aber nicht die Dauerwelle. Links oder rechts? Hero of Heroin. Für den Heroin. Oh, guck mal rechts, das sind noch echte Brüste, die nicht so gemacht. Nehmen wir Nummer 1. Okay, nehmen wir Heroin. Was ist denn da los? Ich erinnere mich daran, vor allem ASM hatte das den Test des Monats, hat eine Wahnsinnswertung abgegeben. Super Spiel und das Spiel ist richtig scheiße. Okay. Das ist scheiße. Ja, ASM hat immer beschissen. Ja. Das ist nur geile Grafik, aber die ist geil. Komm. Die ist Hammer auch. Also ja, sie kann auch springen. Sie kann nach vorne und hinten gehen. Sie kann auch uncool das alles aussieht. Genau, angreifen wie schon im Barbarian, Knopf gedrückt halten in eine Richtung. Oh Mann, ey. Ihr seht erinnern, ja. Oben auch noch, man kann Items finden, die man mit den F-Tasten auslösen kann. Natürlich hat das eine Narrative. Ja, es ist wie Assassin's Creed. Was die Spießer ja, sind da? Ja, wir sind vor den Stadttoren. Jetzt müssen wir an den Stadtwachen vorbei, um in die Stadttore reinzukommen. Ich glaube, das sind deren Blutgehälter, die da ja. Unten angezeigt werden. Und wir gehen da hin und machen dann jetzt Kleinholz aus ihnen. Kannst du noch einen Anschlag aus dem? Ja, oben. Ja, ich kann hier den oberen. Den hacken. Alter, da hackst du dich gerade aber durch. Genau, immer so. Da liegt Geld, nimm das mit, bitte. Ja. Mach doch gut. Die Tür zu, dann kommt die nicht rein. Nee, das wissen die nicht. Ja, ich kann auch nicht an denen vorbei. Ich lass auch nicht, die haben Speere, warum... Ja, komm mal her, komm mal her. Ja, ne, also kampftechnisch. Aber diese großen Sprites, die waren es halt damals, ne? Ja. Das ist halt das Geile, dass du einfach mal so... Das war so Neo Geo-Stil. Ja, genau. Oh, das war wie am Automaten. Große Sprites. Ja, stimmt, ne? Ja. Warum hat sie ihren Bauch nicht geschützt, frage ich mich. Sie braucht das nicht. Sie braucht das nicht. Sie braucht das nicht. Ja, also sehr gut. So, okay. In der Stadt. Du kommst immer von einer Location der Stadt zur anderen. Natürlich kommen neue Gegner. Es wird immer unfairer, weil du siehst sofort, wo du hier bist. Oh Gott, ja, stimmt. Ja, das ist dann auch der... Die Dungeons & Dragons-Verfilmung, der in diesem komischen Parkour drin war. Was ist hier daran jetzt so verwerflich gewesen, dass es dann indiziert wurde, oder ist das nicht indiziert? Doch. Das war indiziert, ja. Ist vom Index runter. Man sieht es so ein bisschen jetzt hier gerade, aber wenn wir dann mal ein bisschen mehr Gegner weghauen können, du hast schon ziemliche Splatter-Effekte dann auch gehabt, ne? Okay. Das ist jetzt hier nur ein bisschen mit dem... Alter Verwalter. Du schaffst es. So, warte mal. Ich aktiviere mal, was war das? Magic Zapper? Oh, ja, hab ich da... Es gibt immer Sinn, wenn Gegner im Raum sind.
So. Ach, der war im Raum. Ja. Spring mal an den hier vorbei, vielleicht hilft das. Das klingt so, also sowas, für sowas hättest du früher einen Guide kaufen müssen. Das ist ja, das beste Spiel aller Zeiten, Gregor? Tipp ich hab, des nee, Monats. Ich hab nichts dazu gesagt. Ich hab nichts dazu gesagt, sehr gut. Es gibt auch eine Mega-3-Fassung, die ähnlich große Sprites hat, aber ist natürlich detaillierter hier im... Oh. Ist die denn, taugt die was? Naja, sehr ähnlich zur Amiga-Version. Natürlich hast du einen richtigen Controller, ja, kann man eben sagen, statt jetzt hier alle Steuerungen auf einen Knopf gesetzt. Haben die auf ihrem Hut eine kleine Fledermaus? Nee, die haben eine kleine Statue mit einem Drachen, glaube ich. Wirklich? Ich glaube, das sind Anhänger des Drachenkults. Aber die, oh, die sterben doch cool, oder? Ja. Warte mal, wenn wir die mal wegkriegen. Hexe. Ich glaube, das ist ein kleines. Die hat nur noch ein halbes Blut, oder? Ja. Die haben eine tote, angemalte Fledermaus einfach oben. Erst wenn sie die besorgen aus dem Wald, dann sind sie anerkannt worden. Oh, das ist Teil deines, glaube ich auch. Vom ein, zwei Leben habe ich noch. Aber es sind so hölzerne Animationen. Also, und ich sehe auch keine Körperteile fliegen. Ja, pass mal auf, jetzt gleich sehen. Pass mal auf, wie die sterben. Ja, dafür müssen wir jetzt. Oh, ja, okay, ein bisschen Blut. Ja. Axt ins Gesicht. Sehr ungünstig. Mhm. Ungünstig, ja, gut. Ja. Oh, diese. Ey, warum springen die alle so scheiße in diesen alten Spielen? Unglaublich. So, warum kann keiner einfach höher springen? So, ja, unbefriedigender Sprung. Ich bin voll bei dir. Ne? Ja. Und die haben es nie geschafft. Die wollten es immer challenging machen, ja, die Sprünge. Nee! Die Animation ist schon nicht cool. Und die Kurve, alles ist. So, oh, jetzt Alter, pass auf. Externe Band, komm mal her. Alter, was ist das für ein Typ? Ja, do it. Aber riesige Sprites eben, ne? Ja, der darf nicht außerhalb des Bildes sterben. Ja, oder? Komm mal her. Die Fester tun dir nicht weh, oder? Nee, du hast ja ein Magic Shield gerade. Ja, du hast ihn. Aber lass den doch leben, der ist doch gut für die Paarung. Oh. Oh. Kopf ab! Kopf ab, Brody. So, ja gut, jetzt verstehe ich. Brody, wir bitte weiter, das macht Bock. Das war schlimm. Das bitte. War ganz hart. Ne? Ja, bitte, noch ein bisschen noch. Ja, ein Leben habe ich noch. Wie viele Level gibt's? Sieben? Keine Ahnung. So, was ist denn ihre Motivation? Warum tut sie das alles? Böser Zauberer unterjocht. Ah ja. Kannibalenstamm. Ja, ja. Kannibalenstamm sagt, wir wollen leben, wie wir es also richtig halten. Guck mal, die hauen mit Dönerspieß ein. Ja, haben die Dönerspieß. Was ist denn da? Der hat den Kebab dabei. Und das Schöne ist, er hat eine Halskette und der Dönerspieß hat auch eine. Ja, sind Freunde. Und wieso springen die? Wieso springt der denn so dumm? Die ineffizientesten Waffen der Geschichte. Heute. Döner. Die lauschen wirklich nicht, ne? Mein großer Freund, ja, Parallax-Scrolling schön und gut, aber muss dann alle 5 Meter dir komplett das Bild hier. Den Wald verlautern wollen. Nochmal an. Boah, geil. Kann ich einfach durchlaufen. Das ist aber auch geil. Das hat aber schon sowas. Jedes Level ist so ein kleiner Dungeon, so ein Abenteuer, so mit eigene, wo man so denkt, oh, da kannst du schon reindenken. Genau, eine Stimmung von mir. Ach so, reindenken. Der Leguan. Alter, Leguano. Was ist das? Schaffst du, do it. Der Magic Shield ist aber ganz schön lang und gut. Ja, das tut, der hilft dir. Ja, du triffst dich. Nee, du musst ja auf den Kopf hauen. Ja. Von oben. Ja, kein Stachelbachel. Ja, wenn sie blitzen. Am Dorn treffen. Ich muss ihn direkt an der Eichel hauen. Ja. So können sie doch nicht, guck mal, die laufen noch in dein Schwert rein. Klopperei. Ich hasse ihn. Du hast ihn skelettiert. Alter, Gregson, das ist dein Game, merkst du das? Spontane Fleischauflösung. Hey, ist ja wohl echt das beste Spiel aller Zeiten. Bleiben die jetzt, oder was? Ja. Wann kriege ich das da? Ach, ich muss drüber laufen. Hit Strength Increase. Ja, super, Hammer. Okay, ich bin aufgelevelt, anscheinend. Auch aufgeladen, anscheinend. Ja. Das würde ich gut. So, jetzt bin ich kurz vom Schloss. Immer dieselbe Karte, einfach nach oben, oder? Verstehst du das? Ja, genau, immer ein bisschen weiter. Okay. Leute im Land des Todes. Damit man sich nicht verirrt, war es aber wichtig. Boah, Zombie, Alter, Zombies. In the land of the dead. Ah, okay. Jesus. Oh. Boah. He knows me. Okay. Oder rollen. Ach, und da rollen noch Leichen. Guck mal. Whoa. Okay, die sind gruselig. Den würde ich kräftig. Alter, die Fässer haben Gesichter. Zack, 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 zack. Roll. Ja, wollte ich gerade sagen, sind das tot? Was sind die Fässer? Aber man hätte auch mal eine andere Farbe einer Klamotte geben können, ne? Ja, das weiß, wirklich so ein, weiß natürlich nicht, ob das mit der Farbpalette einhergeht, ob das überhaupt machbar ist. Weißt du nicht, Colin? Man weiß es nicht genau. Was sind diese Fässer? Ich will wissen, was da rollt. Ja, ne? Das kann man nicht erkennen, was soll das sein? Irgendwelche Gesichter. Das sind solche, irgendwie solche bösen Gesichter anscheinend. Ja. Aber so Frisbees. Na dann. Ich hatte mal so einen Frisbee. Dann weiß ich ja jetzt. So böse Gesichter sind immer. Das sind die Fidget Spinner der 90er. Ich sehe mir, in der Anleitung steht bestimmt Level 4. Beware of the rolling faces. Ja, genau. Ja. Oh nein, die sind zu weit schon. Ah, die gehen vorbei, das ist geil. Das ist echt geil. Lass die. Das kannst du den kämpfen, ja. Lass die ziehen. Und spring. Jumpy. Ich kann nicht. Los, ja, jetzt, Gregor! Schnell. Kein Ausreden. Rollendes Gesicht kommt bestimmt. Nein, nicht mehr. Oh, wir haben es noch geschafft. Endboss. Ich glaube, viel weiter geht. Ja, das spielst du. Also zum Beispiel, wir sind. Ja, das Spiel hat, glaube ich, 7 oder 8 Level. Spielst und das, wir haben jetzt 5 oder so gesehen. Das ist auch gut. Und das meine ich halt, früher hat man 50 Mark dafür ausgegeben. Ja. Wie lange hast du daran Spaß? The Foyer of the Castle. Beware of Traps.
Game over. Direkt am Anfang. Ja. Mann, ihr wollt doch jetzt bei YouTube als Überschrift Gregor hat die Games durchmachen. Ja, durchgezockt. Durchgezockt. Gregor hat sie alle gehabt. Mann, ey. Ich würde schon gern wissen, wie es irgendwie. Was ist das? Ja, genau. Jetzt, wenn die erfahren, ey, Greg, also, jetzt ran da jetzt. Komm. Und da hast du auch noch eine halbe Stunde gewartet, dass es lädt. Und dann ist Genau. Auch da bist du auch Disketten wechseln zwischendurch. Aber ich glaube, der finale Boss war geil. Ich würde dann auch noch mal eins, wenn wir schon beim Amiga sind, würde ich gerne eine Sache reintun. Wollen wir wirklich? Also ich weiß nicht, ob du an das denkst, was ich jetzt denke. Ist zu schlimm, oder was? Nee, aber ich dachte gerade, ob wir nicht noch... Ja gut, wir werden nie erfahren, was in dem Schloss passiert. Ja, du bist mich triggert's auch ein bisschen. Schon, ne? Komisch, oder? Wenn ihr wollt, packen wir das noch mal rein. Lass es doch mal reinpacken, komm. Einmal reinpacken. Ja, gut. Wenn ihr wollt. Ja, einmal noch. Einer geht. Aber du musst zocken. Nee, ich zock nicht. Ja, dann Simon. Nein! Lass mich kommen, ich mach. Warte mal. Hallo, Sword of Soden. Sort Pass auf, aber ihr habt ja noch nicht den geilen Sprachsample gehört eben, glaube ich. Pass mal auf. Wann kommt? Was muss ich drücken? X. Jetzt. Hallo? Vielleicht musst du auswählen. Nimm mal wenigstens ihn. Ja. Normalerweise sagt er doch, select hero or heroine. Weiß ich nicht mehr. Doch, da kann ich mich erinnern. Das habe ich nicht geträumt. So wie bei Jack Holborn ich geträumt habe, dass der eine Typ dem Zwillingskapitän am Galgen an die Beine springt und ihm dadurch das Genick bricht, dass man das sieht. Obwohl er nämlich so ein Goldröhrchen hatte, um dem Erstickungstod zu widerstehen. In welchem Film? Jack Holborn, die ZDF-Serie. Jetzt mach nach mal. Nach Silas. Aber gut, das ist die gleiche Zeit, in der wir gerade sind. In welchem Film? Guck mal, der kriegt wenigstens einen Cake. Das war ein Weihnachtsfilm im ZDF. Wie alt bist du? Kennt ihr noch andere? Kennt ihr Anna? Jetzt habe ich mal eine Frage. Weil ich habe seit Ewigkeiten diese Erinnerung. Anna? Dass, in Anna gibt es diesen Typen, die haben diese Formel, ich weiß nicht genau, was die ist, die ist irgendwie mega krass. Also, nee, Anna, einfach die Ballettgeschichte. Nein, Patrick Packard. Ich meine was anderes, Entschuldigung. Ich meine nicht Anna. Nee, du meinst Patrick Packard, das mit der Formel. Ne? Und der hat, Entschuldigung, vergesst Anna. Aber der hat die Formel auf seinem Fuß und am Ende, damit es keiner mitkriegt, streicht er die sich mit so einer Flasche durch. Genau. Weil dann ist sie ja unbrauchbar, weil sie ist ja durchgestrichen. Der man kann sie ja so aus, glaube ich. Nicht lesen. Der kratzt die so weg. Ich glaube, der macht nur so ritsch. Ja, macht ja so nix durch. In meiner Erinnerung dachte ich mir damals schon, was? Das reicht doch nie. Und warum überhaupt? Also, da ist ja alles schlecht dran. Wie heißt ich mag das? Alles hier. Patrick Packard. Das war eine auch von diesen Serien, Patrick die immer einmal im Jahr diese Serien kam. Anna, ne, genau. Oliver, der mit der Ding und Jack Holborn, der Seerober-Junge und dem Typ am Galgen. Und weißt du nämlich, wer da richtig populär war bei beiden Serien? Patrick Bach. Und weißt du, wie der aussieht? Wie Simon Kretschmer von Rugged Bean. Ich muss dich korrigieren. Patrick Bach war Silas und Jack Holborn. Ja. Nicht Simon Kretschmer. Komm, ich will eigentlich, ich mach nur Button-Mashing, ne? Oder du guckst Maybrit Illner? Was guck ich? Maybrit Illner? Ja, auch, ja. Okay, gut. Jack Holborn, das gibt's hier. Schön, ey. Boah, guck mal hier, das ist Patrick Bach und der sieht aus wie ich. Der sieht genauso aus wie ich. Nicht als Alter, dass sie die Kamera halten, bitte. In dem Alter sah ich fucking nochmal genauso aus. Ich könnte euch jetzt Bilder zeigen, wo ich genauso aussehe. Ohne Scheiß. Damals, mach den Mund mal so. Stell dich mal auf die Position, ein bisschen zu machen. Ja, mit Bild dazwischen. Ja, ist eindeutig. Ist eindeutig. Okay, ich habe noch ein anderes. Ja, okay. Muss dann ja okay, das mag ich. Ey, ich muss das mal wieder gucken. Ich will das wieder gucken. Das ist bestimmt richtig scheiße, aber deutsch-neuseeländische TV-Miniserie von 82. Ja, Jack Holborn. Da war ich 3 Jahre alt. Ja. Warum kenne ich das? Ne, ich war 6 jedes Jahr an Weihnachten wieder. Oder? Er muss ja. Nee. Das ist so mega geil. Unfassbar. Also, Silas kenne ich auch noch. Das kam auch noch Ende der 80er. Silas wurde irgendwann mal wiederholt. Ja, also, du hast da wahrscheinlich 3 Sätze oder so eingeschaltet. Ja. Jack Holborn. Der Junge von der befreundeten Bäckerei hieß Silas. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ja, war guter Mann. Ey, Jack Holborn war richtig gut. Colin spielt's richtig gut. Und wie gesagt, diese Szene, die gibt es nicht in der Serie. Darüber wird nur geredet. Jemand erzählt das, weil der Böse, das war ein Zwillingskapitän, pass auf, ihr müsst das verstehen. Das war ein guter Kapitän und ein Böser. Und Jack Holborn war ein Schiffsjunge. Und das waren Zwillinge, der Böse und der gute Kapitän. Und der böse Kapitän war am Schluss zum Tode verurteilt und hatte den Supertrick, hatte Jack Holborn, glaube ich, noch indoktriniert. Er möge ihm so ein Messingröhrchen geben, dass er sich in die Halsröhre setzt, dass wenn der Geist ist, dass er nicht dass er atmen kann. Ach, krass. Geil. Und aber dann kam diese Szene und einer von den Untergebenen des bösen Piraten, der wollte ihm ein schnelles Ende bereiten und hat sich dann an die Beine gehängt und ihm sozusagen den Genickbruch gegeben. Shit. Und das habe ich abgespeichert als krasseste Szene aller Zeiten. Mm-hmm. Und das wird in 2 Sätzen danach erzählt. Okay. Irgendjemand redet darüber, ja, der Kapitän. Also echt krass. Und dann war nur in deinem Kopf, oder was? Ja. Hammer. Das ist noch besser als die beiden, wir haben ja vorhin über die Barbaren-Zwillinge gesprochen, den Film.
Ja. Die den Strick mit ihren Halsmuskeln. Oh ja, genau. Oh, das ist aber ich sehe das so geil. Halsmuskeln an, ja, okay. Es ist aber auch der beste Film aller Zeiten. Wusstet ihr, dass die beiden barbaren Darsteller, die hatten eine Gastrolle in Natural Born Killers und wurden rausgeschnitten? Oh. Ja. Wurden interviewt sozusagen, also als Charaktere im Film, als Bodybuilder, die, glaube ich, den Serienkillern wohlgesonnen waren, obwohl die ihre Beine verloren haben bei dem Angriff. Scheiße. Szene wurde rausgeschnitten. Oh, und schade. Einer von den beiden ist irgendwie verstorben, glaube ich, vor ein, zwei Jahren. Das sind aber auch wirklich nur Bodybuilder gewesen damals, ne? Ja, Bodybuilder also waren und Canon-Filmstars. Ja, und Ikonen. Also ich mochte sie sehr. Sie haben so schön gelacht danach, als sie befreit waren. Oh, haben sich, die haben sich so gefreut. Das gefällt dir. Die haben sich so gut gefreut, ganz herzlich. Ja, da merkst du, dass da noch so kindliche Freude dabei ist, wie so ein Schwein gegrunzt hat. Schwein. Colin, wie fühlst du dich bei dem Game? Macht's Bock? Es geht. Weil das ist wirklich unkontrollierbar. Es ist eine reine Glückssache. Es geht, finde ich gut. Ich glaube, das ist so ein Quicksave-Spiel. Aber wenn wir du hast Glück gehabt, bist durchgekommen, schnell speichern. Aber ich weiß gar nicht, ob du Quicksave überhaupt machen kannst. Nee, kannst du nicht. Aber wenn du es nicht schaffst, muss Gregor wieder ran. Nee, auf keinen Fall. Ich will jetzt einfach sein. Die kleinen Fledermausmenschen wieder. Also diese Mongolen hier tun mir irgendwie leid. Das sehen so ein bisschen mongolisch aus. Das sind böse Todespriester von Ex. Kann ich dir nicht sagen, wer es ist. Nee, aber ich meine, so wenn deren Fashion ist, gleich so ein Hut aus Stein zu tragen. Ich habe einen Hut aus Stein. Och Mann, ich will auch nur ein Schwerthieb setzen. So, guck mal, wie geil die fallen. Reite den Kometen. Ja, genau, so kommen die auch fair angerollt hier. Oh, die Ironie, dass die Ex den hier diese Jump-Animation ist echt richtig geil. Ich sag, Hammer. Denk an der Boss. Du bist reingelaufen in den Boss, ja. Okay, dann mach ich jetzt auch, pass auf. Oh, jetzt kommt der Alter, er hat richtig Select? Dicken Hammer, Alter. Er hat den Magic-Hammer. Warum trifft ihn das fast nicht? Das geht nicht. Options ist Select. Ja, ja. Ja, nicht Start. Ja, ich drücke ja Options. Auf die Art. Jetzt hau dir doch mal an die Waden. Share. Colin, das Fass. F1. F1. Nochmal, damit es ausgeht. Ah, geh aus. Select nochmal. Ah, ja, genau so. Select. Share. Sony und Share. Ich drücke mal. Do you believe? Es war doch nicht. Ich hab das Magic. Sony und Share. Ja. Eigentlich, da ist ein Gag drin. Ja, 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 das stimmt. Ja. Sony. Oh, ja, ja. Komm, geht auch so. Geht schöne Enthauptung. Klasse. Sony und File Sharing. Kommt jetzt der dumme Friedhof? Nee, der ist der Ich glaube, der danach. Jetzt bist du einmal noch. Im Wald. Ah, bei den Punkern im Wald. Pass auf, pass auf. Die Dönerspieß mal, man. Drück mal, was ist denn das eigentlich? Achso, du musst das starten, den Level. Ah, ja, klar. Der Predator wurde geköpft. Chat ist wieder gut drauf. Chat, wie ist schon bei euch? Seid ihr noch bei der Stange hier? Bei der Laune? So, jetzt bist du Colin hier Gaming macht. Zeit lang. Pass auf. Der betreibt das regelrecht, dieses Gaming. Hm. Wie die auch hopsen, ey. Ja, es gibt alles, ergibt keinen Sinn. Diese Metzgerschürzen, diese Tarnhosen. Was soll das denn darstellen, die Dönerspieße? Was ist es denn eigentlich? Ich weiß es nicht, was es sein soll. Vielleicht sind es Wildschweine, aufgespießte Wildschweine. Stimmungsneutral ist auch richtig cool. Stimmungsneutral im Chat, das reicht uns. Solange die Stimmung über 5 bleibt, ist es okay. 5 können wir aufrufen. Da war der Magic Shield weg. Pass auf. Das kriegen wir hin. Ich habe doch direkt noch ein Magic Shield. So, wir spielen heute sehr strategisch. Ja, schnell wieder wegschalten. Genau, genau direkt nur vorne den Schwanz treffen. Am Haken. Der Haken, genau. Ja. Aber dann sind sie doch eigentlich nicht so gefährlich, oder? Ja, 80-seitige Lösungsguide. Aber das ist echt ekelhaft. Das war doch so dann. All diese Trefferzonen auch. Laufen Sie weiter nach rechts, bis zwei grüne Dinge. Schlagen Sie auf den Haken, bis nur die Knochen. Vorsicht, das sind gefährliche Gesellen, die in diesem Wald raus. Welche Gefahren lauern noch? Sie müssen noch, du musst noch 3 Seiten strecken. In können Sie zum Anatomie, ja. In deinem Hefter mit den grünen Seiten von der Powerplay noch. Ja! Die grünen, ne? Die waren extra auf grünem Billo-Papier. Ja, warum war es grün? Weil es billiger zu drucken war oder was war der Grund? Ich glaube ja. Und weil man es eben raustrennen und dann irgendwo. Was sind das für Kackmännchen? Colin, zurück, bring ihn um. Der kotzt dich an. Alter, was ist das denn für ein Todes? Der hat dich angespittet. Ja, sorry, ich dachte, wir würden jetzt ins Schloss kommen. Wir sind nein. So ein Pech aber auch. Ist der noch jetzt früher gestorben? Wikipedia, auf keinen Fall. Nein, komm, nächstes Spiel. Machen wir noch die Story füllen oder so von dem Spiel? Nein. Hau jetzt nochmal so richtig geiles so. Weil ich finde hier das Intro so großartig. Ich kannte auch nur die Konsolenversion vorher, aber auf Amiga ist das fantastisch. Ich bitte auch mal den Sound laut aufzudrehen gleich bei der Regie. Bin ich gespannt. Ich habe nicht mal geguckt, was jetzt kommt. Du hast nicht mal geguckt, was jetzt kommt. Aber jetzt geht's gleich richtig ab. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Oh, natürlich mein Kennenvater mit diesem geilen FMV. Ey, und das Diskettenversion.
Und das Intro müssen wir auch sehen, natürlich. Ja. Weil die haben sich alle selbst in Cosplay abgefotografiert, die Entwickler. Ja, die irgendwie, das hatte Charme. Das war ein richtig gutes Spiel. Ja, das war wirklich viel, genau. Gutes Spiel. Cleverer, als man so dachte. Ja. Und irgendwie. Selbst die, Alter. Jewels. Aber warum indiziert? Ach so, klar, weil es kriegfährlich. Ja. Okay, aber Schreie und so, ja. So ein bisschen. Ja, aber die haben sich doch null ernst genommen, Leute. Aber doch, ich glaub, doch, wie man sieht. Wann war das? 93 oder so? Das ist, glaube ich, eines der letzten Spiele, was auch mit diesem Kriegsargument überhaupt noch indiziert worden ist. Ja. Danach kam nichts mehr. Das Thema war dann irgendwann durch. Richtig gut. Ein bisschen wie Hannes. Und ich weiß noch, auf der 3DO-Version, die ich hatte, war ein Musikvideo drauf, wo sie in diesen Klamotten furchtbar schlecht geactet haben und dazu lief die ganze Zeit diese Musik 3 Minuten lang. Ja. Aber es war bewegt, es war diese Magie. Ja, ja. Spiel plötzlich, boah, FMV, Alter, ich bin raus. Ne? Bei Ronnys Popshow sehe ich das irgendwie mal 20, aber hier ist es auf dem Spiel. Ich kann es mir immer wieder angucken. Ronnys Popshow. Was da auch ausgeht, wir haben so viele Moderatoren, aber wir nehmen einen Affen. Ja, weil er gut war. Da gab es auch so ein Lied mit auch so einem animierten Woody Woodpecker-Figur, die der im Video herumgeflogen ist von irgendeiner französischen Gruppe. Mir fällt der Name nicht mehr ein, aber habe ich nachher irgendwo noch in den YouTube-Sachen abgespeichert. Wir starten mal kurz. Ja. Sensible Software natürlich. Von Sensible. Ja, ja, das ist ja, so geil. Ja, das ist sehr gut. Ihr könnt gerne gleich spielen. Bei der Amiga-Version ist der Unterschied natürlich, man steuert es mit Maus anstatt mit Controller. Ja. Das bedeutet, man hat hier also die indirekte Steuerung mit dem Mauszeiger, mit der linken Taste bewegen und mit der rechten ballern. Ja. Ich nehme eins von der Dose. Mit der linken bewegen, mit der rechten ballern. Das ist aber nicht ganz gut umgesetzt, oder? Ja. Aber diese Digi-Gitarren, ne? Ja. Die zerren aber auch so richtig. Die zerren so richtig hart unten rum rein. It's a jungle out there. Life is like a jungle sometimes. With two soldiers, you must kill every. Das Schöne an dem Spiel war, du hattest ja am Anfang deine zwei Leute. Laufen, also bewegen mit der Maus sozusagen, wo man hin will, linke Maustaste drücken zum hin und wenn man gedrückt hält, wird daraus ein Steuerkreuz. Ja, und vor allen Dingen alle Ballen. Das war echt schwierig. Ja, und die konnten ja auch aufsteigen und glaube ich, wurden dann auch besser, ne? Genau. Und da gab es Granaten, Raketen. Und irgendwann hattest du so ein richtig dickes Platoon und das wurde dann immer weniger natürlich. Oh, das waren deine Leben sozusagen. Der blühte noch aus. Ach, geil. Haben sie nicht zu spielen, wenn du zu wenig Soldaten hattest, war es vorbei. Was sind das für Vögel? Ja, zwischen dem, ja, die sind einfach da, die leben da. Ah ja. Möchte jemand gleich? Naja, das war so ein Spiel, was wirklich auf den Screenshots auch nicht gut rüberkam. Also das so für die Maus Zeit, da hat man schon mehr erwartet. Linke das war aber das typische, dieses Sensible, wie aus Sensible Soccer, das sah ja auch scheiße. Ey, und das ist auch so gut gemacht. Rechts ist. Weil wenn man stirbt, gibt's hier lauter Kreuze. Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Später ist der ganze Hügel voller Kreuze, werden immer die neuen Rekruten an. Das ist so geil irgendwie. Das hatte so richtig so einen ironischen Touch. Soldaten kommen. Und da fehlt der Hintergrund, da fehlt vom Helikopter. Ja, das glaube ich aber jetzt mit der Briefing. Ja, das liegt an der Version. Go for it. Go for it. Ja, aber das war zu schwarzhumorig, auch für die relativ späte Zeit. Also hinklicken, wo du willst und rechnen. Das war ja toll. Okay, alles klar. Genau, denk oder dran, wenn du durchs Wasser gehst, bist du nicht ganz so mobil. Ne? Ah ja. Oh, das ist ein mieses Schwein. Ich meine, außerdem hier, die haben natürlich Sensible Soccer gemacht und es gibt anscheinend noch ein Sensible Golf-Spiel. Echt? Ja. Oh, das ist auch der gleiche Look oder ähnlicher Look. Kenn die, das ist glaube ich, sonst Soccer? Nur von den beiden. Sonst nur die Sache. Ja, ne? Ja. Aber ich meine, das Sensible Soccer war ja ein Riesending für viele. Ja, 8 Millionen Versionen eben. Ich glaube, Granaten gibt es auch noch. Was war denn euer Lieblingskrieg? Was ist dein Favorite? Micha. Lieblingskrieg in Videospielen oder was? Ja, genau. Gibt es denn eigentlich gute, tolle Kriege, die wir noch nicht abgebildet haben? Tolle Kriege in deiner Umgebung, oder? Ich fand immer den Bürgerkrieg, den amerikanischen, immer ganz interessant, weil sie hatten ja diese Waffen, wo du nur einen Schuss hast. Eine Kanonenkugel, die ist dann so eine Furche geflogen. Das finde ich irgendwie interessant. Das ist wahrscheinlich, weil es ist weder dieses barbarenartige, ich hau dir das Schwert ins Gesicht, noch das Schnellfeuergewehr. Und deswegen verkauft sich das nicht, ne? Weil es ist eine Beförderung, Gregor. Ist so unbefriedigend. Kann ich mich befördern? Nachladen, Perk. Kann ich mal gucken, ob du links auf dem Bildschirm, aber ich glaube. Nee, komm, ich kann doch. Das auf. Also, der ist ja wohl befördert jetzt. Stimmt, du musst das da irgendwie drücken, ne? Die Waffe, die du auswählen willst. Stimmt, du konntest. Ja, du konntest sie ja auch teilen.
in Squads aufteilen. Dass du halt wirklich so Leute. Das war das ganz schön, das hatte man auf dem ersten Blick dachte man, oh ja. Aber auf dem zweiten Blick dachte man, ja, geil. Nee, das war echt notwendig auch, ja. Ich, die Steuerung. Was ist denn ich da? Ich bin sehr grün. Jetzt, oh, jetzt? Sehr grün. So much fun. Was macht das? Er hat ja nur einen Fall. Ja, das sind verschiedene Ränge, würde ich fast sagen. Oder? Ja, ne? Die steigen auf. Jols ist jetzt Lieutenant Colonel oder was ist das? Egal, aber die ballern richtig weg, ey. Das Doppelstricher ist er für mich, so ein Doppelhäuschen. Was ich mich verwundert, dass die Ränge alle von MASH. Krieg ist toll. Krieg ist toll. Ja, lala, lala. Verluste bist ja durchgekommen. Ja. Ja. Neues Briefing übrigens. Es Buildings musst du jetzt auch, ja, ne? 27 Rekruten noch. Ja, also es ist schon einfach fucking realistisch. Hauptsache triffst du die Vögel nicht. Das war auch so eine Ära, wo das, also wohl eines der letzten Spiele, die noch wegen Kriegsverherrlichung in der Form dann indiziert wurden. Viele aber auch so Top-Down-Action-Games, also wir haben ja auf dem Amiga auch eins gehabt mit Rambo 3, das ein paar Jahre vorher indiziert wurde, oder mittlerweile natürlich das da auch runter und auch The Chaos Engine von den Bitmap Brothers. Ja. Ist ja auch noch. Genau. Ist auch mittlerweile vom Index wieder runter. Aber was waren hier die Initiierungsgründe, das weißt du nicht, ne? Oder? Bei dem hier? Zu viel Spaß. Warte mal, der Index-Bescheid ist tatsächlich auf maniac.de drauf, wenn du da mal drauf schaust. Ja, oh ja, das wäre schön. Deine Kollegen haben damals viele schöne Sachen rausgesucht. Das ist doch gar nicht. Naja, es ist ehrlich. Also, es ist ein bisschen gewalttätig, aber es ist vor allem, glaube ich, diese Verharmlosung, dieses Schwarzhumorige. Dass die einfach nur Kanonenfutter sind, die so nachkommen mit den Kreuzen. Dabei, ich meine, das muss man doch eigentlich verstehen, aber dann, ne? Akte Index oder so auf Maniac. Ja, die haben halt gucken, vielleicht habe ich das Original sogar noch bei mir. Vielleicht hast du wenn du eine Rot-Grün-Schwäche hast, kannst du das Spiel nicht spielen. Hätte ich mir mal kommen lassen, eigentlich. Ein paar mehr Farben hätten reingekommen, ne? Als so eine vielleicht. Eine weitere. Hättest du nichts verkehrt gemacht, sag ich mal. Was ist mit dem? Ist der schon tot? Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist schon tot. Was soll mit der da rum? Ich glaube, der ist nur, der treibt. Und weint so nicht um mich. Denn ich bin schon längst gestorben. Ja. Alter, ich baue. Ich bin gespannt, was Colin gleich erzählt. Ja, ich lese hier gerade, es ist vieles, bla bla. Ich suche mal ein paar so richtig paar krasse. Hallo? Können wir bitte weitergehen? Was ist mit euch? Einfach gegen die Bildung. Also, es geht auch schon um die Darstellung, ja? Erreichen die Schüsse ihr Ziel, so werden die Folgen überdeutlich visualisiert. Die tödlich getroffenen Gegner zerbersten unter qualvollen Schreien in blutige Fleisch. Wo sind die Schreie? Ich habe keinen gehört. Schieß mal. Doch, hörst du doch. Unsauber angebrachte Schüsse bewirken, dass die Körper der Versehrten sich über einen längeren Zeitraum hinweg bestialisch brüllend am Boden winden. Ja, das hatten wir am Anfang, das ist korrekt. Das klingt aber... Blut entweicht fontänenartig aus dem Untergrund. Das ist ein richtig gutes Produkt. Ja, ja. Wie kannst du mich auf die Packung? Ich würde kaufen. So, Mama, bitte. Lies bitte nicht, aber hier. Mein Game. Der ist längst tot. Ich schieße immer noch auf Folgen, also nochmal kurz: Die Tötungsakte und ihre Folgen werden überaus realistisch inszeniert und sind in ihrer makabren Machart darauf angelegt, beim Nutzer eine schadenfrohe Genugtuung. Ja, da hast du recht. Guck mal, die zerfetzten Kadaver, wie ich immer da drauf ballere. Ja, Achtung, Vorsicht, nicht so weit reingehen. Wenn man sich die so anguckt, das könnte auch fast schon ein Vorläufer von Command & Conquer so sein, ne? Also nur einfach mit den kleinen Figürchen und also wenn du mit Tanja unterwegs bist oder so. Oh, die Fässer kannst du kaputtballern, ne? Aber Vorsicht, die sind zwar nicht rot. Aber Vordersicht. Glaube ich wenigstens. Ja, das ist ein großer Fehler, dass sie nicht rot sind. Ja. Ja, die haben sich jetzt auch nicht durchgesetzt, ne? Eigentlich müssten die, wahrscheinlich ist Bier, aber eigentlich müssten die explodieren. Oder es gibt noch andere Fässer. Du machst, ist schon einer gestorben von deinen Jungs? Ja. Einer. Ja, einer. Den habe ich aber der, gerne war aber investiert. Nur untergefreit, hab ich oder? Gerne investiert. Aber da, Lost in Service. Oh ja. Der Arme. Der Arme Stu. Den hat's gestuht. Stu. Mach dir nichts raus. War noch nicht bereit. Stu, ich hab dich nicht vermisst. Freiwilligen wird sie nicht davon abhalten. Warum haben die da keinen, egal, andere Blumen? Mondblumen. Hier ist ein Victory. Geht's noch weiter oder was jetzt? Ja, klar, geht's weiter. Ja, kannst du noch und weiter. Und das wurden natürlich echt viele irgendwann. Ja. Und da siehst du immer jetzt die Kreuze, hatten wir auch schon drüber. Da ein Kreuz ist jetzt da aufgetaucht. Solange mehr Rekruten als Kreuze sind, hat man kein. Alter, Antarktis! Daraus könntest du auch immer einen geilen, also so einen Horizontalshooter machen, ne? Aus diesem, ich sehe, ich glaube, der Arktis-Krieg ist mein Lieblingskrieg. Zwei. Arktis, was für ein guter Krieg. Ey, das ist doch eindeutig jetzt Command & Conquer, oder? Ja, Arktis war ein guter Krieg einfach.
großen Arktiskrieg, die Eisbärenkriege. Die große Eisbärenkriege. Ja. Ja. Jetzt nicht das Pulsieren auch. Maschinengewehren auf dem Rücken. Eisbär gegen Eisbär. Als die Russen auf den Eisbären über den Hügel geritten haben, da wussten dann alle jetzt vorbei. Die, und die Pinguine-Fotomontage. Pinguine sind übergelaufen, sind die. Auf die andere Scholle. Aber nee, bei den Pinguinen haben wir es ja schon beim Batman-Film gesehen. Das sind Selbstmordattentäter, die Pinguine. Nein, das ist wirklich wahr. Das stimmt. Komm, wir ballern die jetzt aus. Das snoppt aus. Du kannst aber, glaube ich, mit einem geilen Granatenwurf kaputt machen, ne? Nicht, wie man die Granaten jetzt aktiviert hat. Aber ich schieße durchs Fenster. Kann ich einfach draufklicken? Das finde ich aber auch feige. Ja, ich mach's nochmal. Du würdest immer rauskommen lassen, Mann gegen Mann hier, ne? Okay, dann stelle ich vor die Tür. Ich glaube, da ist keiner mehr. Die können, hallo? Wenn die einen höheren Rang haben, dann schießen die auch weiter, glaube ich. Mhm. Also, sie werden schon. Guck mal, jetzt werde ich immer draufhalten. Guck mal, der ist schon längst tot, aber weiter. Über die oh ja, der leidet, der ist nur angeschossen, definitiv. Das ist fast wie im Schulfernsehen hier. Ja, man muss tatsächlich eine Granate werfen, glaube ich. Sonst das kommen da endlos welche rum. Das ist die heftigste Pingu-Folge aller Zeiten. Wir haben Alter, ich hab einen verloren. Oh, das war vor allem in einer hochdekorierten, war das. Ich hab Jules verloren. Ja, weil auch direkt vor dem. Aber RJ und Ubik sind ja gehen weiter. Hier haben wir nichts mehr verloren. Können wir nichts mehr für ihn tun. Wir müssen weiter, Freunde. Ab zum nächsten Vogel. Ah, aua. Danke. Ich habe das nie richtig weit gespielt, glaube ich. Das ich auch nicht so richtig. Oh. Also eins der typischen Dinge eben, entweder spielst du das Wochen und Monate lang immer wieder von vorne. Weil du nichts anderes hattest. Muss man auch dazu sagen. Ne? Ja. Wenn du dann das in der Diskettenbox hattest oder mal eine Collection für eine Amiga geholt hast. Ich habe nur noch ein, Leute. Drin ist. Das ist ein schwerer Krieg jetzt. Und das ist natürlich auch das Problem bei solchen, ich glaube, hier konntest du ja auch nicht speichern oder so. Was er hat gezwungen, auch kommt kein Bock mehr, muss fangen wieder bei Null an, so, ne? Ja, jetzt meine Armee ist eventuell Passwörter beim Super Nintendo. Da nicht irgendwo ist noch einer. Oh Mann, ey. Jobs, das ist ein Job für Jobs. Ja, kommst du da hoch überhaupt? Probier mal Granaten mit rechter und linker Taste. Aber du kommst da wirklich. Also L und R, ob da irgendwo was. L und R sind die beiden Maustasten. Ah, okay. Aber jetzt haben wir ja auch ganz schön viel schon gesehen vom Spiel, ne? Also, du findest es Hammer, ja? Ich merke das schon. Ja, aber lass mich doch zumindest real sterben. Ja, komm, schieß doch die Kiste kaputt. Und vor das Dach, ne? Das sind nämlich die Trümmer können auch. Nicht schnell. Wie echt. War das Haus nicht schon mal explodiert da oben? Wir wissen nicht, wie die Granaten. Ich glaube, das ist ein Bug. Nee, du musst kaputt machen. Granaten! Wir wissen nur, wie sie auswählen. Das ist ja ich glaube, du hast keine mehr. Oder? Und dann die Raketen? Oh. Aber wie denn? Ich weiß nicht, was ich da mache. Linke, rechte Taste da drauf drücken, also ist alles egal, ja? Ah. Bisschen fummelig. Ist es. Ah, was zeigen könnte eventuell, kann ich mal kurz? Na klar. Das können wir mal, vielleicht ist das natürlich immer auf die Leertaste gepackt. Na? Ja. Weil man den Kumpel. Nee. R-Taste macht leider nichts. Ich würde mich freuen, wenn du es eben durchspielen würdest, Gregor. Ja, meinst du? Das wird, glaube ich, schon. Ja, kennen Follower. Ja, das ja auch. Gut, dann ja, ist gut. Halt so. Wir scheitern an der. Ah, hier, guck mal, wir können uns die Map hier wenigstens sagen. Ja. Aber im Chat kennen das mehr oder weniger alle. Ich lese das wirklich sehr häufig. Ich mindestens einen zweiten Teil noch. Der auch einen zweiten gab es auf jeden Fall. Danach war aber Sensible Software ist irgendwann eingegangen, natürlich. Chat sagt, wenn die Kisten aufsammeln müssen und nicht drauf schießen sollen. Ach so. Dann hätte man vielleicht was bekommen, was uns jetzt hilft. Das ergibt Sinn, ja. Aber es war auch ein schönes Feuerwerk. Es war ein schönes Feuerwerk, man muss es machen. War es wert. Tja, ey, wollen wir, weiß nicht, haben wir noch irgendeine Steigung davon? Oder was meint ihr? Wir haben noch einiges. Wollen wir noch eins? Ja, komm, wir hauen noch eins. Eins noch? Ja, einen hauen wir noch raus. Also als Filet spielt jetzt noch? Ah, okay, komm, jetzt sind wir tot. Alter, wir stirben. Das Filet zum Ende? Ja. Ich meine, also wir hatten vorhin drüber gequatscht, das ist jetzt nicht direkt nur ein Index-Game, aber Thrill Kill hatten wir kurz angesprochen. Oh ja, Thrill Kill, erzähl nochmal kurz. Das hat ja eine Geschichte oder einen Kontext, der spannend ist. Thrill Kill ist ein Multiplayer-Fighting-Game gewesen zur PlayStation 1-Ära, wo das programmiert, ich weiß nicht mehr ganz, wer das Team dahinter war. Auf jeden Fall ist es etwas, wo dann sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Und natürlich, Mortal Kombat ist eine sehr erfolgreiche Serie. Das heißt, mit Fighting und Splatter-Action kommen wir gut voran. Da gab es ja diese ganze Bagage mit War Gods und wie sie alle hießen. Keine Ahnung. Ach Gott, was aus der Ära vor God of War noch. Und das Spiel wurde quasi als Multiplayer, vier Leute gleichzeitig, die unterwegs sind und sich
mit wirklich den krassesten Sachen kaputt hauen und zerschreddern. Fertig programmiert. EA als Publisher wollte es nicht rausbringen, weil denen das zu brutal gewesen ist und die haben es eingestampft. Das Team hat aber die Engine weiterverkauft und daraus wurde dann das Wu-Tang Clan Fighting Game. Das Spiel kam nie raus, außer eine fast fertige Version, die dann von irgendeiner Person ins Internet geleakt wurde, die sich nicht bekannt geben wollte. Bekannt an einem GK. Ein halbes volles. Aber das stimmt. Das. Ich kann mich erinnern, da waren Berichte in den Zeitschriften, ne, brutal, ja. Thrillkill, der Name ist Programm. Und dann irgendwann diese Entscheidung, wir werden es nicht veröffentlichen. Boah, da war ein Splatter Johnny in mir, aber echt gedacht. Das war richtig traurig. Schlechter Tag für die Splatters. Der war am Spitten, der Splatter Johnny. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Das war traurig. Ich hätte das gerne gespielt, weil es klang immer cool und sah. Aber es ist natürlich mega scheiße. Wenn du es jetzt spielst, kriegst du schnell mit. Ich hab's noch nie gespielt, deswegen. Es spielt sich nicht gut. Aber die Idee, den Arm rausreißen und ihm über den Schädel ziehen, das ist einfach immer gut. Das gibt ja genug Spiele, bei denen das dann geht mittlerweile. So, schön auch. Also, es ist keine zu 100% fertige Version. Trotzdem frage ich das Spiel, wenn du es startest. Geil. Warning: Thrillkill contains extremely graphic and violent scenes and subject matter. Du musst mindestens 17 Jahre alt sein. Hey, ich klicke noch 50 Mark drauf. Geben Sie es mir doch einfach. Ja. Und du musst sogar eine Kombination an Tasten drücken, damit es überhaupt losgeht, das Spiel. Alter, wirklich. Okay. Das ist so wie die Altersabfrage quasi. Genau. Ein Vorläufer der. Alter, jetzt wird's richtig heftig, Micha. Ja. Okay. Jetzt geht's du bist ab. Der Experte, Micha, in Thrillkill? Nee, gar nicht. Ich hab's nur vorhin gesehen als Video oder so. Endlich, ja, stimmt. Jemand sagt gerade, das ist auch. Oh, ja, das war heftig. Da können wir auch nichts sagen hier an dieser Stelle, genau. Okay, ich verstehe. Oh, du bist jetzt schon. Oh, lass mal laufen. Das ist die PS1-Render. Lass mal bitte, genau, lass mal die guten alten Render-Sachen laufen. Wo man wirklich dachte, boah, geht's ihm gut? Besser geht's nicht. Ist der jetzt über der Lüftung? Sitzt der die ganze Zeit auf? Warum? Ja, der ist schon. Und der vor schon. Ja, der findet es ganz schön. Der Ron Freeman, was nicht geworden ist, ne? Ja, es ist so von wegen. Oh, nee. Oh! Eigentlich ist er der Verrückte. Ja, mein Gott! Okay, es ist nur geil. Es ist nur geil. Hä? Aha. Okay. 50 Mark jetzt. Okay. Ja, okay. Ihr kriegt 30 Sekunden Renderzeit. Ich dachte, jetzt geht's erst richtig los. Ja. Aber geil, bisher noch nicht so viel. Thrillkill geht jetzt erst richtig los. Mhm. Ja, this is where the real starts. So. Chat schreibt Neil. Soldier of Fortune darf man auch nicht. Ja, darf man. Über die Reihe reden, aber sagen. Ach, scheiße. Also, will jemand mal. Was soll denn überhaupt die ganze Scheiße mit dem Spiel? Wir können auch zu zweit gleichzeitig spielen. Ja, das war mal. Immer zu zweit. Immer mehr. Immer mehr. Mit dem Versus. Dann. Ich hatte noch einen Controller weiter. X drücken, um. Ich glaube, das ist so brutal, das ist kein Versus. Das ist ein Perversus. Perversus. Sehr gut. Ah, ich kann mir hier noch den Psycho aussuchen. Dr. Faustus. Nimm Dr. Faustus. Gott, Dr. Faustus auf jeden Fall. Nicht beide. Okay. Du nimmst den Imp. Okay. Ja, der Imp ist, glaube ich, der Hammer. Der trägt Stelzen, wenn ich mich nicht irre. Also, warte mal, ich bin rausgegangen aus Versehen. Drück nochmal Start. Kurze Anekdote. Oder kurz, ich zeitreise in die Zukunft. Drück nochmal X. Wenn ich dann mal Vater bin und einen kleinen Jungen habe, der in die Kita geht. Er kommt dann mal zurück und ich frage ihn, er fängt an zu reden und ich sage, ja, wen hast du denn, wer ist denn in der Kindheit, mit wem hast du heute gespielt? Mit Fisty. Und ich sage, Fisty? Wer ist denn, heißt der wirklich Fisty? Ich weiß es nicht, ob dieses Kind wirklich Fisty heißt oder vielleicht Fritzi oder ganz anders, weil das ist noch nicht genau rauszubekommen. Aber jedes Mal Fisty. Ist das wie der lustige Wixi, das Kinderbuch von Stefan Raab? Der kleine Hase namens Wixi. Oh Mann, ey. Fisty. Oh Mann, ey. Fisty. Der kleine Voss. Der kleine Voss. So, ja, oh. Jawohl, Alter. Gute Laune in der Zelle. Der eine auf Stöcken. Das war nicht mal ein Game-Arme. Wer bin ich? Die sind verrückt, sag ich. Du bist der Doktor. Das ist ja wohl. Ich bin geil. Warum spielen wir das jetzt? Was ist mit euch? Das ist ja nur Hammer. Der eine hat natürlich ein Bein und trägt eine Windel als Waffe. Dann haben wir noch den riesigen Gorilla. Das hätten wir die ganze Zeit schon haben können. Und damit kommt ihr jetzt. Was ist das? Man muss ja auf den Höhepunkt wach. Wer spielt den Tanga kleinen Lüpsig? Wer ist ein Klitus? Ich bin das. Okay. Der Stelzenboy? Ja, Stelzenboy. Du bist der mit der Windel, oder? Nee, ich bin der Doktor hier, der. Ach so, ja. Der teilt richtig aus, ich hau dem Dicken. Ja, der ganz dünne. Das ist aber was am Bauch. Warum hab ich kein Skalpell? Warum hab ich kein Skalpell? Und wie geht das jetzt mit dem Körperteil da rausreißen?
Es gibt so einen sehr schönen Artikel, ich müsste mal gucken. Ja, siehst du, ihr habt einen Bein. Also ein Outlet hat einen Enthüllungsartikel in Anführungsstrichen gemacht, wo auch die Entwickler interviewt wurden. Und ich glaube, die Geschichte hinter dem Spiel ist auch so, dass ein 4-Player-Fighting-Game geplant wurde, aber der Publisher gesagt hat, da muss Gewalt rein. Ja, nur mit Gewalt können wir es verkaufen. Und dann sagen sie am Ende, oh, zu viel Gewalt. Nee, zu viel Gewalt. Hat er mich im Schwitzkasten. Der Große hat mich im Schwitzkasten. Ah, wem gehört das Bein? Oh, ich habe mich verwahrt. Kommt die Hölle raus? Was hab ich gemacht? Du hast die Stelzen verkauft. Ja. An den Dämon himself. Was war das? Alter, 101. Finisher. Oh, Finisher, oder? Aber noch nicht außerhalb des Ich liebe deinen Charakter. Okay, ist auseinandergefallen. Geile Pants auf jeden Fall. Okay. Ah, warte mal, und jetzt ist so das Battle Royale-Style. Ja, oder? Einer ist weg, genau. Ja, einmal darf den Gegner. Oh, was ist das denn für ein Doppel? Hier, der Doktor. Synchron-Jump. Aus hier. Eine komische Energieleiste, die rückwärts läuft. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, machen Sie Haus. Oh Gott. Der Imp. Titus und der Imp kämpfen ums Überleben. Hä, das ist ja das beste Spiel. Schon wieder. Ey, Niki, ich muss den anderen vermöbeln. Ich drücke einfach auf die Knöpfe. Ja, aber erstmal auf den, anderen. Er braucht mich mit dem Schenkel. Wessen Bein ist das überhaupt? Ach so, das sind Alter. Was sind denn das für komische Lebensanzeigen da oben? Okay, die Welt ist die Schadensanzeige. Also man kann wie bei Tekken greifen anscheinend. Ja, und dann was rausreißen. Ja, warte mal. Penetration! Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Imp-Penetration beim Doktor. Der Imp ist gleich. Oh oh. Er ist ein Imp-Gegner. Oh, Faustus verliert! Faustus und seine fürchterlichen Faustfäuste. Bam, bam! Gregor, haut euch mal gegenseitig hier. Gregor ist der Imp. Oh! Aber er beißt das andere Bein. Ich hab doch da nur eine Stelle. Das Holzbein. Ja, das ist ein, ich hab auch gerade gedacht. Was genau hat er vor? Oh. Ja, Der Imp macht wieder Alarm. Finisher Imp. Okay, ist eine Powerleiste. Kein Schaden. Imp-Alarm auf Mallorca. Nichts ergibt hier Sinn. Doktor, jetzt ist gegen den Doktor. Ja, Mann! Ja! Zerbossen! Zu Kirin, zu Merch. Hä? Okay, Cletus gegen den Imp. Das müssen alle spielen, dieses Spiel. Die Mucke, können wir ein bisschen pump up the music hier? Das ist einfach nur geil. Warum hat er eine Windel an? Das raff ich nicht. Dankeschön, dann klar. Ey, frag Cletus nicht, wie er sich kleidet. Colin, bei dir ist es ja geil. Muck, es gibt doch diese Leute, die Baby sein wollen. Vielleicht ist da jemand. Ja, aber Cletus ist nicht sein Bein, was er da mitträgt, ne? Nee, aber wir wissen, aber gehört keinem der anderen Mitspieler. So stell ich mir den KitKat-Look. Du kannst das Bein sogar wechseln. Das ist ja lustig. Oh ja, schön, mit der Krücke einmal schön das Gesicht gescheitelt da. Ich glaube, alle. Warum hat der Mann mit dem Rücken. Das ist wirklich Tekken hier, ey. Das ist wirklich absurd. Alle Berliner denken sich so, ganz normales Wochenende. Ich bin wirklich schockiert, muss ich sagen. Ist das der Level der Berghain? Oder? Ja, genau. Mann! Geil. Die werden keine Kings geschmäht, ne? Oh, der schöne Mal, das Ohr abgekaut. Und mit dem Fuß nachgetreten. Ey, du musst Cletus fertig machen, sonst macht er dich fertig. Danke für diesen Einblick. Profi-Tipp. Diese Anruf hat sie 89 Pfennig gekostet. Legen Sie nicht auf für eine Kundenbefragung. Zum Gewinn sollten Sie nicht verlieren. Hey, das ist doch super gut. Ich will die anderen Charaktere sehen. Das ist einfach nur geil. Das ist richtig geisteskrank, dieses Spiel. Hey, das ist nicht geil, das ist einfach nur genial. Das. Die Idee ist doch mega. Im ganz kranken Verstand. Ein Tanga-Imp auf Stelzen? Was? Ehrlich? Hallo? Oh Gott, der Imp wird jetzt gleich. Oh, was für ein Cletus los? Holt er da nochmal richtig ein? Finisher oder was? Ich denke ja. Oh, was passiert jetzt? Du steigst auf. Du brauchst jetzt keine Stelzen mehr. Ja, jetzt bin ich. Das ist ja echter God of War jetzt. Alter! Bin ich Freezer geworden? Du bist mega sauer. Oh, jetzt pass auf. Ich will's genießen. Ja? Das ist okay. Mortal Kombat Finally so ein bisschen, geimpft. Ne? Okay, not a rematch. Aber nächste Runde. Also zwei Leute, wir noch. Ja, ich will auch für alle Charaktere sehen. Ja, ich will auch spielen. Ich will auch ein bisschen sehen. Ja. Also wer möchte nicht hier? Wollen gegen Krogi? Ja, okay. Gerne. Alter, das ist ja wohl Hammer. Was sagt der Chat? Noch ein Match mit anderen Charakteren, natürlich. Weil es geil ist. Achso, habt ihr zwei Player gewählt? Muss man, glaube ich, hier machen, oder? Nee, Dreieck. Geh nochmal zurück. Ja, okay. Und wähl Versus. Was? Ah. Team Mode? Oder? Ja, Versus. Oder? Genau. Ja. Und Krogi drück X, damit du auch einen Charakter wählen kannst. Achso. Cletus hatten wir schon. Violet. Oh, Mentor, gefällt mir. Ich nehme Violet. Aber so eine geile Nonne nehme ich hier so. Dr. Faustus hatten wir, den Imp hatten wir. Aber wir haben noch nicht das Main gespielt das heute. Das Main Game, ne? Ja. Ja, dann ich nehme Oddball. Dem Anschluss, ja. Dann andere Folge.
So ein Cliffhanger. Oh, kann man auf jeden Fall noch mehr machen, finde ich. Ich glaube, da haben wir noch mehr als genug diesen mehr Sachen. Achso, ich hatte zwei CPU-Karten gewählt, aber. Das war schon mit auf jeden Fall. Wo gehen wir denn schon mal? Ich hatte das Krematorium. Krematorium waren wir gerade. Wollen wir ins. Wo wollen wir? Dantes Käfig, seid ihr da in der Hölle? Ja, das ist gut. Ja, das könnte aber das wird wahrscheinlich noch freigeschaltet. Da kommen wir noch nicht hin. Ah, dann nimm Chamber. Aber wir können Homicide Avenue nehmen. Ja, aber nimm das. Scheiß auf. Ja. Ach, schön, das ist. Ah, Lavatory hätten wir auch nehmen können. Ja, ne? Nicht auf Tofu oder auf Gemüse. Slaughterhouse. Auf Flash. Schon wieder Dr. Faustus. Oh, nö. Hat der Computer gewählt. Ja. Ich hasse ihn dafür. Ja. Cletus und Dr. Faustus. Dr. Faustus. Ich dachte ja, der mit dem großen Arm ist Dr. Faustus. Ja. Nein, nein. Das war der Dürre mit dem Spritzenarm, ne? Die Dr. Ja, genau. Aber der mit den riesen Armen, mit den riesen Fäusten, warum heißt der nicht Dr. Faustus? Stimmt, das war Fisty. Weil er kein Doktor ist. Ja, Fisty. Remember Fisty, ne? Genau. Ärgert ihn, deswegen ist er so wütend. So, Alter. Oddball. Okay, das ist der Verrückte. Bist du ein Pantomime hier? Nee. Moment, wie ich. Ja, doch. Moment. Ja, das ist natürlich dumm. Wie geil, der eine hat einfach nur Beine. Muss mal so ein bisschen Tekken-Steuerung probieren. Okay. Ey, der orangefarbene ist Huang aus Tekken. Jesus Christ, was geht ab mit dir? Ja, stimmt, ne? Der hat auch die Hände hinten. Ja, der nutzt sie einfach nicht. Was ist mit Violet los? Warum ist die so, Die ist halt gestört. Die, der wurde 67, weil der große Exorzismus, durchgeführt. Nein, die hat damals, bei Beetlejuice hat sie noch mitgespielt, oder? Oh! Mhm. Ist das nicht Pantomime einfach und deswegen im Knast? Pantomime. Ja, aber eigentlich würde ein Pantomime könnte nicht im Knast landen, weil der schweigt doch immer die ganze Zeit. Der verrät seine Leute nicht. Das stimmt wohl. Alter, ist das. Ey, das ist der Killer. Das hier, ich sag's euch, was das ist. Das ist nicht der Schadensbutton. Das ist der Schaden macht Todesbutton. Jetzt bin ich nämlich hier. Nein, sobald man oben aufgeladen hat. Ja, dann kann man nämlich Todesspiele spielen. Irgendwie um zu gewinnen. Wen willst du umbringen? Ihn hier, pass auf. Es ist ganz weird. Aber scheinbar gibt es dann ja keine richtige Energieleiste. So, nee, es geht nur darum, wer am schnellsten voll ist. Okay. Das ist fucking Smash. Hier. Typischen Jugendzimmer. Ja. Komm, wir machen den fertig. Ey, dieses Bein, nimmt der immer dasselbe Bein zum Kampf oder holt er sich ein neues Bein für jeden Kampf? Der hat so eine Tour. Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Der hat so ein Amazon-Abo, er kriegt immer neue Beine geliefert. Ja, ne, der hat so einen von diesen Dash-Buttons, wo du einfach drückst. Ja, jetzt Hände wären nicht schlecht, oder? Was? Oh, 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 pass auf. Komm, Cletus. Alter, ist das denn eine Windel trägt? Stell mir vor, wenn du sprichst, dass du auch weg so sagst, ich will dein Bein haben, gib sofort her. Ah, oh mein Leiste ist gleich weg. Cletus, komm, du willst es doch auch. Oh, aber die Pause. Oh nein, du bist mir in den Lauf gekommen. Oh, geil. Das ist macht Cletus eigentlich was außer so andeuten, dass er irgendwas macht? Ohne Arme, das ist so geil. Das ist so Hammer. Ey, warum, ey? Das ist einfach einen sehr harten Schädel. Hat er forciert. Das ist sehr, sehr gut. Wenn jetzt Mama reinkommen würde. Stell dir vor, du willst das Spiel als Kind und du willst es irgendwie trainieren, auch so zu kämpfen. Das wäre auch sehr unangenehm. Fest mich, Mutter. Das ist ein ganz raffinierter Schlag. Deiner Mutter, wenn die Story schön okay, jetzt verwandelst du dich für den letzten? Der andere wurde jetzt zu Freezer. Okay. Alter, jetzt bin ich gespannt. Oh, das ist ja wie der Film Schocker. Ja. Alter, Saftige Nummer, sagt er. Nicht schlecht. No rematch. Nee. Ja, komm. So. Wer mich noch? Einen haben wir noch. Ja, eine Runde haben wir noch. Ja, ihr müsst eine noch. Partie. Ja, okay. Warte mal, wer hat's? Dreh mal um nach hinten. Welche Figuren fehlten denn jetzt noch? Das gucken wir gleich mal. Ein, zwei. Ja. Das ist also nicht kein... Das weiß nicht, wie viel es gibt. Also, wer kann Versus, Menü Versus nehmen? Nicht Eik. Steuerkreuz? Warte. Team Mode Practice? Nee, Versus, okay. Versus. Ich glaube, das ist wegen diesem Startmenü. Leer 2 muss noch einmal X drücken. Ich bin Linke. Das saftig weggeschädigt. Ja, das Startmenü ist sehr träge. Ja, bitterlich. Violet. Mammoth. Aber sonst nicht rausgekommen. Will ich die Tormentor hatten wir noch nicht. Tormentor. Ja, und? Oh, Belladonna. Und Belladonna. Ne, diese Eule hier. Die hier, Mammut. Ja, was ist denn mit den Riesen? Doch, das war der Dicke aus der ersten Runde. Ach so. Ja, also Belladonna hatten wir noch nicht. Ist okay. Belladonna hatten wir noch nicht. Ne, echt? Okay.
Zwei CPU, komm, gib uns richtig geile. Zwei, oder? Yes. Ich finde das Spiel wirklich sehr gut. Auf Satans Toilette oder wo? Ja, Lavatory. Bitte Satans Klo. Lavatory. Slaughterhouse-Toilette, ne? Ja. Warum nicht? Slaughterhouse. Alter, da. Flash ist auch so eine Doppelung eigentlich, ne? Ja. Aber es klingt gut. Slaughterhouse of Flash. Irgendwie so ein, von so einer deutschen Death Metal Band, Slaughterhouse of Flash. Ja. Das Album. Und Wellowheen oder so. Das ist wirklich schon sehr gut, dieses Spiel. Aber Tormentor könnte auch eine deutsche Metal Band sein. Ja. Ist nicht Creator früher Tormentor? Was? Ich glaube wohl. Alter, was ist ja richtig geil da? Oh, Alter, Perverse, was hast du denn, Perversi? Besser, ja. Ich habe hier die Kette. Okay. Das ist ein richtiger Tormentor. Das ist nicht Alter, ist das Perverso-Style auf dem Klo. Oh, das war ein schöner Move. Ist das Danny Elfman? Alter, das muss Berghain sein. Kette. So muss es wirklich im Berghain sein. Oh Gott, das ist so eine Toilette aus der Hölle. Ja. Ich gehe aufs Damenklo. Alter! Spagatkick! Ja, Catwoman ist aber gut unterwegs. Aber sieht es in amerikanischen Toiletten, wie viel Abstand Grapschen, die da unten haben? Grapschen. Ja, siehst du wirklich. Grapschen! Wir wollen alles mitkriegen. Mhm. Warum ist da so viel Wasser drin? Ja, ja. Ja! Tormentor! Er tormentiert! Nimm die andere. Nicht, das ist Reinke. Ich weiß, geh weg, aber ich will nicht natürlich! Okay! Ich wollte doch gerade weg! Aua! Wow. Was? Das Spiel. Tut mir leid, aber du warst halt auch sehr schlecht. Wie triumphierend und tormentiert hast. Was ist das für eine Aussage, nicht mich? Es ist ein Deathmatch. Alter! Der hat dich auch termontiert. Ja, wirklich. Das hat Dr. Faustus aber richtig Rotbäckchen. Das ist ja wohl das beste Spiel. Ah, diese Urinale, ne? Die sind auch leicht geil. Und das konnte man im Quelle-Katalog kriegen, das Spiel? Ja. Nee. Aber als Toilettenschlacht. Im Speziellen. Sag mal, warum spielt ihr so scheiße hier? Also Tormentor ist super. Das ist echt der allerbeste. Ich finde, er sollte noch High Heels tragen. Ja. Das ist perfekt. Ach, weißt du nicht, Sado, Mann. Das ist wirklich. Hell on Earth. Nimm! Der hat doch nicht mal Arme! Guck dir das an! Der kann ihn nicht krapschen! Ungrapschbar! Der hat dich auf dem Nacken geteabaggt, Alter. Bam, Junge. Was macht Dr. Faustus da unten? Ja, ich weiß. Das ist ein kleines Messer, siehst du was? Den kleines Messer immer hinten rein. Ja, ich bin wieder wütend. So, jetzt. Tormentier ich glaube, wenn du eine andere Taste drückst als eben, dann könnte der andere Finisher machen. Also ich drücke alle. Vorausgesetzt, er packt jemanden. Ja. Ja. Dasselbe, ne? Dasselbe. Ja, es war dasselbe. Er kann nur einen. Aber er war sehr gut, muss man sagen. Ja, der war schon nicht so. Er war überzeugt. So, was könnte sein Finisher sein? Es muss eigentlich den Kopf mit der Kette irgendwie abschließen. Ja, irgendwas mit der sowas? Kette, ja. Mit Kette Simon ist mit oder, Zier noch. Oder er stopft die Kette in den Rachen rein und sie kommt unten wieder raus. Ne? Und dann ratscht er den so durch, wie so ein Handtuch. Simon, das ist auch dein Game ein bisschen. Ja, so ein bisschen ist schon das für mich. Ja, das wäre ein guter Giga-Tech. Hat ein bisschen was zu tecken. Ja. Wir haben was Spezielles für euch. Es hat wirklich so ein bisschen diesen Tekken-Style. Dadurch macht es schon auch. Yeah. Jetzt pass auf. Pass, ein noch. Oh, Little Kick. Hat er auf der Kickschule gelernt. Oh, jetzt fängt aber Dr. Faustus an, sich nochmal aufzudrehen. Jetzt geht's los. Was soll ich nach irgendeiner anderen Tasse? Dreieck, Kreis. Warte, lass laufen einfach. Ja. Lass ihn laufen und jetzt geht's halt hart ab. Lass laufen, du bist schon auf dem Klo. Classic. Ein schönes Original reindrücken. Das ja, oh, das ist ja richtig nice. Jetzt würde ich gerne machen, ne? Wie in der Schule. Guck mal, wie abhaut. Oh, ja. Ah, Alter. Oh, ja. Moment, nach vorne abgerissen, er fliegt nach hinten. Wow. Dieses Kettengeräusch, das war schon so ein bisschen, ne? Das war ein guter Gimp. Okay, ich habe genug gesehen. Hammer. Ja, ne? Komm, Gregor, boah, da habe ich einfach was, wovon ich träumen kann heute Nacht. Ne? Oh. Kann man schon Spaß haben mit, ne? Okay. Wir hatten einen schönen Abend mit Gianna Sisters Mama. Ja, so war das. Das war richtig schön bei dir. Glaub die Ehe. Aber ist jetzt so, dass wir müssen, haben noch ein paar Titel, das müssen wir dann wiederholen, ne? Das können wir, ja. Wenn der Bedarf da ist. Ja, also, genau, wir haben noch GoldenEye noch nicht, ist angeschmissen. Oh, aber ja. Das ist halt, stimmt. Ja, bis dahin ist vielleicht sogar der offizielle Release sozusagen, weil es wurde ja wahrscheinlich vom Index genommen, damit es wieder neu veröffentlicht werden kann. Ja, okay. Aber da freue ich mich dabei. Das ist halt auch wirklich immer noch ein gutes Spiel. Du hast es ja gespielt auf deinem Stream, ne? Also es funktioniert immer noch so. Dieses Gegner-Feedback geht noch klar, so, ne? Aber was sagt denn der Chat?
Seht ihr da Bedarf, Chat? Sollen wir das wiederholen? Wie ist denn hier die Stimmung? Wir waren hier heute bei Colin. Da ist natürlich, da ist man verhalten, weil wir nichts kaputt machen. Gab gutes Essen. Gab sehr gutes Essen, muss man sagen. War echt in Ordnung. Sehr kleine Kekse. Ich muss sagen, diese Wurstpizza, die war. Ja, die hätte ich mir echt spannend. Aber ich habe gedacht, warum ich das Experiment, wenn nicht ihr? Also, die Erfahrungswerte sind ja für uns alle. Nur, dass ihr es mitbekommt. Chat ist auf jeden Fall sehr zufrieden. 10 von 10 gerne wieder. Bedarf, nur geil. GoldenEye, ja. Definitiv ja. Also, ja. Also, ja, da waren auch noch Sachen dabei. Loaded, ja, glaube ich, damals. Viel, viel, können wir auch nochmal machen. Ja. Mhm. Also, das war jetzt ja nur eine kleine Auswahl von all den wunderbaren, grausamen Möglichkeiten, die da draußen noch schlummern. Ich mag, dass das deine Eltern dir das kaufen, ohne dir Sorgen zu machen, was du da spielst. Ja. Meine Eltern kümmern sich eh nicht um mich. Die, Eltern sind froh, wenn du sie nicht nervst, ne? Ja, ja. Also, die hatten wieder 10 brutale Spiele, was in den Sommerferien sind gerettet. Ey, Chat ist auf jeden Fall in den Wald gehen oder so. Sehr gut drauf. Oh. Wann gehen wir in den Wald? Ja, wir sniffen im Wald. Ich hab so ein bisschen was. Geh durch den Wald, gib mir den Schlüssel zu einer Diskettenbox. Oh, ja. Wollen wir mit dem Amiga 500 und der Crew in den Wald gehen? Willst du immer in den Wald? Ja. Weißt du, hast davon angefangen. Was willst du mit dem Wald? Er hat angefangen vom Wald. Hast du da die Magazine vergraben? Lass uns mit einer Schaufel und guter Laune in den Wald gehen, Leute. Okay, wie wär's? Brauchen wir da nicht zwei Fahrräder? Ah, ja, Mann. Auf jeden, so soll es sein. Ey, mir ist große Freude bereitet. Ja, mir hat auch viel Freude gemacht. War sehr, sehr schön. War schön. Colin hat das hier heute so schön in die Hand genommen mit Gregor und zusammen. So, auf jeden Fall. Du hast nichts getan. Ja, abgesägt. Ja, du warst ich wollte gerade sagen, ich hab ihn das machen lassen hier, ne? Ja. Wie fühlst du dich als Gottheit? Selbsternannte Gottheit? Ja. Es ist gut, ein Gott zu sein, ja. Und Gregor hat auch den ganzen Shit immer vorliegen, das war super so. Normalerweise hätten wir jetzt alles kaufen müssen. Ah, nee. Keine Ahnung. Quelle liefert auch nicht mehr so schnell. Nee, ist ja noch im Badezimmer. Vergessen den Katalog. Die wichtigen Seiten kleben vor allem. Es gab einfach tolle Seiten. Ja, diese verdammten Solarien für zu Hause, ne? Ja, alles mit Solarien oder Badewannen, Massagestäbe. Ja, Massagestäbe, nee, die haben sie immer in die Backen gehalten. Ja, genau. So, dafür. Aber ohne Scheiße, jetzt Jugendzimmerfolge ist so lange her, das ist richtig krass. Das ist ein richtig gutes Gefühl heute. Ne? Echt Spaß, mit ein paar Leuten hier abzuhängen. Ja. Nicht immer nur digital, online, so im echten Leben. Gregor auch mal schnuppern, das ist richtig schön. Mhm. Das freut mich. Ja, mehr war nicht zu sagen, oder? Ich würde sagen, danke an die Regie, danke an euch. Können wir noch mal einmal auf diesen Giganten. Alter, was ist das? Oh nein! Das ist die Polizei! Warte, den Feigling! Da ist er doch! Der Schuldige, der mich da hat. Ich hab ihm auch gesagt, machen Sie das nicht! Das Kommentar da und werfen Sie die Maus vor der Pizza! Teil das auf. Der Schlüssel für die Diskettenbox ist unter dem Kopf.